Kapitel 141 Am anderen Tag bei der Parade fragte Kaiser Fürst André, wo er zu dienen wünsche, und Fürst André machte sich dadurch für immer unmöglich in der Hofwelt, dass er nicht darum bat, bei der Person des Kaisers bleiben zu dürfen, sondern bei der Armee zu dienen wünschte. Vor dem Beginn des Feldzuges erhielt Rostoff einen Brief von seinen Eltern mit einer kurzen Nachricht von Nathalie's Krankheit und von dem Bruch mit dem Fürsten André, der damit erklärt wurde, dass Natalie ihm einen Absagebrief geschrieben habe. Sie baten ihn, seinen Abschied zu nehmen und wieder nach Hause zu kommen. Nikolai machte keinen Versuch, einen Urlaub oder Abschied zu erhalten und schrieb den Eltern, er bedauere sehr die Krankheit und den Bruch Natalies mit ihrem Bräutigam und er werde alles Mögliche tun, um ihren Wunsch zu erfüllen. An Sonja schrieb er einen besonderen Brief. Verehrte Freundin meiner Seele schrieb er, nur die Ehre kann mich von der Rückkehr aufs Land abhalten. Jetzt aber vor Eröffnung des Feldzuges müsste ich es für ehrlos halten, wenn ich mein Glück der Pflicht vorziehen würde. Aber das ist die letzte Trennung. Glaube mir, dass ich sogleich nach dem Krieg, wenn ich noch am Leben bin und von dir geliebt werde, alles wegwerfe, um zu dir zu fliehen, um dich für immer an meine flammende Brust zu drücken. Wirklich war es nur der Krieg, der Nikolai abhielt, zurückzukehren und Sonja zu heiraten. Jetzt aber musste er beim Regiment bleiben, und da das unabänderlich war, so war Nikolai auch mit dem Leben zufrieden, das er beim Regiment führte, und verstand es, sich das Leben angenehm zu machen. Als er vom Urlaub zurückkam, freudig empfangen von den Kameraden, wurde Nikolai auf Remont ausgeschickt und brachte aus Kleinrussland vortreffliche Pferde mit, wofür er von dem Vorgesetzten belobt wurde. Während seiner Abwesenheit war er zum Rittmeister ernannt worden, und als das Regiment auf Kriegsfuß gesetzt wurde, erhielt er wieder seine frühere Schwadron. Der Krieg begann. Das Regiment wurde nach Polen vorgeschoben, die Offiziere erhielten doppelte Gagen, es kamen neue Offiziere, neue Mannschaften und Pferde, und vor allem verbreitete sich jene freudig erregte Stimmung, welche den Anfang eines Feldzugs begleitet, und Rostow gab sich ganz den Vergnügungen und den Interessen des Dienstes hin, obgleich er wusste, dass er sie früher oder später werde aufgeben müssen. Die Truppen zogen sich von Wilna zurück, zufolge verschiedener komplizierter politischer und taktischer Gründe. Anfangs lebten sie vergnügt bei Wilna und machten Bekanntschaften mit den polnischen Gutsbesitzern. Dann kam der Befehl, sich nach Svenciani zurückzuziehen und Proviant zu vernichten, welcher nicht fortgebracht werden konnte svenziani blieb den husaren nur deshalb denkwürdig weil es ein besoffenes lager war wie die ganze armee das lager bei svenziani nannte und deshalb weil in svenziani viele klagen über die truppen erhoben wurden welche den befehl den proviant wegzuschaffen dazu benutzten auch pferde equipagen teppiche unter dem proviant zu rechnen und den polnischen herrn abzunehmen rostoff konnte mit den ganz betrunkenen leuten seiner schwadron kaum zurechtkommen die ohne sein Wissen fünf Fässchen alten Wein mitgenommen hatten. Von Svenziani ging der Rückzug nach Drissa und von Drissa noch immer weiter. Am 13. Juli hatten die Husaren zum ersten Mal ein ernsthaftes Gefecht. Am Tage vorher hatte ein heftiger Sturm mit Regen und Hagel getobt. Das Jahr 1812 war überhaupt merkwürdig stürmisch. Zwei Schwadronen der Husaren lagen im Biwak inmitten eines von Pferden und Vieh gänzlich zertretenen Roggenfeldes. Der Regen floss in Strömen. Rostov saß mit einem jungen Offizier, Ilin, in einer flüchtig aufgebauten Erdhütte. Ein Offizier des Regiments mit langem Schnurrbart war im Stabe gewesen und kam vom Regen überfallen zu Rostov. Ich komme vom Stabe. Haben Sie von Rajewskis Tat gehört? Und der Offizier erzählte die Einzelheiten des Gefechts von Saltanov, die er beim Stabe gehört hatte. Rostov rauchte seine Pfeife und hörte achtlos zu. Ilin war ein junger Mensch von 16 Jahren, der kürzlich ins Regiment eingetreten war und jetzt zu Nikolai in demselben Verhältnis stand, wie Nikolai vor sieben Jahren zu Denisov. Ilin bemühte sich, Rostov in allem nachzuahmen und war wie eine Dame verliebt in ihn. Der Offizier mit dem Schnurrbart strinski erzählte enthusiastisch der Damen von Saltanow sei die Thermopylen Russlands, und auf diesem Damm habe General Rajewski eine Heldentat würdig des Altertums vollbracht. Er habe unter jenem schrecklichen Feuer seine zwei Söhne auf den Damm geführt und sei mit ihnen zugleich zum Angriff vorgegangen. Rostov hörte zu, stimmte aber nicht in den Enthusiasmus Strinskis ein, sondern sah eher wie ein Mensch aus, der sich dessen schämt, was man ihm erzählt. Rostov wusste aus eigener Erfahrung, dass bei Erzählungen kriegerischer Vorgänge immer gelogen wird, wie er selbst auch gelogen hatte, und dass alles andere vorgeht, als man darstellen und erzählen kann. Darum missfiel ihm die Erzählung und der Erzähler selbst, und Rostov blickte ihn schweigend an. Erstens, dachte er, herrschte auf dem Damm wahrscheinlich eine solche Verwirrung und Gedränge, dass, wenn Rajewski auch seine Söhne dahin führte, das höchstens auf die vordersten zehn Mann in seiner Nähe eine Wirkung haben konnte. Die übrigen konnten nicht sehen, wie und mit wem Rajewski auf den Damm ging. Aber auch diejenigen, die es sahen, konnten davon wenig begeistert sein. Denn was gingen sie die zärtlichen väterlichen Gefühle Rajewskis an, während ihre eigene Haut auf dem Spiele stand? Übrigens hing von dem Damm bei Saltanow nicht das Schicksal des Vaterlandes ab, wie damals von der Verteidigung des Engpasses von Thermopyla. Und wozu solcher Eifer? Ich würde nicht nur meinen kleinen Bruder Peter nicht hingeführt haben, sondern nicht einmal Ilin, der mir doch fremd ist, wenn auch ein guter Junge. Ich hätte gesucht, ihn irgendwo in eine gedeckte Stellung zu bringen. So dachte Rostoff, während er Strinzschki zuhörte, sprach aber seine Gedanken nicht aus. Er wusste, dass diese Geschichte zur Verherrlichung unserer Waffen diente und deshalb musste man sich anstellen, als ob man nicht daran zweifelte. Es ist nicht auszuhalten, sagte Elin. Hemd und Strümpfe sind ganz durchnässt. Ich werde ein besseres Unterkommen suchen. Es scheint, der Regen lässt nach. Elin ging und bald darauf auch Strinski. Nach fünf Minuten kam Elin zurück. Hurra, Rostov! Schnell fort! Ich habe etwas gefunden. 200 Schritte von hier ist ein Krug wo die Unsrigen schon beisammen sind, dort können wir uns wenigstens trocknen. Und Maria Henrich Hoffner ist auch da. Das war die Frau des Regimentsarztes, eine junge, hübsche Deutsche, die der Doktor in Polen geheiratet hatte und jetzt überall hin beim Regiment mit sich nahm. Vielleicht, weil er wenig Mittel hatte oder weil er in der ersten Zeit nach der Hochzeit sich nicht von der jungen Frau trennen wollte. Den Husarenoffizieren machte es viel Spaß, die Eifersucht des Doktors zu reizen. Rostov warf den Mantel um, rief seinem Lavruschka zu, die Sachen einzupacken, und wartete mit Ilin mühsam durch den zähen Schlamm. Die Finsternis wurde zuweilen durch fernes Wetterleuchten erhellt. Kapitel 142 In dem Krug, vor dem die Kibitka, ein Feldwagen des Doktors stand, befanden sich schon etwa fünf Offiziere. Die junge Frau saß in einer Jacke und Schlafhaube in einer Ecke auf einer breiten Bank. Neben ihr schlief ihr Mann. Rostov und Ilin wurden mit lustigen Zurufen empfangen. Oh, hier ist sehr gemütlich, sagte lachend Rostov. Wie sie aussehen, wie aus dem Wasser gezogen. Befeuchten sie nicht unseren Salon. Nehmen sie sich in Acht, dass sie das Kleid von Maria Henrichowna nicht nass machen. Rostov und sein Begleiter suchten eine Ecke, wo sie, ohne den Anstand zu verletzen, ihre nassen Kleider wechseln konnten. Sie gingen in einen Nebenraum, aber in dem kleinen Verschlag saßen drei Offiziere beim Kartenspiel auf einer leeren Kiste. Sie nahmen den ganzen Raum ein und wollten ihren Platz nicht aufgeben. Die junge Frau gab ihre Jacke her, um sie als Vorhang zu verwenden, und hinter dem Vorhängchen zogen sie mit Hilfe Lavrushkas trockene Kleider an. Ein Brett wurde gebracht und über zwei Sättel gelegt, dann wurde ein kleiner Samovar aufgestellt und eine halbe Flasche Rum. Maria Henrichowna wurde gebeten, Wirtin zu sein, und alle drängten sich um sie. Der eine reichte ihr ein reines Taschentuch, um ihre entzückenden Händchen abzuwischen. Ein anderer legte ihr eine alte Jacke um die Füße gegen die Feuchtigkeit. Der dritte verhängte das Fenster mit einem Mantel, damit es nicht ziehe. Und noch ein anderer jagte eine Fliege vom Gesicht ihres Mannes weg, damit er nicht erwache. Lassen Sie ihn! sagte die junge Frau mit schüchternem und glücklichem Lächeln. Man muss sich beim Doktor einschmeicheln, erwiderte der Offizier, dann wird er mich vielleicht bedauern, wenn er mir ein Bein oder einen Arm abschneidet. Es waren nur drei Gläser da, und das Wasser war so schmutzig, dass man nicht unterscheiden konnte, ob der Tee stark war oder nicht. Der samowar fasste nur für sechs Gläser Wasser, aber umso angenehmer war es reihum dem Range nach aus den dicken Patschhändchen der jungen Frau mit kurzen, nicht ganz reinen Nägeln, sein Glas zu erhalten. Alle Offiziere schienen an diesem Abend in sie verliebt zu sein. Selbst die Kartenspieler warfen bald die Karten weg, kamen zum Samovar und schlossen sich dem allgemeinen Bestreben an, der kleinen Frau Doktorin den Hof zu machen, was sie strahlend vor Vergnügen aufnahm. Nur ein Löffel war da, an Zucker fehlte es nicht, und deshalb wurde beschlossen, dass sie der Reihe nach den Zucker für jeden umrühren solle. Rostov hatte sein Glas erhalten, Goss Rum hinein und bat die junge Frau, umzurühren. Trinken Sie ohne Zucker? fragte sie lachend, als ob alles, was sie sagte oder die anderen sagten, sehr lächerlich wäre und noch eine andere Bedeutung habe. Es liegt mir nichts am Zucker. Ich möchte nur, dass Sie mit Ihren Händchen umrühren. Sie suchte den Löffel, den aber schon ein anderer weggenommen hatte. Mit den Fingerchen, Maria Henrichowna sagte Rostov, das wird noch schöner schmecken. Es ist zu heiß, sagte sie vor Vergnügen errötend. Als der Samovar ausgetrunken war, nahm Rostov die Karten und schlug vor, mit der jungen Frau das Königsspiel zu spielen. Wer König werde, solle das Recht haben, ihr Händchen zu küssen. Und wer der nahe bleibe, solle einen neuen Samovar für den Doktor aufstellen. »Nun, und wenn die Frau Doktorin König wird?«, fragte Elin. »Sie ist ohne dies schon Königin, und ihr Befehl ist Gesetz.« Kaum hatte das Spiel begonnen, als hinter der jungen Frau plötzlich der Kopf des Doktors erschien. Er war schon lange erwacht und hörte zu, fand aber nichts Heiteres in allem, was vorging. Ohne die Offiziere zu begrüßen, suchte er den Ausgang, den man ihm versperrte. Als er das Zimmer verlassen hatte, brachen alle Offiziere in ein lautes Gelächter aus, und Maria Henrichowna errötete tief und wurde dadurch in den Augen der Offiziere noch bezaubernder. Als der Doktor hereinkam, sagte er, der Regen sei vorüber und es sei Zeit, in der Kibitka schlafen zu gehen. Sonst werde noch alles weggestohlen. Ich werde eine Wache aufstellen. Zwei, sagte Rostov. Seien Sie vernünftig, Doktor. Ich werde selbst Wache stehen, rief Ilin. Nein, meine Herren, Sie haben ausgeschlafen, aber ich habe zwei Nächte kein Auge geschlossen, sagte der Doktor und setzte sich mürrisch neben seine Frau, um das Ende des Spieles abzuwarten. Die Offiziere fanden die finstere Miene des Doktors sehr belustigend und einige konnten ihr Gelächter nicht zurückhalten. Dem sie dann rasch einen anderen Vorwand zu geben suchten. Als der Doktor mit seiner Frau gegangen und in die Kibitka gestiegen war, legten sich die Offiziere in der Krugstube nieder und bedeckten sich mit ihren nassen Mänteln, aber das Gespräch und Gelächter verstummte noch lange nicht. Kapitel 143. Um drei Uhr war noch niemand eingeschlafen, als der Wachtmeister erschien mit dem Befehl, nach dem Dörfchen Ostrovna vorzurücken. Alle Offiziere erhoben sich, wieder wurde der Samovar mit dem schmutzigen Wasser aufgestellt, aber Rostov wartete nicht den Tee ab und ging zu seiner Schwadron. Es dämmerte bereits und der Regen hatte aufgehört. Es war feucht und kalt, besonders in dem feuchten Mantel. Als Rostov und Ilin heraustraten, Erblickten sie das im Regen glänzende Lederdach der Kibitka des Doktors. Unter der Decke sahen die Füße des Doktors hervor und in der Mitte erblickten sie auf einem Kissen das Häubchen der Doktoren, welche friedlich schnarchte. Sie ist wirklich sehr niedlich, sagte Rostov. Eine entzückende Frau, bestätigte Elin mit seinem 16-jährigen Ernst. Nach einer halben Stunde stand die Schwadron auf dem Wege. Auf das Kommando Aufsitzen bekreuzigten sich die Soldaten und stiegen zu Pferde. Rostoff kommandierte Marsch, und die Schwadron setzte sich in Bewegung. Unter dem Klatschen der Hufschläge auf dem aufgeweichten Wege, dem Klirren der Säbel und leisem Gespräch folgten sie auf der großen, mit Birken besetzten Landstraße der vorangegangenen Infanterie und der Batterie nach. Zerrissene, dunkelrote Wolken wurden vom Winde rasch weitergetrieben. Es wurde heller und heller. Immer deutlicher sah man die Gesichter der Soldaten. Im Feldzuge erlaubte sich Rostoff, nicht auf einem Regimentspferde, sondern einem Kosakenpferde zu reiten. Als Kenner und Liebhaber hatte er sich kürzlich ein feuriges Pferd vom Don verschafft, auf dem ihn niemand einholte. Für Rostov war es ein Entzücken, dieses Pferd zu reiten. Er dachte an sein Pferd, an den Morgen, an die Doktoren, aber nicht ein einziges Mal an die bevorstehende Gefahr. Früher hatte sich Rostov gefürchtet, wenn es zum Gefecht ging, jetzt aber empfand er dieses Gefühl nicht mehr. Nicht deshalb, weil er sich an das Feuer gewöhnt hatte, denn an die Gefahr kann man sich nicht gewöhnen, sondern deshalb, weil er gelernt hatte, in der Gefahr die Herrschaft über sich selbst beizubehalten. Er gewöhnte sich, wenn es ins Gefecht ging, an alles zu denken, nur nicht an das, was das Interessanteste sein musste, an die bevorstehende Gefahr. Trotz aller Bemühungen und Selbstvorwürfe wegen seiner Feigheit war ihm in der ersten Zeit seines Dienstes dies nicht gelungen. Aber mit den Jahren kam das ganz von selbst. Er ritt jetzt neben Ilin durch die Birkenallee, riss zuweilen ein Blatt von einem Zweigchen ab oder rauchte seine Pfeife mit so ruhigem Aussehen, als ob er spazieren reite. Mitleidig blickte er in das aufgeregte Gesicht Ilins, welcher viel und unruhig sprach, denn er kannte aus Erfahrung den peinlichen Zustand der Erwartung und Furcht vor dem Tode, in dem sich der Kornett befand. Er wusste, dass nur die Zeit dies heilen könne. Die Sonne kam aus den Wolken hervor, der Wind schwieg, als ob er diesen entzückenden Sommermorgen nicht stören wolle. Ein Strom von Licht ergoss sich über die Ebene, in der Ferne ertönten Kanonenschüsse. Noch war Rostov bemüht zu schätzen, wie weit diese Schüsse entfernt seien, als von Vitebsk her ein Adjutant des Grafen Ostermann galoppiert kam, mit dem Befehl, im Trab auf dem Wege vorzugehen. Die Schwadron überholte die Infanterie und die Batterie, welche gleichfalls vorwärts eilten, ritt einen Abhang hinab durch ein verlassenes Dorf und dann wieder berg an. Halt, richtet euch, hörte man vorn das Kommando des Divisionärs. Nach rechts einschwenken, im Schritt, Marsch, wurde kommandiert. Die Husaren gingen hinter der Linie der Truppen auf dem linken Flügel und stellten sich hinter unseren Ulanen auf, welche in der ersten Linie standen. Rechts stand Infanterie in dichter Kolonne, das waren unsere Reserven. Höher am Bergabhang sah man in der reinen Morgenluft scharf und deutlich unsere Kanonen. Vorwärts, jenseits eines Hohlwegs wurden feindliche Kolonnen und Kanonen sichtbar. Im Hohlweg hörte man unsere Kette, welche bereits das Gefecht eröffnet hatte und sich lustig mit dem Feind herumschoss. Rostoff wurde von diesen lange nicht gehörten Schüssen vergnügt zumute. Trapp tap ertönten plötzlich rasch hintereinander einige Schüsse und dann schwieg alles wieder. Die Husaren standen etwa eine Stunde auf demselben Platz. Während Graf Ostermann mit seiner Suite hinter der Schwadron vorüberritt, begann auch das Geschützfeuer. Dann hörte man bei den Ulanen ein Kommando in Kolonne zur Attacke. Die Infanterie vor ihnen verdoppelte ihre Abstände, um die Ulanen durchzulassen. Lustig flatterten die Fähnchen an den Lanzen, während die Ulanen nach dem Berg zu galoppierten, wo sich französische Kavallerie zeigte. Dann erhielten die Husaren den Befehl, anstelle der Ulanen die Bedeckung der Batterie zu übernehmen. Das lange nicht gehörte Pfeifen und Zischen der vorüberfliegenden Kugeln wirkte freudig erregend auf Rostov. Er richtete sich auf und überblickte das Schlachtfeld. Die Ulanen waren den französischen Dragonern schon ganz nahe und verschwanden in einer Staubwolke. Nach fünf Minuten aber kamen sie zurück und zwischen den Ulanen und hinter ihnen folgten in starken Haufen die französischen Dragoner auf grauen Pferden. Kapitel 144 Rostov erblickte mit seinen scharfen Geieraugen sehr bald die französischen Dragoner, welche unsere Ulanen verfolgten. Näher und näher kamen die Ulanen in aufgelösten Gruppen. Rostov sah, wie auf der Jagd, was vor ihm vorging. Er wusste, wenn er jetzt mit den Husaren auf die französischen Dragoner stürzen würde, so würden diese nicht standhalten können. Aber dass dies sofort geschehen musste, sonst entschwand der günstige Augenblick. Er blickte sich um. Der Rittmeister, der neben ihm stand, Blickte auch gespannt nach dem Feinde. André Sebastianitsch, sagte Rostov, wir werden sie werfen. Das wäre ein feines Stück, sagte der Rittmeister, aber wirklich. Rostov hörte nicht weiter, galoppierte vor die Schwadron und noch hatte er kaum das Kommando ausgesprochen, als die ganze Schwadron ihm nachfolgte. Rostov wusste selbst nicht, wie und warum er das tat. Er überlegte nicht. Er sah nur, dass die Dragoner nahe waren und stürzte sich fast unwillkürlich mit seiner Schwadron auf den Feind. Als die vorderste Schwadron die Husaren erblickte, wandte sie sich um, die Hinteren hielten an, Rostov spornte sein Pferd an und trieb es in die erschütterten Reihen der Dragoner. Sie galoppierten fast alle zurück. Rostov wählte sich einen von ihnen auf einem grauen Pferde und verfolgte ihn. Bald hatte er ihn eingeholt. Der Franzose, nach seiner Uniform ein Offizier, bog sich zusammen und trieb sein Pferd mit dem Säbel an. Nach wenigen Augenblicken stieß Rostoffs Pferd mit der Brust das Pferd des Offiziers an, welcher beinahe herabfiel, und in demselben Augenblick erhob Rostoff den Säbel, ohne selbst zu wissen warum, und führte einen Hieb nach dem Franzosen. Noch während er das tat, wich Rostoffs Aufregung plötzlich. Der Offizier fiel herab, weniger wegen des Säbelhiebs, der nur seinen Arm über dem Ellbogen leicht streifte. Rostov hielt sein Pferd an und suchte seinen Feind mit den Augen, um zu sehen, wen er erwischt habe. Der französische Offizier war mit einem Fuß auf die Erde gesprungen, während der andere sich im Steigbügel verwickelte. Er blinzelte erschreckt, als ob er jeden Augenblick einen neuen Streich erwartete und blickte mit dem Ausdruck des Schreckens nach Rostov hinauf. Sein bleiches, mit Schmutz bespritztes, blondlockiges, junges Gesicht mit einem Grübchen am Kinn und hellen blauen Augen war viel zu gemütlich für ein Schlachtfeld. Ich ergebe mich. schrie der Franzose und machte heftige Bewegungen, um seinen Fuß aus dem Steigbügel zu befreien. Einige Husaren liefen herbei und halfen ihm wieder aufs Pferd. Von verschiedenen Seiten wurden gefangene Dragoner herbeigeführt, französische Infanterie kam feuernd näher, und die Husaren galoppierten mit ihren Gefangenen zurück. Bei der Gefangennahme des Offiziers und dem Streich, den er nach ihm führte, hatte Rostoff eine unklare, verworrene Empfindung, die er sich nicht erklären konnte. Als Rostoff zum Grafen Ostermann berufen wurde, war er fest überzeugt, dass er wegen seines eigenmächtigen Angriffs bestraft werden würde. Aber der General dankte ihm und sagte, er werde für ihn das Georgenkreuz erbitten, aber auch diese freudige Überraschung konnte nicht jenes unangenehme, unklare Gefühl in ihm zum Schweigen bringen. Was ist mir denn? fragte sich Rostoff. Ja, dieser französische Offizier mit dem Grübchen ist es, und ich erinnere mich wohl, wie mein Arm unwillkürlich anhielt, als ich ihn zum Streich aufhob. Er holte die französischen Gefangenen ein, um seinen Franzosen mit dem Grübchen am Kinn zu sehen. Dieser saß mit seiner blauen Uniform auf einem Husarenpferd und blickte sich unruhig um. Seine Wunde am Arm war ganz unbedeutend. Er lächelte Rostoff gezwungen zu und winkte ihm mit der Hand, aber Rostoff konnte sich von diesem unbehaglichen, vorwurfsvollen Gefühl nicht befreien. Diesen und den folgenden Tag bemerkten seine Freunde und Kameraden, dass er nicht zornig oder mürrisch, aber schweigsam und nachdenklich war. Er trank nicht und wollte allein bleiben, konnte aber immer nicht zu einer klaren Erkenntnis seines Zustandes kommen. Sie fürchten sich also mehr als die Unsrigen, dachte er. Das ist es also, was Heldenmut genannt wird. Und habe ich es etwa fürs Vaterland getan? Und was hat er verbrochen mit seinem Grübchen und seinen blauen Augen? Und wie er sich fürchtete. Er dachte, ich werde ihn erschlagen. Warum sollte ich das tun? Mein Arm zuckte, ich vermochte es nicht. Und nun gibt man mir das Georgenkreuz? Ich kann es nicht verstehen. Während Nikolai sich mit diesen Fragen abquälte, hatte sich das Rad des Glücks im Dienste, wie es oft geschieht, zu seinen Gunsten gedreht. Er wurde befördert und wenn zu einem Auftrag ein tapferer Offizier nötig war, wurde er berufen. Kapitel 145 als die Gräfin die Nachricht von Natalies Krankheit in Moskau erhielt, fuhr sie noch krank und schwach mit Petja und dem ganzen Haus nach Moskau. Die ganze Familie zog von Maria Dimitrevna in das eigene Rostowsche Haus und ließ sich ganz in Moskau nieder. Die Krankheit Natalies war so ernst, dass der Gedanke an die Veranlassung dieser Krankheit zurücktrat. Man musste nur daran denken, ihr zu helfen. Ärzte wurden berufen und berieten sich, sprachen viel Französisch, Deutsch und Lateinisch, zankten miteinander und verschrieben die verschiedenartigsten Heilmittel gegen alle ihnen bekannten Krankheiten. Aber keinem kam der ganz einfache Gedanke in den Sinn, dass ihnen die Krankheit, an der Natalie litt, gar nicht bekannt sein könne, weil jeder lebendige Mensch seine Eigenheit hat, eine besondere, neue, komplizierte, der Medizin unbekannte Krankheit, nicht eine Krankheit der Lunge, der Haut, des Herzens, der Nerven und so weiter, wie sie in den medizinischen Büchern beschrieben sind, sondern eine Krankheit, welche aus einer der zahllosen Kombinationen von Leiden dieser Organe besteht. Dieser einfache Gedanke konnte den Ärzten nicht in den Kopf kommen, weil es die Aufgabe ihres Lebens ist, zu kurieren, weil sie dafür Geld erhalten. Aber auch deshalb konnte dieser Gedanke den Ärzten nicht in den Kopf kommen, weil sie sahen, dass sie wirklich unzweifelhaft nützlich waren für alle Familienmitglieder. Sie waren nützlich, weil sie jenes Bedürfnis nach Hoffnung und Mitleid, jenes Verlangen eines leidenden Menschen, dass etwas geschehen solle, befriedigten. Sie waren auch dadurch nützlich für Natalie, dass sie ihr Händchen rieben und ihr versicherten, es werde alles wieder gut werden, wenn der Kutscher in die Apotheke fahren und für einen Rubel und siebzig Kopeken Pülverchen und Pillen in einem schönen Schächtelchen abholen werde, und wenn sie diese Pülverchen genau alle zwei Stunden, nicht mehr, nicht weniger, in abgekochtem Wasser einnehmen werde. Was hätten Sonja, der Graf und die Gräfin angefangen ohne diese Pillen, die Hühnerkotelett und alle Vorschriften über die Lebensweise der Kranken, welche den Angehörigen zum Trost gereichen? Wie hätte der Graf die Krankheit seiner geliebten Tochter ertragen, wenn er nicht gewusst hätte, die Krankheit koste tausend Rubel, und er würde sich um weitere tausend auch nicht grämen, um sie gesund zu machen, und wenn sie sich nicht bessern würde, würde er noch tausend daran rücken und sie ins Ausland bringen, um dortige Ärzte zu befragen. Was hätte die Gräfin getan, wenn sie nicht zuweilen mit der kranken Natalie darüber hätte zanken können, dass sie die Vorschriften des Arztes nicht pünktlich beobachtete? Du wirst nie gesund werden, sagte sie, wenn du den Ärzten nicht folgst und zur rechten Zeit die Medizin einnimmst. Das ist nicht zu Spaßen, wenn sich bei dir eine Pneumonie bilden kann, sagte die Gräfin. Bei diesem ihr unverständlichen Wort fand sie schon einen großen Trost und vergaß den Kummer über ihrem Zürnen. Was hätte Sonja gemacht, ohne das freudige Bewusstsein, dass sie sich drei Nächte nicht entkleidet hatte, nur um dafür zu sorgen, dass alle Vorschriften des Arztes genau befolgt werden und dass sie jetzt des Nachts nicht schlafe, nur um nicht die Stunde zu versäumen, zu welcher die Kranke die unschädlichen Pillen aus dem goldenen Schächtelchen erhalten sollte. Wenn auch Nathalie sagte, keine Medizin könne ihr helfen, so war es für sie doch eine Genugtuung, dass sie durch Vernachlässigung der ärztlichen Vorschriften beweisen konnte, dass sie ihres Lebens überdrüssig sei. Der Arzt kam jeden Tag, befühlte den Puls, besah die Zunge, achtete nicht auf ihre niedergeschlagene Miene und scherzte mit ihr. Aber wenn er ins Nebenzimmer ging, folgte ihm die Gräfin hastig nach. Er nahm eine ernste Miene an, wiegte den Kopf und sagte, wenn auch noch Gefahr vorhanden sei, Hoffe er doch auf die Wirkung dieser letzten Medizin. Man müsse abwarten, die Krankheit sah gar seltener Art und so weiter. Die Anzeichen der Krankheit Nathalies bestanden darin, dass sie wenig aß, wenig schlief, hustete und teilnahmslos blieb, und deshalb brachten Rostoffs den ganzen Sommer 1812 in der Stadt zu. Trotz der großen Anzahl von Pillen, Tropfen und Pülverchen, die sie aus Gläsern und Schachteln eingenommen hatte, erlangte doch die Jugendkraft die Oberhand und das vergangene lag nicht mehr mit solchem schweren Druck auf ihrem Herzen. Kapitel 146. Natalie war ruhiger, aber nicht heiterer. Sie vermied alle Vergnügungen, Konzerte, Theater, Bälle, lachte niemals, ohne dass dabei Tränen wahrnehmbar geworden wären. Alle früheren Interessen des Lebens waren für sie erstorben. Sie bemühte sich sichtlich, niemand zur Last zu fallen und niemand zu stören. Nur mit ihrem Bruder Peter liebte sie häufiger umzugehen, zu spielen und es kam sogar vor, dass sie einander anlachten. Sie verließ fast nie das Haus und von denen, die es besuchten, war ihr nur einer willkommen, Peter. Man konnte sich nicht zärtlicher, vorsichtiger und zugleich ernster benehmen als Graf Besuchow. Natalie fühlte das unwillkürlich und dieser Umgang gewährte ihr daher großes Vergnügen. Anfang Juli verbreiteten sich in Moskau immer mehr beunruhigende Gerüchte über den Verlauf des Krieges. Man sprach von einem Aufruf des Kaisers an das Volk und von der Ankunft des Kaisers in Moskau. Da aber bis zum 11. Juli das Manifest und der Aufruf nicht erschienen, so bildeten sich auch darüber und über die allgemeine Lage Russlands übertriebene Gerüchte. Es hieß, der Kaiser reise ab, weil die Armee in Gefahr sei, Smolensk sei übergeben. Napoleon habe eine Million Soldaten und nur ein Wunder könne Russland retten. Am 11. Juli endlich erschien das Manifest. Peter, welcher bei Rostovs war, versprach am nächsten Tage, sonntags, das Manifest und den Aufruf zu bringen, die er beim Grafen Rostopchin erhalten werde. Am nächsten Sonntag fuhren Rostovs nach ihrer Gewohnheit zur Frühmesse in die Hauskapelle der Fürstin Rasumowski. Es war ein heißer Julitag. Die ganze, vornehme Welt Moskaus, alle bekannten Rostoffs waren in der Kirche. Sehr viele reiche Familien, welche sonst gewöhnlich aufs Land reisten, waren in diesem Jahre in der Stadt geblieben. Als Natalie neben ihrer Mutter durch die Reihen schritt, vernahm sie die Stimme eines jungen Mannes, der etwas zu laut seinem Begleiter zuflüsterte Das ist die Rostoff. Wie hager, aber doch schön. Sie glaubte noch zu hören, dass die Namen Kuragin und Bolkonski genannt wurden. Natalie ging in ihrem dunkelroten, mit schwarzen Spitzen besetzten Seidenkleide durch die Menge, wie nur Damen zu gehen verstehen, umso ruhiger und majestätischer, je mehr sie sich innerlich bekümmert und beschämt fühlte. Sie stand neben ihrer Mutter und nickte einigen Bekannten zu. Nach ihrer Gewohnheit betrachtete sie die Toiletten der Damen, beobachtete ihre Haltung und die unrichtige Art, wie eine kleine Dame in der Nähe sich bekreuzigte, und dann dachte sie mit Bedauern daran, dass man sie richte und dass sie auch andere richte, und als sie die Worte des Gottesdienstes vernahm, entsetzte sie sich über die Sündhaftigkeit und darüber, dass ihre frühere Reinheit wieder verloren sei. Ein Greis von ehrwürdigem Aussehen las mit der milden Feierlichkeit, welche so majestätisch und beruhigend auf die Seelen der Betenden einwirkt, ein Gebet für den Sieg der russischen Waffen und die Errettung des Vaterlandes. In dem Zustand reuevoller, geistiger Empfänglichkeit, in dem sich Natalie befand, wirkte dieses Gebet stark auf sie ein. Sie hörte jedes Wort von dem Sieg Moses über die Amalekiter und Davids über Goliath und von der Zerstörung Jerusalems, und betete zu Gott mit jener Rührung und Demut, die ihr Herz erfüllte. Aber sie begriff nicht vollständig, um was sie in diesem Gebet Gott bat. Ihr Herz war voll von Andacht und zitternder Furcht vor der Strafe, welche die Menschen für ihre Sünden erwartete, und sie bat Gott darum, sie allen zu vergeben und allen Ruhe und Glück im Leben zu verleihen. Sie war überzeugt, dass Gott ihr Gebet erhören werde. Kapitel 147 Von dem Tage an, als Peter von Rostoffs nach Hause ging und, sich an den dankbaren Blick Natalies erinnernd, den am Himmel stehenden Kometen betrachtete, fühlte er, dass etwas Neues ihm bevorstand, und der ihn beständig quälende Gedanke an die Eitelkeit und Sinnlosigkeit alles Irdischen tauchte nicht wieder auf. Sie hat mich gebeten, sie wieder zu besuchen, und ich liebe sie. Niemand aber wird das jemals erfahren, dachte er. Peter führte noch immer dasselbe müßige Leben, zu dem ihn seine zahlreichen Bekanntschaften unwillkürlich hinzogen. In letzter Zeit aber, als vom Kriegsschauplatz bedenkliche Gerüchte kamen und als die Gesundheit Nathalies sich besserte und nicht mehr jenes sorgenvolle Mitleid in ihm erweckte, wurde er mehr und mehr von einer ihm unbegreiflichen Unruhe verfolgt. Er fühlte, dass die Lage, in der er sich befand, nicht lange dauern könne, dass eine Katastrophe herannahte, welche sein ganzes Leben ändern musste, und er suchte mit Ungeduld in allem nach Anzeichen dieser herannahenden Katastrophe. Ein Freimaurer hatte ihm eine aus der Offenbarung Johannes entnommene Prophezeiung in Bezug auf Napoleon mitgeteilt. Im 13. Kapitel, im 18. Vers ist gesagt: Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der Überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Und in demselben Kapitel, im fünften Vers, ist gesagt: Und es wird ihm gegeben, ein Mund zu reden, große Dinge und Lästerung, und es wird ihm gegeben, zu herrschen, 42 Monate lang. Die französischen Buchstaben haben, wenn man sie wie das hebräische Zahlensystem betrachtet, nach welchem die ersten zehn Buchstaben einer und die übrigen Zehner bedeuten, folgende Bedeutung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Er schrieb nach diesem Alphabet mit Ziffern die Worte L'Empereur Napoleon und erhielt als Summe dieser Zahlen 666. Also war Napoleon dieses Tier, von welchem die Apokalypse prophezeite. Wenn man nach demselben Alphabet die Worte 42 schreibt, das heißt die Grenze, welche dem Tier bestimmt war, Großes und Lästerungen zu reden, so ist die Summe dieser Zahlen, welche 42 vorstellen, wieder 666. Hieraus folgt, dass das Ende der Gewalt Napoleons im Jahre 1812 eintritt, in welchem der Kaiser 42 Jahre alt wurde. Peter war höchst erstaunt über diese Prophezeiung und legte sich oft die Frage vor, wer der Gewalt des Tieres, das heißt Napoleons Grenzen gesteckt habe, und aufgrund ähnlicher Zusammenstellungen von Worten und Ziffern bemühte er sich, Antwort auf diese Frage zu erhalten. Als Antwort auf diese Frage schrieb Peter wieder Französisch: L'Empereur Alexandre, la Nation russe und zählte die Buchstaben. Aber die Summe war viel größer oder kleiner als 666. Einmal schrieb er mit dieser Berechnung seinen Namen. Comte Pierre Béziouf. Aber die Summe kam nicht heraus. Er änderte die Orthographie, schrieb ein Z statt eines S, fügte D hinzu und dann auch den Artikel le, Aber immer erhielt er nicht das erwartete Resultat. Dann fiel ihm ein, wenn die gesuchte Antwort auf seinen eigenen Namen passen würde, so müsste dieser durchaus auch eine Andeutung seiner Nationalität enthalten. Er schrieb Le Russe zählte die Ziffern zusammen und erhielt 671. 6, 7, 1. Nur fünf waren zu viel. Fünf bedeutete E, dasselbe E, welches im Artikel vor dem Worte L'Empereur ausgeworfen war. Nachdem er dieses E ebenso, wenn auch der Regel widersprechend, ausgeworfen hatte, erhielt Peter die gesuchte Antwort. L'Rus Visuov. Diese Entdeckung brachte ihn in große Erregung. Auf welche Weise er mit jenen großen Ereignissen verbunden war, welche in der Apokalypse vorhergesagt wurden, wusste er nicht. Aber er zweifelte keinen Augenblick an dieser Verbindung. Seine Liebe zu Natalie, der Antichrist, der Kriegszug Napoleons, der Komet, die Zahl 666, L'Empereur Napoleon und Lyrus Bisyov, alles das zusammen musste ihn aus dieser verzauberten, nichtigen moskauischen Welt herausführen, in der er sich gefangen fühlte und ihn großen Taten und großem Glück entgegenführen. Am Abend vor dem Sonntag, an dem das große Gebet gelesen wurde, versprach Peter Rostoffs ihn vom Grafen Rostopchin, mit dem er bekannt war, den kaiserlichen Aufruf und die letzten Nachrichten vom Kriegsschauplatz zu überbringen. An dem Morgen, als er den Grafen Rostopchin besuchte, traf Peter einen Kurier, der eben von der Armee angekommen war und den er von den Moskauer Bällen her kannte. Können Sie mich nicht etwas erleichtern? sagte der Kurier. Ich habe eine ganze Tasche voll Briefe an Verwandte. Darunter befand sich auch ein Brief von Nikolai Rostoff an seinen Vater. Peter nahm ihn an sich. Graf Rostopchin gab Peter den kaiserlichen Aufruf an Moskau, welcher eben gedruckt worden war, und die letzten Befehle an die Armee sowie sein neuestes Plakat. Als Peter die Armeebefehle durchsah, fand er auf einem derselben unter den Nachrichten über Verwundete und Gefallene auch die Ordensverleihung an Nikolai Rostov, für bewiesene Tapferkeit bei Ostrovna sowie auch die Ernennung des Fürsten André zum Oberst eines Jägerregiments in demselben Armeebefehl. Obgleich er die Erinnerung an Wolkonski nicht erneuern wollte, konnte Peter sich doch nicht den Wunsch versagen, die Familie durch seine Nachrichten von der Auszeichnung des Sohnes zu erfreuen. Deshalb sandte er den gedruckten Armeebefehl und den Brief sogleich an den Grafen Rostow ab, die übrigen Papiere wollte er zu Tisch mitbringen das Gespräch mit dem Grafen Rostopchin, der Ton von geschäftiger Hast des Kuriers, welcher erzählte, wie schlecht die Sachen beim Heer standen, die Gerüchte von in Moskau gefangenen Spionen, von einem in Moskau zirkulierenden Papier, in welchem gesagt war, Napoleon habe verkündet, er werde im Herbst in beiden russischen Residenzen einziehen, die Gerüchte von der morgen erwarteten Ankunft des Kaisers, alles das erregte in Peter mit neuer Gewalt das Gefühl, aufgeregter Spannung, welches ihn seit dem Erscheinen des Kometen und besonders seit dem Anfang des Krieges nicht mehr verlassen hatte. Peter hatte schon lange daran gedacht, in den Kriegsdienst einzutreten, und hätte das auch getan, wenn ihn nicht seine Zugehörigkeit zum Freimaurerorden davon abgehalten hätte, mit welchem ihn ein Schwur verband, und welcher den ewigen Frieden und das Aufhören der Kriege verkündigte und wenn ihn nicht der Anblick der großen Zahl von Moskauer Herren, welche die Uniform angelegt hatten und mit ihrem Patriotismus prahlten, von diesem Schritt abgehalten hätte. Kapitel 148 Bei Rostows speisten einige Bekannte wie sonntags immer. Peter kam früher, um sie allein anzutreffen. Er war in diesem Jahr so dick geworden, dass er beinahe ungeheuerlich ausgesehen hätte, ohne seinen hohen Wuchs, seine mächtigen Glieder und die Kraft, mit der er augenscheinlich die Last trug. Keuchend stieg er die Treppe hinauf. Die Diener kamen ihm freudig entgegen, um ihm den Mantel, Hut und Stock abzunehmen. Die erste Person, die er sah, war Natalie. Er hatte sie schon im Vorzimmer gehört. Sie sang Solfegien im Saale. Er wusste, dass sie seit ihrer Krankheit nicht mehr gesungen hatte und hörte deshalb erfreut ihre Stimme. Leise öffnete er die Tür und sah Natalie in ihrem feilchenblauen Kleide singend im Zimmer auf und abgehen. Als sie sich plötzlich umwandte und sein dickes verwundertes Gesicht sah, errötete sie und ging ihm rasch entgegen. "Ich versuche wieder zu singen. Man muss sich doch mit etwas beschäftigen", sagte sie, als ob sie sich entschuldigen wollte. "Es geht ja ganz vortrefflich." Wie erfreut bin ich, dass Sie gekommen sind! Ich bin heute so glücklich", sagte sie mit ihrer früheren Lebhaftigkeit, wie er sie lange nicht gesehen hatte. Sie wissen, mein Bruder hat das Georgenkreuz erhalten. Ich bin so stolz auf ihn. Ich weiß, ich habe den Armeebefehl mitgebracht, aber ich will Sie nicht stören. Damit wollte er vorübergehen in den Salon, aber Natalie hielt ihn an. Missfällt es Ihnen, Graf, dass ich singe? sagte sie errötend und blickte ihn fragend an. Nein, im Gegenteil. Aber warum fragen Sie mich? Ich weiß nicht, erwiderte Natalie rasch, aber ich möchte nichts tun, was Ihnen mißfällt. Ich vertraue Ihnen in allem. Sie wissen nicht, wie wichtig Sie für mich sind. Sie sprach rasch, ohne zu bemerken, dass Peter bei diesen Worten errötete. Ich habe gelesen, dass R. Bolkonski flüsterte sie, in Russland ist und hier dient. Was meinen Sie? fragte sie hastig und schüchtern. Wird er mir später einmal vergeben? Was meinen Sie? Wie denken Sie? Ich meine, sagte Peter, er hat nichts zu vergeben. Wenn ich an seiner Stelle wäre. Ja, sie, sie, rief sie entzückt. Das ist etwas anderes. Gutherziger und großmütiger als sie ist niemand zu finden. Wenn sie damals nicht gewesen wären, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, denn plötzlich füllten sich ihre Augen mit Tränen, sie wandte sich ab, hielt das Notenblatt vor die Augen und begann wieder zu singen. Aus dem Salon kam Petja gelaufen. Er war jetzt ein hübscher, rotwangiger, fünfzehnjähriger Knabe mit dicken, roten Lippen und Natalie sehr ähnlich. Er sollte sich auf die Universität vorbereiten, aber in letzter Zeit hatte er sich mit seinem Freund Obolensky verabredet, zu den Husaren zu gehen, und hatte Peter gebeten, sich zu erkundigen, ob man ihn annehmen werde. Nun, wie ist's, Peter Grilitsch? Bitte, bitte, Sie sind meine einzige Hoffnung, rief Petja. Ach, ja, ja, also zu den Husaren. Nun, ich werde noch heute darüber sprechen. Nun, mein Lieber, haben Sie das Manifest gebracht? fragte der alte Graf. Die Gräfin war in der Kirche, man hat ein neues Gebet gesprochen, sie sagt, es sei sehr schön. Das Manifest? Ich habe es bei mir, erwiderte Peter. Morgen wird der Kaiser ankommen, eine außerordentliche Adelsversammlung ist einberufen, und man sagt, es werden Zehn von Tausend ausgehoben. Nun, und was hört man von der Armee? Die unsrigen haben sich alle zurückgezogen. Man sagt, sie seien schon bei Smolensk, erwiderte Peter. Mein Gott, mein Gott, sagte der Graf, wo haben Sie das Manifest? Den Aufruf? Ja, ja. Peter suchte in seinen Taschen, konnte aber das Papier nicht finden. Er küsste der eintretenden Gräfin die Hand und fuhr fort, in seinen Taschen zu wühlen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich es gelassen habe. Ein bisschen zerstreut, wie immer, sagte die Gräfin. Natalie trat mit aufgeregter Miene ein, setzte sich und blickte schweigend Peter an. Sobald sie eingetreten war, strahlte sein Gesicht. Nun, ich werde nach Hause fahren, ich muss es dort vergessen haben, sagte er. Nein, Sie werden zu Tisch zu spät kommen. Sonja war bereits ins Vorzimmer gegangen und hatte das Papier in Peters Hut gefunden, wo er es sorgfältig bereitgelegt hatte und wollte es sogleich vorlesen. Nein, nach Tisch, sagte der alte Graf, der diese Vorlesung für ein großes Vergnügen ansah. Nach Tisch wurde Champagner getrunken und auf die Gesundheit des neuen Georgenritters. Tschin Tschin erzählte von Stadtneuigkeiten, von Metivier, der aus Moskau verschwunden war, und von Rostopchin, dem man einen Deutschen vorgeführt habe mit der Beschuldigung, er sei ein Champignon, und wie Rostopchin befohlen habe, den Champignon freizulassen und dem Volk gesagt habe, das sei kein Champignon, sondern nur ein alter deutscher Pilz. Ja, ja, sagte der Graf. Ich habe der Gräfin schon gesagt, sie soll weniger Französisch sprechen. Das schickt sich jetzt nicht. Haben Sie schon gehört, sagte chin, chin Fürst Galizin hat einen russischen Lehrer genommen. Er will Russisch lernen. Es wird gefährlich, auf den Straßen Französisch zu sprechen. Nach Tisch lehnte sich der Graf auf seinem Stuhle zurecht und bat Sonja mit ernster Miene, das Manifest vorzulesen. Der Feind ist mit großer Macht in Russlands Gebiet eingedrungen. Er verheert unser geliebtes Vaterland, las Sonja mit ihrer dünnen Stimme. Natalie blickte bald ihren Vater, bald Peter an. Peter fühlte ihren Blick auf sich und suchte ihn zu vermeiden. Die Gräfin begleitete jeden feierlichen Ausdruck mit erzürntem Kopfschütteln. Schindschinn war in spöttischer Stimmung und bereit, sich über alles lustig zu machen, über Sonjas Vorlesen, über das, was der Graf sagen werde, sogar über den Aufruf selbst in Ermangelung eines anderen Gegenstandes. Sonja las von den Gefahren, welche Russland drohten und von den Hoffnungen, welche der Kaiser auf Moskau und besonders auf den Adel setzte. Die letzten Worte las sie mit zitternder Stimme. Wir werden demnächst inmitten unseres Volkes in der Residenz erscheinen, sowie in anderen Städten unseres Reiches, um den Landsturm aufzurufen, welcher dem Feinde den Weg verlegen und ihn in Schrecken versetzen wird, wo er auch erscheinen mag. Das Verderben, das er uns zugedacht hat, wird auf sein Haupt zurückfallen und das befreite Europa wird den Namen Russlands preisen. Ja, so ist's", rief der Graf mit feuchten Augen. Shinshin Shin hatte seinen Witz über den Patriotismus des Grafen noch nicht ausgesprochen, als schon Natalie aufsprang, auf ihren Vater zueilte und ihn umarmte. Sieh doch die Patrioten", sagte Shinshin. Scherz beiseite", rief der Graf. Wenn der Kaiser ein Wort spricht, so kommen wir alle. Wir sind nicht solche Deutsche. Aber jetzt, Papa, rief Petja, sage ich es Ihnen und Mama entschieden, ich gehe zu den Husaren. Die Gräfin hob mit Entsetzen die Augen zum Himmel. Sieh doch, rief der Graf, was für ein Krieger. Aber lasse jetzt den Unsinn. Das ist kein Unsinn, Papachen. Fetja Obolensky geht auch, und ich kann jetzt nichts lernen, solange das Vaterland in Gefahr ist. Höre auf mit den Dummheiten. Sie haben doch selbst gesagt, Sie wollen alles opfern. Schweig rief der Graf. Die Gräfin blickte erbleichend ihren Sohn an. Peter Kirillitsch, kommen Sie rauchen, sagte der alte Graf und nahm die Papiere zusammen, um sie in seinem Kabinett vor dem Einschlafen nochmals zu lesen. Peter war verlegen und unschlüssig. Die ungewöhnlich glänzenden, lebhaften Augen natalies hatten ihn in diesen Zustand versetzt. Nein, ich werde nach Hause fahren, sagte er. Nach Hause? Und Sie wollten doch zum Abend bleiben? Das ist jetzt solch eine Seltenheit. Und diese da, sagte der Graf auf Nathalie deutend, ist nur in ihrer Gegenwart vergnügt. Ja, ich habe vergessen, ich muss durchaus nach Hause, sagte Peter hastig. Nun, denn auf Wiedersehen, erwiderte der Graf und verließ das Zimmer. Warum wollen Sie gehen? fragte Nathalie. Weil ich dich liebe, wollte er sagen, aber er senkte errötend die Augen. Weil es besser ist, wenn ich seltener komme, weil, nun, weil, 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 weil ich zu tun habe. Natalie schwieg. Sie blickten sich beide erschreckt und verwirrt an und Peter beschloss, nicht wieder zu Rostow's zu gehen. Am anderen Tage kam der Kaiser. Einige der Dienstleute baten um Erlaubnis, ihn zu sehen. Petja kleidete sich an diesem Morgen sorgfältig an, machte Gebärden vor dem Spiegel und endlich setzte er die Mütze auf und verließ heimlich das Haus durch die Hintertür. Er hatte beschlossen, zum Kaiser zu gehen und irgendeinem Kammerherrn mitzuteilen, er, Graf Rostow, wolle zu den Husaren eintreten. Seine Jugend könne kein Hindernis sein, und er sei bereit. Er hatte eine Menge schöner Worte in Bereitschaft, um sie dem Kammerherrn zu sagen. Petja rechnete sicher auf Erfolg, aber je weiter er ging, desto mehr verließ ihn seine angenommene Würde. Als er in den Kreml trat, wurde er von Leuten, welche wahrscheinlich von seinem patriotischen Vorhaben keine Ahnung hatten, so ins Gedränge gebracht, dass er nicht weiter konnte. Einige Zeit stand er wartend beim Tor und begann endlich, sich mit dem Ellbogen durchzuarbeiten. Aber ein Weib, das er angestoßen hatte, schrie ihn zornig an. Was stößt du da, mein Jüngelchen? Was fällt dir ein? Du siehst ja, alle stehen still. Er wurde in einem übel riechenden Winkel am Tor gedrängt und wischte sich den Schweiß von der Stirn, denn er fürchtete, wenn er in diesem Zustand sich dem Kammerherrn vorstellte, nicht zum Kaiser gelassen zu werden. Aber es war keine Möglichkeit, aus dem Gedränge zu kommen. Er wollte einen vorübergehenden General, einen Bekannten seines Vaters, um Hilfe anrufen, unterließ es aber als unnütz. Als die Equipagen vorübergefahren waren, riss die Menge Petja mit sich fort auf einen Platz, der bald ganz von Volk erfüllt war. Plötzlich drängte die Menge vorwärts und schrie, Hurra, Hurra, Hurra! Petja stellte sich auf die Zehenspitzen, konnte aber nicht sehen in dem Gedränge. Die Leute schrien und weinten vor Entzücken. Unser Vater, unser Schutzengel, Väterchen, Hurra! riefen sie von allen Seiten. Einen Augenblick stand die Menge auf einer Stelle, dann aber stürzten wieder alle vorwärts. Petja biss die Zähne zusammen, arbeitete eifrig mit seinen Ellbogen und schrie Hurra! Aber wilde Gesichter drängten von der Seite her und schrien auch Hurra! Das ist also der Kaiser, dachte Petja. Nein. Ich kann ihm selbst nicht meine Bittschrift übergeben. Es wäre zu kühn. Verzweifelt strebte er vorwärts, aber als die Menge von den Polizisten zurückgedrängt wurde, weil der Kaiser aus dem Schloss in die Kathedrale ging, erhielt Petja plötzlich einen solchen Stoß in die Rippen, dass seine Augen sich verdunkelten und er das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, sah er, dass ein Kirchensänger ihn unter dem Arme hielt und mit der anderen Hand ihn gegen die Menge zu schützen suchte. Ihr habt das Söhnchen erdrückt, sagte der Kirchensänger. Nun, ist's leichter? Der Kaiser trat in die Kathedrale und die Menge beruhigte sich wieder. Der Kirchensänger führte Petja zu der großen Kaiserkanone. Einige bedauerten ihn, man knöpfte ihm den Rock auf und setzte ihn auf das Postament der Kaiserkanone. So kann man einen Menschen erdrücken. Das ist abscheulich. Siehst du, er ist so weiß wie ein Tischtuch, sagten verschiedene Stimmen. Petja kam bald wieder zu sich. Sein Gesicht rötete sich wieder. Er hatte den günstigen Platz bei der Kanone erhalten, von dem aus er den Kaiser bei der Rückkehr zu sehen hoffte. Er dachte nicht mehr an seine Bittschrift, er wollte ihn nur sehen. Während des Gottesdienstes erschienen Verkäufer von Pfefferkuchen und Quas, und das Volk unterhielt sich auf seine Weise. Eine Kaufmannsfrau betrachtete ihren zerrissenen Schal und erzählte, wie teuer sie ihn bezahlt habe, Zwei junge Burschen scherzten mit leibeigenen Mädchen, welche Nüsse knackten. Plötzlich hörte man vom Ufer her Kanonenschüsse zur Feier des Friedens mit der Türkei, und die Menge eilte dorthin, um beim Schießen zuzusehen. Petja wollte auch dorthin gehen, aber der Kirchensänger, der ihn unter seinen Schutz genommen hatte, hielt ihn davon ab. Während die Schüsse donnerten, kamen aus der Kathedrale eilig Offiziere und Kammerherren hervor, dann folgten noch andere etwas langsamer. Alle nahmen die Mützen ab, und die Leute, welche nach den Kanonen gelaufen waren, eilten wieder herbei. Endlich erschienen einige Generale mit reichen Ordensbändern. Hurra. Hurra. schrie wieder die Menge. Welcher ists? fragte Petja mit weinerlicher Stimme, aber niemand antwortete ihm. Alle waren zu entzückt. Die Menge rief dem Kaiser zu, begleitete ihn bis zum Schloss und begann darauf sich zu zerstreuen. Es war schon spät, Petja hatte noch nicht gegessen, aber er blieb vor dem Schloss stehen während der kaiserlichen Tafel und wartete noch immer. Nach Tisch sagte Walujew, das Volk hofft noch immer, eure Majestät zu sehen. Der Kaiser erhob sich, während er ein Stück Biskuit aß und ging auf den Balkon. Das Volk stürzte mit Petja auf den Balkon zu. Engel, Väterchen, hurra! rief das Volk und einige vergossen Tränen des Entzückens. Ein ziemlich großes Stück Biskuit fiel aus der Hand des Kaisers auf das Geländer und dann auf die Erde herab. Ein in der Nähe stehender Kutscher stürzte auf das Stück Biskuit und ergriff es, noch andere warfen sich auf den Kutscher, um es ihm zu entreißen. Als der Kaiser dies merkte, befahl er, einen Teller mit Biskuit zu bringen und warf sie alle vom Balkon herab. Trotz der Gefahr erdrückt zu werden, suchte Petja ein Biskuit zu erwischen und warf ein altes Weib um, das auch eins auffangen wollte. Aber sie hielt sich nicht für besiegt, obgleich sie auf der Erde lag. Sie hatte ein Biskuit erhascht. Petja stieß mit dem Knie ihren Arm zurück, erfasste das Biskuit und schrie wieder Hurra mit heiserer Stimme. Der Kaiser verließ den Balkon und der größte Teil des Volkes zerstreute sich. So glücklich Petja war, ging er doch mit betrübtem Herzen nach Hause. Er erklärte noch einmal entschieden, er werde davonlaufen, wenn man ihn nicht zu den Husaren lasse. Und am anderen Tag fuhr der alte Graf aus, obgleich er noch nicht ganz nachgegeben hatte, um sich zu erkundigen, wie man Petja irgendwo in Sicherheit unterbringen könnte. Kapitel 149 Drei Tage später, am 15., standen beim Schloss im Kreml zahlreiche Equipagen. Die Seele waren gedrängt voll. In dem ersten waren die Edelleute in Uniformen, in dem zweiten die Kaufleute in blauen Kaftanen mit Medaillen und langen Bärten. Im Saal der Adelsversammlung herrschte eine geräuschvolle Aufregung. An einem großen Tisch unter dem Porträt des Kaisers saßen auf Stühlen mit hohen Lehnen die höchsten Würdenträger, die meisten Adligen aber gingen im Saal umher. Alle trugen Uniformen, einige aus der Zeit der Kaiserin Katharina, Kaiser Pauls oder Kaiser Alexanders. Die meisten waren Peter bekannt, aber der besondere Charakter der Uniform gab ihnen ein seltsames, fantastisches Aussehen. Viele halbblinde, zahnlose, kahlköpfige, gelbe oder hagere Greise saßen schweigend an der Wand. Peter war schon am frühen Morgen gekommen und fühlte sich sehr unbehaglich in seiner engen Uniform. Er war in Aufregung. Die ungewöhnliche Versammlung nicht nur des Adels, sondern auch der Kaufmannschaft erweckte in ihm längst vergessene Ideen von einer Beratung des Kaisers mit seinem Volk, von einer Konstitution und der Französischen Revolution. Er war in Aufregung. Die ungewöhnliche Versammlung, nicht nur des Adels, sondern auch der Kaufmannschaft, erweckte in ihm längst vergessene Ideen von einer Beratung des Kaisers mit seinem Volk, von einer Konstitution und der Französischen Revolution. Das kaiserliche Manifest wurde vorgelesen und rief Begeisterung hervor, und dann gingen alle schweigend umher. Peter hörte, wie man darüber sprach, wo die Adelsmarschälle stehen sollen, wenn der Kaiser eintrete, wann man dem Kaiser einen Ball geben werde, ob man sich nach Kreisen oder nach Gouvernements aufstellen solle und so weiter. Sobald aber die Rede auf den Krieg kam, war alles unentschlossen und unklar. Ein schöner Mann in der Uniform eines verabschiedeten Marineoffiziers, sprach in einem der Seele, und man drängte sich um ihn. Peter hörte zu und überzeugte sich, dass er wirklich ein Liberaler war, aber in ganz anderen Sinn, als Peter geglaubt hatte. Es war die Rede von der Einberufung des Landsturms. Wenn die Adelsversammlung es nötig findet, so kann sie ihre Ergebenheit für den Kaiser auf andere Weise betätigen. Wir haben den Landsturm vom Jahre 1807 noch nicht vergessen. Hat er etwa dem Vaterlande Nutzen gebracht? Nicht im geringsten. Und was zu uns zurückkehrt, ist weder Soldat noch Bauer, sondern verworfenes Gesindel. Lieber eine Aushebung. Der Adel scheut keine Opfer. Wir geben selbst alles und stellen noch Rekruten. Und wenn der Kaiser ruft, sterben wir alle für ihn, rief der Redner. Der Graf Rostoff hörte mit Begeisterung zu und stieß Peter an. Peter wollte auch reden, obgleich er nicht wusste, was. Er öffnete eben den Mund, als ein Senator mit klugem und boshaftem Gesicht, der neben ihm stand. Peter unterbrach. Ich vermute, meine Herren, sagte er leise, dass wir berufen sind, nicht um zu überlegen, was für das Reich am besten sei Aushebung oder Landsturm, sondern um den Aufruf zu antworten, dessen uns der Kaiser gewürdigt hat. Was besser ist Aushebung oder Landsturm, das überlassen wir der höchsten Gewalt zu beurteilen. Jetzt fand Peter plötzlich einen Ausweg für seine Aufregung. Er war erzürnt auf den Senator über seine Pedanterie und Engherzigkeit. Entschuldigen Sie mich, Exzellenz, begann Peter, wenn ich damit nicht übereinstimme. Er kannte den Senator sehr wohl, hielt es aber für notwendig, einen offiziellen Ton zu beobachten. Aber ich glaube, es ist die Pflicht der Adelsversammlung nicht nur ihre Begeisterung auszudrücken, sondern auch jene Maßregeln zu überlegen, mit denen wir dem Vaterland helfen können. Ich vermute, fuhr er noch lebhafter fort, dass der Kaiser selbst unzufrieden wäre, wenn er in uns nur die Besitzer von Leibeigenen finden würde, die wir ihm als Kanonenfutter geben und bei uns keinen Rat finden würde. Viele, welche ein verächtliches Lächeln des Senators bemerkten, verließen den Kreis. Nur Graf Rostow war zufrieden mit Peters Rede, wie er mit der des Marineoffiziers, des Senators und überhaupt immer mit der zuletzt gehaltenen Rede einverstanden war. Ich bin der Meinung, ehe wir diese Frage erörtern, fuhr Peter fort, sollten wir Seine Majestät ehrerbietig bitten, uns mitzuteilen, wie viele Truppen wir haben und in welchem Zustand sie sich befinden. Und dann kaum hatte Peter diese Worte gesprochen, als man von drei Seiten zugleich ihn anfiel. Am giftigsten war einer seiner alten Bekannten, der so oft freundschaftlich Boston mit ihm gespielt hatte, namens Adraxin. Er trug auch Uniform und erschien Peter darin ganz fremdartig. Mit boshaftem, verzerrtem Gesicht schrie er Peter an. Erstens muss ich Ihnen sagen, dass wir nicht das Recht haben, seine Majestät danach zu fragen. Und zweitens, wenn der russische Adel auch das Recht hätte, so könnte der Kaiser uns diese Frage nicht beantworten. Die Truppen bewegen sich je nach den Bewegungen des Feindes. Manche fallen oder werden verwundet. Es ist jetzt nicht Zeit zu überlegen schrie ein anderer, den Peter als schlechten Kartenspieler kannte. Man muss handeln. In Russland herrscht Krieg. Unser Feind ist gekommen, um Russland zu vernichten und die Gräber unserer Väter zu beschimpfen, um Frauen und Kinder fortzuführen. Dabei schlug sich der Mann auf die Brust. Aber wir stehen alle wie ein Mann, alle für unser Väterchen, den Zar, schrie er. Einige beistimmende Zurufe kamen aus der Menge. Wir sind Russen und sparen nicht unser Blut für die Verteidigung des Glaubens, des Thrones und des Vaterlandes, aber unnütze Reden müssen wir unterlassen, wenn wir Söhne des Vaterlandes sind. Wir werden Europa zeigen, wie Russland aufsteht für Russland, schrie er. Bravo, bravo, so ist's, schrien einige. Peter wollte erwidern, er scheue keine Opfer, aber er kam nicht mehr zum Wort und wurde sogar grob unterbrochen. Man wandte sich von ihm ab, wie von einem gemeinschaftlichen Feind. Dies geschah nicht, weil man mit seiner Rede unzufrieden war, welche nach den vielen anderen angehörten Reden bereits wieder vergessen war, aber die Menge verlangte einen greifbaren Gegenstand der Liebe und einen greifbaren Gegenstand des Abscheus, und Peter wurde Letzteres. Es folgten noch viele Redner, manche sprachen auch gut und originell. Kapitel 150 In diesem Augenblick trat Graf Rostopchin in Generalsuniform ein. "Seine Majestät wird gleich hier sein", sagte er. "Ich komme eben von dort. Ich denke, in jetziger Lage gibt es nicht viel zu überlegen. Der Kaiser hat geruht, uns und die Kaufmannschaft einzuberufen. Von dort her fliegen die Millionen." Dabei zeigte er nach dem Saale der Kaufleute. "Unsere Sache ist es, den Landsturm aufzustellen. Das ist das geringste, was wir tun können." Es folgte eine kurze, leise Beratung. Dann wurde der Sekretär beauftragt, einen Beschluss der Moskauer Adelsversammlung zu protokollieren, wonach der Adel zehn Mann auf tausend stellen wolle mit voller Ausrüstung. Die Herren, welche am Tisch saßen, erhoben sich geräuschvoll und gingen im Saal auf und ab. Der Kaiser, der Kaiser, hieß es plötzlich, und die ganze Menge drängte nach dem Eingang. In der breiten Gasse, welche die Versammelten gebildet hatten, trat der Kaiser in den Saal. Auf allen Gesichtern erschien Ehrfurcht und furchtsame Neugierde. Peter stand zu fern, um die Rede des Kaisers ganz zu verstehen. Er begriff nur, dass der Kaiser von der Gefahr des Vaterlandes sprach und von den Hoffnungen, welche er auf den moskauer Adel gesetzt habe. Meine Herren, sagte die zitternde Stimme des Kaisers, niemals habe ich an der Hingebung des russischen Adels gezweifelt, aber heute wurde meine Erwartung übertroffen. Ich danke Ihnen im Namen des Vaterlandes, meine Herren. Handeln wir. Die Zeit ist kostbarer als alles. Der Kaiser schwieg. Die Menge drängte sich um ihn und von allen Seiten hörte man Rufe der Begeisterung. Ja, kostbarer als alles. Das ist ein kaiserliches Wort, rief Graf Rostow weinend. Er hatte nichts gehört, aber alles auf seine Weise verstanden. Der Kaiser begab sich in den Saal der Kaufmannschaft und blieb dort etwa zehn Minuten. Als er zurückkam, bemerkte Peter Tränen der Rührung in seinen Augen. Später erfuhr man, dass der Kaiser kaum seine Rede an die Kaufleute begonnen hatte, als Tränen aus seinen Augen stürzten und er mit zitternder Stimme seine Rede beendigte. Der Kaiser wurde von zwei Kaufleuten begleitet. Der eine war Peter bekannt, ein dicker Brandweinpächter. Der andere war das Stadthaupt mit einem hageren, gelben Gesicht und dünnem Bart. Beide weinten. Der Hagere hatte Tränen in den Augen, aber der dicke Brandweinpächter heulte wie ein Kind und wiederholte immer wieder: Unser Leben und Eigentum nimm hin, Majestät. Peter empfand in diesem Augenblick nur den glühenden Wunsch zu beweisen, dass er alles zu opfern bereit sei. Über seine Rede mit dem konstitutionellen Anflug Machte er sich selbst Vorwürfe und suchte eine Gelegenheit, sie wieder gut zu machen. Als er erfuhr, dass Graf Mamunov ein Regiment stellte, erklärte Besuchow sofort dem Grafen Rostopchin, er werde tausend Mann stellen und unterhalten. Der alte Rostow konnte nicht ohne Tränen seiner Frau diesen feierlichen Vorgang erzählen. Er bewilligte sogleich die Bitte Petjas und fuhr selbst aus, um ihn anzumelden. Am anderen Tage reiste der Kaiser ab. Die Gutsbesitzer nahmen ihre Uniformen ab, besuchten wieder den Club und gaben ihren Verwaltern seufzend Befehle wegen des Landsturms, selbst verwundert darüber, was sie vollbracht hatten. Kapitel 151 Am Tage nach der Abreise seines Sohnes rief der alte Fürst Bolkonski seine Tochter zu sich. „Nun, bist du jetzt zufrieden?“, sagte er. Hast mich mit meinem Sohn entzweit? Bist du zufrieden? Das hast du ja nur gewollt. Bist du zufrieden? Mir ist schmerzlich, ich bin alt und schwach, aber du hast es gewollt. Nun freue dich, freue dich. Darauf sah Marie eine Woche lang ihren Vater nicht wieder. Er war krank und verließ sein Zimmer nicht. Mit Verwunderung bemerkte Marie, dass der Alte auch Mademoiselle Bourienne nicht mehr zu sich ließ. Nur Tichon durfte sein Zimmer betreten nach einer woche erschien der graf wieder und begann seine frühere lebensweise besonders eifrig beschäftigte er sich mit neubauten und gärten brach aber allen verkehr mit mademoiselle bourienne ab durch seine miene und durch seinen kalten ton gegen marie schien er sagen zu wollen siehst du du hast gegen mich intrigiert hast dem fürsten andré über meine beziehungen zu dieser französin etwas vorgelogen und mich mit ihm entzweit aber jetzt siehst du, dass ich weder dich noch die Französin brauche. Einen großen Teil des Tages brachte Marie bei Nikolai zu, unterrichtete ihn im Russischen und in der Musik und sprach mit Dessal. Die übrige Zeit verbrachte sie mit Büchern, mit ihrer alten Amme, mit Pilgerinnen, welche zuweilen durch die Hintertür zu ihr kamen. Während des ganzen Juli war der Fürst außerordentlich tätig und erschien wie neu belebt. Er legte noch einen neuen Garten an und baute ein neues Gebäude für Hofsleute. Marie war beunruhigt darüber, dass er wenig schlief und seine Gewohnheit in seinem Kabinett zu übernachten ganz aufgab. Jeden Tag hatte er eine andere Schlafstelle. Bald befahl er sein Feldbett in der Galerie aufzuschlagen, bald schlummerte er unausgekleidet auf einem Divan oder in einem Lehnstuhl, während sein Bursche Petruschka, aber nicht Mademoiselle Bourienne ihm vorlas, Bald übernachtete er wieder im Speisezimmer. Am 1. August kam ein neuer Brief vom Fürsten André. In seinem ersten Brief, bald nach seiner Abreise, hatte er seinen Vater um Verzeihung gebeten für das, was er sich ihm zu sagen erlaubt hatte. Darauf hatte der alte Fürst ihm einen freundlichen Brief geschrieben und die Französin von sich ferngehalten. Der zweite Brief Andrés aus der Nähe von Witebsk nach der Einnahme dieser Stadt durch die Franzosen. Bestand in einer kurzen Beschreibung des ganzen Feldzuges mit einem Plan, der im Brief aufgezeichnet war, und aus Vermutungen über den ferneren Gang des Feldzugs. In diesem Brief stellte André seinem Vater die Misslichkeit seines längeren Aufenthalts so nahe beim Kriegstheater vor und riet ihm, nach Moskau zu reisen. Bei Tisch erinnerte sich der Alte auf eine Bemerkung des Salles, dass die Franzosen schon Vitebsk eingenommen hätten, an den Brief. Er schreibt über diesen Krieg, sagte der Fürst zu Marie mit jenem verächtlichen Lächeln, mit dem er stets vom Kriege sprach. Es muss sehr interessant sein, bemerkte Deshayes. Der Fürst ist imstande zu wissen. Ach, sehr interessant, sagte Mademoiselle Bourienne. Holen Sie ihn her, wandte sich der alte Fürst an Mademoiselle Bourienne. Sie wissen, auf dem kleinen Tisch unter einem Briefbeschwerer. Mademoiselle Bourienne sprang vergnügt auf. Ach nein, rief er. Geh du, Michael Iwanowitsch. Der Architekt stand auf und ging in das Kabinett, aber kaum war er gegangen, als der alte Fürst sich unruhig umblickte, die Serviette wegwarf und selbst ging. Niemand versteht mich. Alles wird in Verwirrung gebracht. Marie Sal, Mademoiselle Bourienne und selbst der kleine Nikolai blickten sich schweigend an. Der alte Fürst kam mit hastigen Schritten zurück, begleitet von dem Architekten. Er hielt einen Brief in der Hand, den er neben sich auf den Tisch legte und während des Essens niemand zu lesen gab. Als er in den Salon ging, gab er Marie den Brief, breitete vor sich den Plan zu einem neuen Bauwerk aus und befahl ihr laut zu lesen. Nachdem Marie den Brief gelesen hatte, blickte sie fragend ihren Vater an, aber er schien ganz in den Plan vertieft zu sein. Was denken Sie darüber, Fürst? erlaubte sich Dessal zu fragen. Ich ich? sagte der alte, ohne die Augen von dem Plan abzuwenden. Es kann wohl sein, dass der Kriegsschauplatz sich uns nähert. »Ha, <laughs> Kriegsschauplatz! Ich habe es immer gesagt, der Kriegsschauplatz ist Polen und der Feind wird nicht weiter vordringen als bis zum Niemen. Deshalb blickte verwundert den Fürsten an, der vom Niemen sprach, während der Feind schon am Jepper war. Aber Marie hatte die geografische Lage des Niemen vergessen und hielt für richtig, was ihr Vater sagte. Wenn der Schnee auftaut, werden sie in den polnischen Sümpfen ertrinken. Bennigsen hätte müssen früher in Preußen eindringen, dann hätte die Sache eine andere Wendung bekommen. Aber Fürst, bemerkte Deshalb schüchtern, in dem Brief ist von. Wie die Rede? Im Brief? Ja, ja, sagte der Alte. Sein Gesicht nahm plötzlich einen finsteren Ausdruck an. Ja, er schreibt, die Franzosen seien geschlagen worden. Bei welchem Flusse? Deshalb blickte wieder erstaunt auf davon schreibt der fürst nichts bemerkte er leise nichts nun ich habe es doch nicht selbst erdacht ein langes schweigen trat ein ja ja nun michail iwanowitsch sagte er plötzlich auf den plan deutend wie willst du das abändern der architekt ging zum plan der alte sprach mit ihm darüber und darauf verließ er das zimmer mit einem bösen blick auf marie und dessal marie sah den verwunderten und besorgten blick Dessal, den er nach ihrem Vater richtete und war verwundert darüber, dass ihr Vater den Brief auf dem Tisch vergessen hatte, aber sie fürchtete sich deshalb über die Veranlassung seines sorgenvollen Schweigens zu befragen. Am Abend kam der Architekt mit dem Auftrag vom Fürsten, den Brief Andres zu holen, den er vergessen hatte. Marie reichte ihm den Brief und fragte, was ihr Vater mache. Er hat immer viele Sorgen, erwiderte der Architekt mit einem höflich-spöttischen Lächeln. Marie erbleichte, als sie dies bemerkte. Er ist jetzt sehr beschäftigt mit dem Bau des neuen Gesindehauses. Wir haben ein wenig gelesen. Jetzt beschäftigt er sich mit seinem Testament. In letzterer Zeit beschäftigte sich der alte Fürst viel mit Papieren, die er nach seinem Tod hinterlassen wollte und die er sein Testament nannte. Und Alpatitsch wird nach Smolensk gesandt? fragte Marie. Jawohl, er wartet schon lange. Kapitel 152. Lisiguri das Gut des Fürsten Bolkonski lag 60 Werst von Smolensk und drei Werst von der großen Heerstraße nach Moskau. An demselben Abend, als der Fürst seinen Diener Alpatitsch mit verschiedenen Aufträgen nach Smolensk absandte, ließ sich Dessal bei der Fürstin Marie melden. Um ihr zu sagen, da der Fürst nicht ganz gesund sei und keinerlei Maßregeln für seine Sicherheit ergreife, während aus dem Briefe des Fürsten André zu ersehen sei, dass ein längerer Aufenthalt in Lisigori nicht ungefährlich sei, so rate er ihr höflich, selbst einen Brief an den Gouverneur von Smolensk durch Alpatitsch zu senden, mit der Bitte, ihr Nachsicht zu geben über die Lage der Dinge und über die etwa vorhandene Gefahr für Lisigori. De schrieb für die Fürstin Marie den Brief an den Gouverneur, den sie unterschrieb und Alpatitsch übergab mit dem Auftrag, ihn dem Gouverneur selbst zu übergeben und im Fall Gefahr vorhanden sei, so schnell als möglich zurückzukehren. Nachdem Alpatitsch endlich alle Aufträge erhalten hatte, ergriff er Mütze und Stock und bestieg in Gegenwart aller Hofleute eine leichte Kibitka mit einem munteren Dreigespann und fuhr ab. Unterwegs begegnete und überholte Alpatitsch Wagenzüge und Truppen. Als er Smolensk erreichte, hörte er in der Ferne Schüsse. Indessen seit 30 Jahren war Alpatitsch nur gewohnt, dem Willen des Fürsten zu folgen. Alles, was sich nicht auf die Erfüllung eines Befehls des Fürsten bezog, interessierte ihn nicht und existierte nicht für ihn. Am Abend des 4. August kam Alpatitsch in Smolensk an und kehrte jenseits des Dnjepr, in der Vorstadt in einem Gasthof eines gewissen Fererra Pontoff ein, wie schon seit vielen Jahren. Er war ein dicker, schwarzhaariger, vierzigjähriger Bauer mit rotem Gesicht und dicken Lippen. Ferra Pontoff stand in Hemdärmeln vor seinem Laden an der Straße. Als er Alpertitsch erblickte, kam er ihm entgegen. Willkommen, Jakob Alpatitsch, sagte der Wirt. Das Volk läuft fort aus der Stadt, und du kommst herein. Warum fort? fragte Alpatitsch. Ich sage auch, das Volk ist dumm. Alles fürchtet sich vor den Franzosen. Altweibergeschwätz, knurrte Alpatitsch. Das meine ich auch, Jakob. Ich sage dir, es ist ja ein Befehl erlassen worden, den Franzosen nicht einzulassen. Aber jetzt verlangen die Bauern schon drei Rubel für eine Fuhre. Alpatitsch hörte zerstreut zu, verlangte ein Samovar und Heu für die Pferde, trank Tee und legte sich schlafen. Die ganze Nacht über zogen Truppen vorüber. Am anderen Morgen legte Alpatitsch eine Jacke an, die er nur in der Stadt trug und ging aus, um seine Aufträge zu besorgen. Es war ein sonniger Morgen und schon um acht Uhr früh war es heiß. Ein kostbarer Tag für die Ernte, sagte er. Vom frühen Morgen an hörte man von der Stadt Gewehrfeuer und Kanonendonner. Die Straßen waren voll Soldaten, Droschken fuhren hin und her wie gewöhnlich und die Krämer standen müßig vor ihren Läden. Alpatitsch besorgte seine Aufträge bei verschiedenen Behörden, auf der Post und beim Gouverneur. Überall sprach man vom Krieg und vom Feind, der vor der Stadt stand. Vor dem Hause des Gouverneurs stand eine Volksmenge, und der Reisewagen des Gouverneurs, der ihn erwartete, von einer Anzahl Kosaken begleitet. Vor dem Eingang begegnete er zwei Herren, von denen er den einen, einen früheren Beamten, kannte. Das ist kein Spaß, sagte dieser heftig. Für einen Unverheirateten ist es etwas anderes. Er hat nur für sich zu sorgen. Aber wenn man 13 Kinder hat und das ganze Vermögen in Gefahr ist, ist es erhört, dass die Behörde die Sache so weit kommen lässt? Hängen müsste man sie. Aber beruhigen Sie sich doch. Man hört sie. Das ist mir gleichgültig. Jeder kann es hören. Oho, Jakob Alpatitsch, was machst du hier? Ich komme auf Befehl seiner Exzellenz zum Gouverneur, erwiderte Alpatitsch mit einiger Würde indem er die Hand in die Weste steckte, wie immer, wenn er von seinem Herrn sprach. Ich soll mich erkundigen, wie die Sachen stehen. Gehe nur hinein und erkundige dich. Du wirst bald erfahren, dass kein Wagen mehr zu finden ist. Hörst du das Schießen? Nun, da hast du's. Die Schurken haben uns zum Untergang geführt. Albatit stieg die Treppe hinauf. Der Wartesaal war angefüllt von Kaufleuten, Weibern und Beamten. Als die Tür zum Kabinett sich öffnete, erhoben sich alle und drängten vorwärts. Ein Beamter kam mit bestürzter Miene heraus, sprach einige Worte mit einem Kaufmann und rief einen anderen Beamten, der ein Kreuz um den Hals trug, herbei. Dann verschwand er mit ihm, ohne auf die Fragen, die von allen Seiten an ihn gerichtet wurden, zu antworten. Alpatitsch drängte sich in die vordere Reihe und als derselbe Beamte wieder erschien, reichte er ihm seine zwei Briefe und steckte die Hand wieder in seine Weste. An den Herrn Baron Asch von dem General Fürsten Bolkonski sagte er mit so feierlicher Würde, dass der Beamte die Briefe sogleich zum Gouverneur hineinbrachte. Wenige Augenblicke darauf wurde Alpatitsch gerufen. Sage dem Fürsten, begann der Gouverneur hastig, ich wisse nichts und hören Instruktionen zufolge, da nimm das, erreichte ihm ein bedrucktes Blatt. Der Fürst ist leidend, ich rate ihm nach Moskau zu ziehen. Ich selbst gehe dahin, sage ihm auch, ich habe nicht, aber er wurde unterbrochen. Ein mit Staub und Schweiß bedeckter Offizier stürzte in das Zimmer und sagte einige französische Worte zu dem Gouverneur, dessen Miene darauf Schrecken ausdrückte. Nun geh, geh, sagte er zu Alpatitsch mit einem Kopfnicken. Alpatitsch ging, begleitet von den unruhigen Blicken der Wartenden. Er kehrte eilig in seinen Gasthof zurück und horchte jetzt gespannt auf das Gewehrfeuer, das näher kam. Auf dem Papier, das er vom Gouverneur erhalten hatte, stand gedruckt, ich kann die Versicherung geben, dass der Stadt Smolensk noch keine Gefahr droht. Ich marschiere von der einen Seite und Fürst Bagration von der anderen auf die Stadt zu, um uns hier am 22. zu vereinigen, und die Armeen werden dann vereint das ihnen anvertraute Gouvernement verteidigen, bis sie den Feind des Vaterlandes zurückgeworfen haben oder bis kein Soldat mehr übrig bleibt. Sie sehen, Herr Gouverneur, dass Sie die Einwohner Smolensk vollkommen beruhigen können, welche von zwei so tapferen Armeen wie die unsrigen verteidigt werden. Tagesbefehl des Generals Barclay de Tolly an den Gouverneur von Smolensk, Baron Asch, 1812. Das Volk drängte sich unruhig in den Straßen. Fortwährend sah man Wagen, welche mit Möbeln und Habseligkeiten aller Art beladen waren, aus den Höfen der Häuser herauskommen und sich nach den Toren der Stadt zu bewegen. Auch vor dem Laden neben Ferapontos Haus standen einige Wagen. Weiber weinten und nahmen Abschied voneinander. Alpatitsch ging in den Hof und trat mit ungewohnter Eilfertigkeit an seinen Wagen, weckte den Kutscher und befahl, ihm einzuspannen und seine Sachen aus dem Hause herbeizuholen. Aus dem Zimmer des Wirtes hörte man Kinder und Weiber schreien und die grobe, zornige Stimme Ferapontos. Die Köchin kam wie ein gejagtes Huhn herausgelaufen. Er hat sie geschlagen. Die Frau hat er halbtot geschlagen, schrie sie. Warum? fragte Alpatitsch. Weil sie ihn gebeten hat, er soll sie abfahren lassen. Führe mich fort, hat sie gesagt. Lasse mich doch nicht mit meinen Kindern hier sterben. Du siehst ja, alle gehen fort. Warum bleiben wir noch? Nun und dann hat er sie geschlagen. Oh, oh, oh! Alpatitsch verriet wenig Neugierde und ging in das Zimmer, das seine Einkäufe enthielt. Bösewicht. Mörder. schrie in diesem Augenblick ein bleiches, hageres Weib, das mit zerrissenen Kleidern und mit einem Kind an der Brust die Treppe herabgelaufen kam. Feraponto stürzte ihr nach, aber als er Alpatitsch erblickte, hielt er an, zog seine Weste zurecht, gähnte, reckte die Arme und ging mit ihm ins Zimmer. Willst du fort? Ohne zu antworten musterte Alpatitsch seine Einkäufe und verlangte seine Rechnung. Das hat noch Zeit. Aber sage mir doch, was macht der Gouverneur? Was wird jetzt geschehen? Alpatitsch erzählte ihm, was er dort gesehen hatte. Wir werden vielleicht gute Geschäfte machen. Weißt du, Selivanow hat neulich Mehl an die Armee verkauft. Zu neun Rubel den Sack. Willst du Tee? Während man anspannte, trank Alpatitsch mit Ferraponto einige Tassen unter gemütlichem Gespräch über Getreidepreise und Ernteaussichten. Jetzt ist's ruhiger geworden, sagte Feraponto. Wahrscheinlich haben die unsrigen gesiegt. Es ist befohlen worden, den Feind nicht hereinzulassen und dabei bleibt's. Neulich hat der General Plato 18000 Mann ins Wasser geworfen. Alpertitsch bezahlte seine Rechnung, sein Wagen fuhr aus dem Hof hinaus und blieb vor der Hofpforte stehen. Es war Mittag vorüber. Plötzlich wurde ein fernes, seltsames Pfeifen gehört, auf das ein dumpfes Rollen folgte, unter dem die Fenster zitterten. Alpertitsch verließ das Fenster und ging in die Straße hinab. Zwei Männer liefen nach der Brücke zu. Von allen Seiten ertönte jetzt scharfes Pfeifen. Kanonenkugeln fielen mit dumpfem Schlag nieder und dazwischen explodierten Granaten, welche wie ein Regenschauer in die Stadt fielen. Aber die Einwohner achteten noch wenig darauf, das Gewehrfeuer vor der Stadt interessierte sie noch mehr. Das war die Beschießung der Stadt, welche Napoleon befohlen hatte. Seit fünf Uhr morgens feuerten 130 Kanonen unaufhörlich. Die Frau Pherapontos, welche in einer Ecke der Scheune noch immer weinte, verstummte plötzlich und kam hervor, um zu sehen, was der Lärm bedeutete und mit Vorübergehenden zu sprechen. Die Köchin und der Krämer vom nächsten Laden traten zu ihr und alle verfolgten mit Spannung den Lauf der Geschosse, welche über ihre Köpfe wegflogen. Einige Männer gingen lebhaft sprechend vorüber. Welche Gewalt! sagte der eine. Das Dach ist in Späne zerschlagen worden. Gut, dass du beiseite gesprungen bist, sonst hätte dich die Kugel niedergeschlagen, sagte ein anderer. Bald sammelte sich eine kleine Volksmenge, das scharfe Pfeifen der Kugeln und das Brummen der Granaten und Bomben verstärkte sich, aber fast alle Geschosse gingen über die Dächer weg. Endlich stieg Alpertitsch auf seinen Wagen, und der Wirt beobachtete seine letzten Vorbereitungen, während die Köche neugierig herbeikam, um zu hören, was vorging. Was zum Teufel hast du da zu gaffen? schrie er sie zornig an, und sie zog sich erschrocken zurück. In diesem Augenblick ertönte wieder ein scharfes Pfeifen in nächster Nähe. Mitten auf der Straße flammte etwas auf, es folgte ein heftiger Schlag und eine dicke Rauchwolke. Die Köchin fiel stöhnend nieder, Ferraponto lief auf sie zu, während die Weiber und Kinder schrien und sich mit bleichen Gesichtern um die Köchin drängten. Bald war die Straße leer. Die arme Köchin, welcher ein Granatsplitter die Rippen zerbrochen hatte, wurde in die Küche getragen. Alpertitsch, sein Kutscher, sowie die Frau und Kinder Firapontos flohen erschreckt in den Keller. Unaufhörlich hörte man Kanonendonner und das Pfeifen der Granaten. Die Frau Firapontos versuchte vergebens, ihre Kinder zu beruhigen und fragte angstvoll nach ihrem Mann. Er sei in die Kirche gegangen, sagte man. Das Volk wolle eine Prozession mit dem wundertätigen Bild der heiligen Jungfrau veranstalten. Gegen Abend ließ der Kanonendonner etwas nach. Der Abendhimmel war von Rauch verhüllt, welchen zuweilen die silberne Mondsichel mit ihren Strahlen durchdrang. Auf den beständigen Kanonendonner folgten einige Minuten Stille, dann vernahm man Schritte einer großen Menschenmasse und Geschrei und bald darauf auch das unheimliche Krachen einer Feuersbrunst. Die arme Köchin war verstummt. Soldaten liefen vorüber, nicht mehr in einzelnen Gruppen, sondern wie Ameisen, welche in ihrem Bau gestört wurden. Einige traten in den Hof des Gasthauses ein, um ein Regiment vorüberzulassen, das sich plötzlich hier umgewendet hatte. Albertitsch war aus dem Keller heraufgekommen und stand vor der Pforte. Die Stadt wird vom Feind eingenommen. Fort. fort. rief ihm ein Offizier zu. Keiner soll in die Häuser gehen, schrie er zornig. Albertitsch rief seinen Kutscher und befahl ihm aufzusteigen. Die ganze Familie Ferapontos kam in den Hof. Als die Weiber die düstere Glut der Feuersbrunst sahen, brachen sie in Klagegeschrei aus, das sogleich von der Straße her beantwortet wurde. Endlich war alles fertig und Albertitsch fuhr langsam ab. Ein Dutzend Soldaten waren in Ferapontos Laden eingedrungen und füllten große Säcke mit Mehl, um sie fortzutragen. Der Eigentümer wollte sich zuerst auf sie stürzen, dann aber fuhr er mit den Händen in die Haare und rief mit tollem Lachen, Nehmt es fort, Kinderchen, damit es nicht diese Teufel erwischen. Damit begann er selbst Säcke auf die Straße hinauszuwerfen. Russland ist verloren, schrie Firaponto Alpatitsch nach. Ich werde das Haus auch anzünden. Er lief wie wahnsinnig in den Hof. Die Straße war von einem dichten Gedränge erfüllt, dass Alpatitsch nicht vorwärts kommen konnte. Er erwartete wie die Frau und Kinder Firapontows auf einem kleinen Wagen einen günstigen Augenblick. Schon glänzten die Sterne am Himmel, als sie endlich im Schritt den Djepr erreichten, hier aber mussten sie wieder anhalten, da der Weg von Soldaten und Wagen eingenommen war. Die Trümmer eines Hauses und einiger kleiner Läden brannten noch, immer wieder flackerte die erlöschende Flamme neu empor und beleuchtete die erschreckten Gesichter der Menge. Alpatitsch, rief eine bekannte Stimme. Väterchen, Exzellenz. Rief er mit Erstaunen seinen jungen Herrn erkennend. Was machst du hier? fragte Fürst André auf seinem schwarzen Pferd. Ach, Exzellenz, rief Alpatitsch in Tränen ausbrechend. Ich, ich, sind wir denn verloren? Was machst du hier? wiederholte der Fürst. Alpatitsch erzählte in wenigen Worten seine Erlebnisse. Aber sind wir denn verloren, Exzellenz? wiederholte er. Fürst André zog sein Taschenbuch hervor. Riss ein Blatt aus und schrieb mit einem Bleistift einige Worte an seine Schwester. Smolensk wird geräumt. In acht Tagen wird der Feind in Lisigori sein. Verlasst es sogleich und geht nach Moskau. Schicke mir sofort durch einen Boten nach Usjesch Nachricht, dass ihr abgereist seid. Kaum hatte er Albertitsch diesen Zettel übergeben und noch einige mündliche Aufträge hinzugefügt, als ein starkes Krachen ertönte und das Feuer plötzlich erlosch, während dicke Rauchwolken sich erhoben. Das Dach war zusammengestürzt. Bald flammte das Feuer mit neuer Wut auf und beleuchtete alle die bleichen, müden Gesichter umher. Hurra! Hurra! schrie ein Mann, der den Arm erhob. Es ist geschehen, Kinderchen! Es ist geschehen, Kinderchen! Seht, wie es brennt! Das ist der Eigentümer, flüsterten einige Stimmen. Also, höre, Albertitsch, fuhr Fürst André fort, richte das pünktlich aus! Kapitel 153. Die Truppen setzten den Rückzug von Smolensk aus fort, vom Feind verfolgt. Am 10. August kam das Regiment des Fürsten André in der Nähe von Lisigori an. Eine drückende Hitze und Trockenheit herrschte schon seit drei Wochen. Das Getreide, welches nicht geschnitten wurde, vertrocknete auf dem Feld und vergebens suchten die Kühe vor Hunger brüllend einige Gräschen auf den Feldern und an den ausgetrockneten Teichen. Auf den staubigen Straßen marschierten die Truppen in dichten Staubwolken von Tagesanbruch an, Wagen und Kanonen fuhren in der Mitte der Straßen, während die Infanterie sich an den Seiten hielt. Der Staub drang in die Nase, Augen und Lungen von Menschen und Tieren. Die Sonne war wie eine feurige Kugel durch den dichten staubigen Dunst sichtbar. In allen Dörfern stürzten die Leute nach den Brunnen und schlugen sich um einen Tropfen schmutzigen Wassers. Fürst André suchte nach Kräften für sein Regiment zu sorgen, aber jetzt erschien ihm alles in einem düsteren Licht. Smolensk hätte man nach seiner Ansicht verteidigen können und müssen. Sein Vater war krank und zur Flucht gezwungen aus diesem Lisiguri, das der alte Fürst gebaut hatte, und dass er über alles liebte. Zum Glück wurde Fürst André durch die Sorge für sein Regiment von diesen düsteren Gedanken abgezogen. Rasch näherten sich die Franzosen Moskau. Thiers, der Geschichtsschreiber Napoleons, suchte die Fehler seines Helden zu verdecken, indem er behauptet, er sei gegen seinen Willen bis vor Moskau geführt worden, als ob die Ereignisse dieser Welt von dem Willen eines einzigen Menschen abhängen. Unsere Geschichtsschreiber hätten mit demselben Recht behaupten können, Napoleon sei durch die Geschicklichkeit unserer Generale nach Moskau gelockt worden. Napoleon sei durch die Geschicklichkeit unserer Generale nach Moskau gelockt worden. Der Verlauf des Krieges aber wird nicht von einem einzigen Willen gelenkt, sondern er ist das Resultat der Reibung und des Zusammenstoßes von tausend verschiedenen Willen und Leidenschaften, welche daran beteiligt sind. Nachdem Napoleon Smolensk verlassen hatte, versuchte er vergebens bei Dorobusch, an der Viesma, dann bei Sarevo samitschische den Feind einzuholen und zum Stehen zu bringen. Verschiedenen Umständen zufolge konnten die Russen erst bei Borodino, erst 112 Werst vor Moskau, eine Schlacht annehmen. In Viesma gab Napoleon Befehl, gerade auf Moskau, die asiatische Hauptstadt des Großen Reichs, zu marschieren. Moskau mit seinen zahllosen Kirchen erregte seine Fantasie. Er verließ Viesma auf seinem kleinen, Isabella-farbigen Pferd, begleitet von seiner Garde, seinen Adjutanten und Pagen. Berthier, der Generalstabschef, war zurückgeblieben, um einen russischen Gefangenen durch einen Dolmetscher verhören zu lassen und holte dann mit freudestrahlendem Gesicht seinen Herrn wieder ein. »Was gibt es?« fragte Napoleon. »Ein Kosak, den man gefangen hat, sagt, die Truppen Platows vereinigen sich mit der Hauptarmee und Kutusow sei zum Obergeneral ernannt worden. Der Bursche ist sehr gesprächig und scheint intelligent zu sein. Napoleon lächelte, befahl dem Kosaken ein Pferd zu geben und ihn herzuführen, um das Vergnügen zu haben, ihn selbst zu verhören. Einige Adjutanten galoppierten davon, um den Befehl auszuführen. Und einen Augenblick darauf erschien unser alter Bekannter Lawruschka, Rostows Diener, im Anzug eines Offizierburschen zu Pferd auf einem französischen Kavalleriesattel. Napoleon ließ ihn neben sich reiten, um ihn zu befragen. Du bist Kosak? fragte er. Ja, Euer Wohlgeboren. Der Kosak wusste nicht, in welcher Gesellschaft er sich befand, denn das einfache Wesen Napoleons entsprach nicht seiner Vorstellung von einem Selbstherrscher, erzählt Monsieur Thiers, und sprach mit der größten Zutraulichkeit über den Krieg. Lavrushka war etwas angetrunken, er war am Tage vorher von seinem Herrn durchgeprügelt worden, weil er nicht rechtzeitig für Mittagessen gesorgt hatte. Deswegen war er in ein Dorf gegangen, um Hühner zu stehlen, und war dabei von den Franzosen erwischt worden. Lavruschka hatte viel in seinem Leben gesehen und war eine jener dreisten, aufgeweckten Naturen, welche stets zu allen möglichen Verlogenheiten und Täuschungen bereit sind. Er hatte Napoleon sofort erkannt und suchte sich dessen Gunst zu sichern, ohne sich im geringsten einschüchtern zu lassen. Er erzählte, was er von seinen Kameraden gehört hatte. Aber als Napoleon ihn fragte, ob die Russen Bonaparte zu besiegen glaubten, witterte er eine Schlinge in dieser Frage und überlegte mit zusammengezogenen Augenbrauen. Wenn es bald eine Schlacht gibt, erwiderte er, dann ist es möglich. Aber wenn drei Tage vorübergehen, ohne dass es zur Schlacht kommt, so zieht es sich in die Länge. Dieser sibyllinische Ausspruch wurde vom Dolmetscher dem Kaiser übersetzt wie folgt. Wenn die Schlacht vor Ablauf von drei Tagen geliefert werde, so werden die Franzosen gewinnen, aber wenn sie später stattfinde, so könne Gott wissen, wie es kommen werde. Napoleon, der sich in vortrefflicher Laune befand, hörte dieses Orakel ohne zu lachen an und ließ es sich wiederholen. Lavruschka bemerkte es und stellte sich noch immer, als ob er nicht wisse, mit wem er spreche. Wir wissen wohl, dass ihr einen großen Napoleon habt, der die ganze Welt besiegt hat, aber bei uns wird ihm das nicht so leicht werden, sagte er. Die Antwort des Kosaken machte den Kaiser lachen, erzählt Monsieur Thiers. Er machte einige Schritte vorwärts, lachend sagte er zu Berthier, er wünsche den Eindruck zu sehen, den auf diesen Steppensohn die Nachricht machen werde, dass er mit dem Kaiser spreche, mit demselben Kaiser, der auf die Pyramiden seinen siegreichen Namen geschrieben hatte. Als man das Lavruschka sagte, erriet dieser sogleich, dass Napoleon erwarte, ihn vor Schrecken starr zu sehen, und spielte seine Rolle sehr gut. Er verdrehte die Augen und machte ein ganz verdutztes Gesicht mit dem Ausdruck, der ihm gewohnt war, wenn er zur Strafe für irgendein Vergehen einige Rutenstreiche erhalten sollte. Napoleon beschenkte ihn, entließ ihn und setzte seinen Weg fort, nur von dem Gedanken an dieses Moskau erfüllt, während Lawrushka zu dem Vorposten zurückkehrte und über die fantasievolle Geschichte nachdachte, die er seinen Kameraden erzählen wollte. Es genügte ihm nicht, nur die einfache Wahrheit zu erzählen. Lawrushka kam am Abend bei seinem Regiment an, in dem Augenblick, wo Rostov zu Pferde stieg, um mit Ilin einen Streifzug in der Umgebung zu machen. Lawrushka erhielt den Befehl, ihnen zu folgen. Kapitel 154 die Fürstin Marie befand sich nicht in Moskau in Sicherheit, wie Fürst André glaubte. Als Alpatitsch aus Molensk zurückkam, erwachte der Fürst wie aus einer Betäubung. Er versammelte den Landsturm und schrieb dem Obergeneral, er sei entschlossen, in Lisiguri zu bleiben und es aufs Äußerste zu verteidigen, und er überlasse es ihm, Maßregeln zum Schutze eines Ortes zu ergreifen, wo einer der ältesten russischen Generale gefangen genommen oder getötet werden werde, oder nach seinem Belieben dies zu unterlassen. Dann kündigte er feierlich dem ganzen Hause seine Absicht an, Lisigori nicht zu verlassen. Seine Tochter sollte den kleinen Fürsten nach Boguchurowo mit sich nehmen, und er traf sogleich Anordnungen für ihre Abreise mit dessalle Die Fürstin Marie war durch diese fieberhafte Tätigkeit beunruhigt und konnte sich nicht entschließen, den alten Fürsten allein zu lassen. Zum ersten Mal in ihrem Leben erlaubte sie sich, ungehorsam zu sein. Ihre Weigerung abzureisen hatte eine sehr heftige Szene zur Folge. Der alte Fürst überhäufte sie mit den schrecklichsten Vorwürfen. Sie habe sein Dasein vergiftet, ihn mit seinem Sohn entzweit und ihn abscheulich verleumdet, schrie er. Sie solle sein Zimmer verlassen und machen, was sie wolle. Er wolle sie nicht mehr kennen und sie solle sich vor seinen Augen nicht wieder zeigen. Die Fürstin Marie war froh, dass sie nicht mit Gewalt in einen Wagen gesetzt und fortgefahren wurde, und sah darin einen unverkennbaren Beweis dafür, dass ihr Entschluss, bei ihm zu bleiben, ihn sehr befriedigte. Am Tage nach der Abreise seines Enkels zog der alte Fürst seine große Uniform an und machte sich auf den Weg, den Obergeneral aufzusuchen. Sein Wagen war vorgefahren. Marie bemerkte, wie er, ganz mit Orden bedeckt, nach einer Allee des Gartens ging, um dort die Bauern und die Dienerschaft, die er bewaffnet hatte, zu besichtigen. An ihrem Fenster sitzend hörte sie gespannt auf die Befehle, die er gab, als plötzlich einige Leute mit bestürzten Gesichtern auf das Haus zugelaufen kamen. Sie eilte sogleich hinaus in die Allee und erblickte einen Haufen von Bauern und inmitten derselben den alten Fürsten, welcher, unterstützt von einigen Leuten, sich mühsam nach dem Hause schleppte. Als sie näher kam, war sie tief ergriffen. Seine harte, entschlossene Miene hatte einen Ausdruck von Kraftlosigkeit und Unterwürfigkeit angenommen. Beim Anblick seiner Tochter bewegte er seine Lippen, aus welchen raue, unverständliche Töne hervorkamen. Man trug ihn in sein Kabinett und legte ihn auf den Divan. Der Arzt, welcher aus der Stadt geholt wurde, pflegte ihn die ganze Nacht und erklärte, die rechte Seite sei durch einen Schlag gelähmt worden. Der Aufenthalt in Lisiguri wurde mit jedem Augenblick gefährlicher. Deshalb ließ Marie den Kranken nach Bogutscharowo bringen und schickte ihren Neffen nach Moskau unter der Obhut von Dessal. Der alte Fürst brachte drei Wochen im Hause seines Sohnes zu, immer in demselben Zustand. Er lag regungslos in halber Bewusstlosigkeit da und murmelte zuweilen unverständliche Worte. Es war nicht zu verstehen, ob er von Familienangelegenheiten oder von politischen Ereignissen sprechen wollte. Der Arzt sagte, diese Aufregung habe nichts zu bedeuten und rühre von physischen Ursachen her, aber die Fürstin Marie war vom Gegenteil überzeugt, und die Unruhe, die der Kranke zeigte, wenn sie zugegen war, bestärkte sie darin. Es war keine Hoffnung auf Genesung mehr, und es war unmöglich, ihn weiterzubringen, da man befürchtete, dass er unterwegs sterben würde. Wäre das Ende nicht besser als dieser Zustand? fragte sich zuweilen Marie. Zu ihrem Schrecken konnte sie sich nicht verhehlen, dass alle ihre Hoffnungen, die sie seit so vielen Jahren vergessen hatte, plötzlich wieder erwachten, dass sie an ein unabhängiges Leben voll neuer Freude, frei von dem Joch der väterlichen Tyrannei dachte. Die Möglichkeit zu lieben und endlich das eheliche Glück zu genießen, schwebte ihr beständig in ihrer Einbildungskraft vor, wie Dämonen der Versuchung. Dann war das Gebet ihr einziger Trost. Jetzt war auch der Aufenthalt in Bogucherovo nicht mehr ungefährlich, die Franzosen näherten sich und ein benachbartes Gut war bereits von Plünderern heimgesucht worden. Der Arzt bestand darauf, den Kranken fortzubringen, der Adelsmarschall schickte einen seiner Leute, um die Fürstin Marie zu schneller Abreise zu mahnen. Auch der Landpolizeimeister kam persönlich, um ihr mitzuteilen, dass die französischen Truppen schon auf 40 Werst nahe gekommen seien. In den Dörfern seien schon feindliche Proklamationen verbreitet worden und er könne für nichts und er könne für nichts stehen, wenn sie nicht sofort abreisen würde. Sie entschloss sich endlich am 15. September abzureisen. Die Vorbereitungen hatten sie den ganzen 14. beschäftigt und sie verbrachte die folgende Nacht wie gewöhnlich ohne sich zu entkleiden in einem Zimmer neben dem ihres Vaters. Sie konnte nicht schlafen und näherte sich immer wieder der Tür, um zu horchen. Sie hörte, wie er stöhnte, während Tichon und der Arzt seine Lage veränderten. Noch nie zuvor hatte sie so tiefes Mitleid empfunden. Eine Veränderung war in ihr vorgegangen, jetzt fürchtete sie, ihn zu verlieren, und erinnerte sich an zahlreiche Beweise seiner Zuneigung für sie während der gemeinschaftlich verlebten langen Jahre. Sie verscheuchte die Phantasiebilder ihres zukünftigen Lebens wie Einflüsterungen des bösen Geistes. Endlich, als sie kein Geräusch bei dem Kranken mehr hörte, schlief sie erschöpft bis zum Morgen. Also immer dasselbe, sagte sie sich erwachend. Was wünsche ich denn? Seinen Tod, rief sie mit Abscheu. Sie kleidete sich hastig an, betete und ging auf die Terrasse hinaus. Man spannte die Pferde an den Wagen und lud die letzten Sachen auf. Es war mildes Wetter. Der Arzt näherte sich der Fürstin. Er sieht heute Morgen etwas besser aus. Ich habe sie gesucht. Man kann ihn ein wenig verstehen. Kommen Sie, er fragt nach Ihnen. Der Kranke lag aufgerichtet, von Kissen unterstützt. Marie näherte sich ihm und küsste seine Hand. Die linke Hand ihres Vaters drückte sogleich die ihrige. Augenscheinlich hatte er sie erwartet. Erschreckt blickte sie ihn an. Was wünschte er? Er beruhigte sich sogleich und machte eine verzweifelte Anstrengung zu sprechen. Die Zunge bewegte sich etwas, es folgten einige unverständliche Laute, und endlich sprach er einige Worte, indem er seine Tochter bittend und furchtsam ansah. Mehrmals wiederholte er dieselben Silben, aber es war unmöglich, sie zu verstehen. Endlich glaubte der Arzt zu erraten, dass er fragte, ob sie Furcht habe, und wiederholte dies laut, aber der Kranke schüttelte verneinend den Kopf. Ich denke immer an dich, sagte er endlich beinahe deutlich. Ich habe dich die ganze Nacht gerufen. Wenn ich gewusst hätte, erwiderte sie. Hast du nicht geschlafen? fragte er. Nein, erwiderte sie. Mein Seelchen, murmelte er, mein Seelchen. Sie konnte das Wort kaum verstehen, aber sein Blick sagte ihr, dass er einen zärtlichen Ausdruck ausgesprochen hatte, was nie bei ihm vorgekommen war. Warum bist du nicht gekommen? Und ich habe seinen Tod gewünscht, sagte sie zu sich selbst. Danke, meine Tochter, meine Freundin, danke für alles. Vergib, danke. Zwei Tränen glänzten in seinen Augen. Schreibe André, er soll kommen. Ich habe einen Brief von ihm erhalten, erwiderte Marie. Wo ist er denn? fragte der Fürst erstaunt. Bei der Armee, bei Smolensk. Lange schwieg er. Dann öffnete er die Augen. Ja, sagte er langsam und deutlich. Russland ist verloren. Sie haben es zugrunde gerichtet. Und er schluchzte. Er machte mit der Hand eine Bewegung, deren Sinn Tichon verstand. Er wischte ihm die Tränen ab. Während der alte Fürst von seinem Sohn, vom Krieg, vom Kaiser sprach, zornig die Augenbrauen zusammenzog und seine heisere Stimme immer lauter wurde, war er plötzlich von einem zweiten und letzten Schlag gerührt worden. Das Wetter hatte sich aufgeheitert, die Sonne strahlte in ihrer ganzen Pracht, aber Marie sah nichts, vermochte an nichts zu denken. Ihr einziges Gefühl war eine verdoppelte Zärtlichkeit für ihren Vater, den sie nie so geliebt hatte wie in diesem Augenblick. Sie stieg die Treppe von der Terrasse hinab und schritt rasch durch die Lindenallee nach dem Teich. Ja, ich habe seinen Tod herbeigewünscht, sagte sie laut in heftiger Aufregung, um Ruhe zu finden. Sie ging durch den Garten, und als sie wieder zum Hause zurückkam, sah sie, wie Mademoiselle Bourienne mit einem Unbekannten ihr entgegenkam. Es war der Adelsmarschall, welcher ausdrücklich gekommen war, um Marie die Notwendigkeit sofortiger Abreise dringend vorzustellen. Sie hörte ihn an, ohne zu verstehen, lud ihn ein, in den Speisesaal zu treten und zu frühstücken. Sofort aber erhob sie sich wieder aufgeregt und unruhig, entschuldigte sich und eilte in das Zimmer ihres Vaters. Der Arzt erschien an der Schwelle. Sie können nicht eintreten, Fürstin, gehen Sie, sagte er mit Entschiedenheit. Sie kehrte in den Garten zurück und setzte sich an den Rand des Teiches. Man konnte sie dort vom Hause aus nicht bemerken. Sie wusste nicht, wie lange Zeit sie dort gesessen hatte, bis sie endlich plötzlich aus ihrer Träumerei erweckt wurde durch Schritte, die sich auf dem Kiesweg näherten. Es war Dunjascha, ihre Kammerzofe, die man nach ihr ausgesandt hatte. Kommen Sie, rief sie, der Fürst. Gleich, gleich, erwiderte Marie und eilte auf das Haus zu. Fürstin, sagte der Arzt, der sie am Eingang erwartete, der Wille Gottes ist erfüllt. Fassen Sie sich. Es ist nicht wahr. Lassen Sie mich. rief sie in heftiger Angst. Der Arzt suchte sie zurückzuhalten, aber sie drängte sich vorüber. Warum hält man mich zurück? Warum diese erschreckten Gesichter? Sie trat in das Zimmer ihres Vaters. Die alte Amme und noch einige Frauen, die das Bett umgaben, traten bei ihrem Anblick zurück, und sie erblickte das strenge, aber ruhige Gesicht des Toten. Nein, es ist nicht möglich, rief sie. Sie überwand ihren Schrecken, näherte sich dem Totenbett und drückte ihre Lippen auf die Wange ihres Vaters. Aber bei dieser Berührung zitterte sie und schrak zurück. Alle Liebe, die sie empfunden hatte, war verschwunden und einem Gefühl des Abscheus und der Furcht gewichen. Er ist nicht mehr, er ist nicht mehr, und an seiner Stelle ist etwas Schreckliches, ein entsetzliches Geheimnis erschien, das mich zurückstößt und erstarren macht, murmelte sie. Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen und fiel bewusstlos in die Arme des Arztes, der ihr gefolgt war. Der Leichnam wurde gewaschen und mit seiner Uniform bekleidet, und alle Orden wurden auf einem kleinen Tisch neben der Leiche niedergelegt. Wie durch Zauberei war der Sarg am Abend bereit, man bedeckte ihn mit dem Leichentuch, Kerzen wurden angezündet, man streute Wacholderzweige auf den Fußboden aus, und der Diakon begann Psalmen zu lesen. Viele Nachbarn und sogar Fremde waren gekommen und umgaben den Sarg, zitternd wie Pferde, welche schnauben und sich bäumen beim Anblick eines toten Pferdes. Der Adelsmarschall, der Dorfälteste und die Dienstleute des Hauses bekreuzigten und verbeugten sich mit starren Augen und schreckerfüllten Gesichtern vor dem Sarg und küssten die kalte, steife Hand des Fürsten. Kapitel 155 Bogucharovo war bei seinem alten Herrn niemals beliebt gewesen. Die Bauern dieses Gutes waren verschieden von denen in Lisigori in ihrer Sprache, Kleidung und ihren Sitten. Sie nannten sich Steppenbewohner. Der Fürst schätzte sie als fleißige Arbeiter und ließ sie oft nach Lisigori zur Ernte kommen. Aber er liebte sie nicht, wegen ihres scheuen Wesens. Die Reformen des Fürsten André während seines Aufenthaltes in Bogucharovo. Die Hospitäler und Schulen, die er erbaut hatte, die Verminderung der Fronabgaben hatten ihr scheues Wesen nicht gemildert. Seltsame Gerüchte fanden bei ihnen immer Glauben. Bald erzählte man, die ganze Bevölkerung sei den Kosaken zugeschrieben worden. Man werde eine neue Religion bei ihnen einführen. Oft sprachen sie auch von der Freiheit, die der Kaiser Paul im Jahre 1707 ihnen gegeben und welche die Herren wieder weggenommen hätten. Der Krieg mit Napoleon und der feindliche Einfall hatte sich mit ihren konfusen Ideen vom Antichristen, vom Ende der Welt und von unbegrenzter Freiheit in ihrer Fantasie vermischt. Geheimnisvolle Strömungen des Volkslebens, dessen Quellen uns oft verborgen bleiben, erlangten hier eine ganz besondere Kraft. 20 Jahre früher zum Beispiel waren die Bauern von Burgutscharovo, durch andere verleitet, in Massen ausgewandert wie Zugvögel. Sie zogen nach Südosten, wo es Flüsse geben sollte, deren Wasser beständig warm war. Hunderte von Familien verkauften alles, was sie besaßen und verließen ihre Heimat. Manche hatten sich losgekauft, andere waren entflohen. Viele dieser Unglücklichen wurden grausam bestraft und nach Sibirien geschickt. Andere kamen unterwegs durch Hunger und Kälte um. Die übrigen kamen nach Bogucharovo zurück und die Bewegung hörte auf, wie sie begonnen hatte ohne erkennbare Ursache. Jetzt herrschte eine ähnliche Gärung unter den Bauern. Sie wurden durch geheimnisvolle Einflüsse heftig erregt, die nur eine günstige Gelegenheit erwarteten, um sich mit neuer Heftigkeit zu äußern. Alpatitsch war in Bogutscharowo wenige Tage vor dem Tode des alten Fürsten als Verwalter eingesetzt worden und bemerkte eine gewisse Aufregung unter den Bauern. Es hieß, die Kosaken zerstörten die Dörfer, welche von ihren Einwohnern verlassen wurden, während die Franzosen sie schonten. Alpatitsch wusste auch, dass ein anderer Bauer aus dem benachbarten Städtchen eine französische Proklamation mitgebracht hatte, worin gesagt war, die Franzosen werden alles bar bezahlen. Dabei zeigte er die 100 Rubelscheine vor, welche er für sein Heu erhalten hatte. Er wusste aber nicht, dass das Papiergeld gefälscht war. Was aber das Wichtigste war, Alpatitsch erfuhr, dass die Bauern beschlossen hatten, die verlangten Pferde nicht zu stellen und das Dorf nicht zu verlassen. Und doch war keine Zeit zu verlieren. Seit dreißig Jahren war Dron ältester von Bogotscharow. Dron war eine jener in moralischer wie in physischer Beziehung starken Naturen, welche, einmal erwachsen, siebzig Jahre alt werden, ohne ein weißes Haar, ohne Zähne zu verlieren, ebenso stark und rüstig wie mit dreißig Jahren. Niemals war er krank oder betrunken gewesen niemals war nach harter arbeit und schlaflosen nächten ermüdung an ihm zu bemerken er verstand nicht zu lesen und zu schreiben aber niemals täuschte er sich in seinen rechnungen dieser dron erhielt also von alpatitsch den auftrag zwölf pferde für die wagen der fürstin marie und achtzehn bespannte karren für den transport ihrer sachen zu stellen aber dron erwiderte es seien keine pferde da die einen hätten sie an die krone vermietet und den anderen Bauern seien viele durch Anstrengung und schlechte Nahrung gefallen. Es sei ganz unmöglich, die verlangten Pferde zusammenzubekommen. Erstaunt und aufmerksam betrachtete Alpatitsch Dron. Er war ebenso vortrefflich als Verwalter wie Dron als Ältester und begriff sofort, dass diese Antwort nicht die Ansicht Drons, sondern die der Gemeinde ausdrückte. Höre Dron, sagte er, mach keine Dummheiten. Der Fürst André hat mir befohlen, euch alle fortzuschaffen, damit ihr nicht mit dem Feind gemeinschaftliche Sache macht. Es ist sogar ein kaiserlicher Befehl da, wer bei dem Feind zurückbleibt, ist ein Verräter, verstehst du? Ich verstehe, erwiderte Dron, ohne die Augen aufzuschlagen. Doch Alpertitsch war damit nicht zufrieden. Dron, es wird schlimm, fuhr er fort, ich sage dir, sei nicht eigensinnig. Ich durchschaue dich durch und durch bis drei Ellen unter den Fußboden. Also sage ihnen, sie sollen sich auf den Weg nach Moskau machen, und die Fahrzeuge müssen morgen bereit sein. Was soll ich machen, erwiderte Dron. Die Leute nehmen nicht Verstand, an was ich ihnen auch sagen mag. Gut, also höre. Ich gehe zum Landpolizeimeister und du gehst zu den Bauern und sagst ihnen, sie sollen nicht mehr an solche Dummheiten denken und die Wagen liefern. Gut, erwiderte Dron. Alpatits sprach nicht weiter über die Sache. Er wusste, dass es das beste Mittel war, diese Leute zu regieren, die Möglichkeit eines Widerstandes gar nicht zuzugestehen. Er schien also von Drons anscheinender Fügsamkeit befriedigt zu sein, machte sich aber bereit, ohne ein Wort darüber zu sprechen, die obrigkeitliche Gewalt herbeizurufen. Der Morgen kam, aber die Wagen nicht. Eine lärmende Versammlung vor der Dorfschenke hatte beschlossen, keine Wagen zu liefern und alle Pferde in den Wald zu schicken. Alpertitsch gab Befehl, die Wagen, welche seine Sachen von Lisiguri herübergebracht, abzuladen und seine Pferde für die Fürstin bereitzuhalten. Kapitel 156 Am 17. August machten Rostov und Elin, begleitet von einer Ordonanz und Lavrushka, einen Streifzug in der Nähe von Bogucharovo, um die Pferde zu versuchen, welche Elin gekauft hatte, und um nach Heu in der Nachbarschaft zu suchen. Seit drei Tagen standen die beiden Armeen in gleicher Entfernung von Bogucharovo. Die russischen und französischen Vorposten konnten jeden Augenblick dort zusammentreffen. Rostov wünschte, die Vorräte, welche sich wahrscheinlich dort befanden, für sein Regiment zu sichern. Rostov und Elin versprachen sich überdies in heiterster Laune, sich mit den hübschen Kammerzofen zu amüsieren, welche wahrscheinlich in dem Landhause zurückgeblieben waren. Rostov ahnte nicht, dass dasselbe dem früheren Bräutigam seiner Schwester gehörte. Sie setzten ihre Pferde in Trab und erreichten bald die Scheune, um welche eine Anzahl Bauern sich gesammelt hatte. Einige derselben zogen die Mützen ab, andere gafften sie nur neugierig an. Zwei große, alte Bauern, deren faltige Gesichter einen dünnen Bart trugen, kamen in diesem Augenblick aus der Schenke und näherten sich laut singend den Offizieren. »Wer seid ihr?« fragte der eine Bauer. »Wir sind Franzosen«, erwiderte Elin lachend, »und dieser da ist Napoleon«, er deutete auf ah »Aber ihr seid Russen«, sagte der andere, »seid ihr hier in großer Stärke?« fragte ein anderer. Ja, in sehr großer Stärke, erwiderte Rostow. Aber was macht ihr denn da? Habt ihr heute Feiertag? Die Alten haben heute Gemeindeversammlung, erwiderte der Bauer. In diesem Augenblick kamen zwei Frauen und ein Mann mit einem weißen Hut auf dem Kopf vom Herrenhaus her. Die rosafarbige gehört mir. Wehe dem, der sie anrührt, rief Ilin, als er bemerkte, dass eine der beiden Frauen dreist auf ihn zukam. Dies war Dunjascha. Sie gehört uns, sagte Lavruschka. Indem er Elin ein Zeichen machte. Was wünschen Sie, meine Schöne? fragte Elin lachend. Die Fürstin möchte den Namen ihres Regiments und den ihrigen erfahren. Hier ist der Graf Rostow, Rittmeister, und ich bin Ihr ganz untertänigster Diener. Dunjascha wurde von Alpatitsch begleitet, der schon die Mütze abgenommen hatte. Darf ich wagen, Euer Wohlgeboren zu stören? fragte er, indem er die Hand in seine Weste steckte, mit einem Anflug von Geringschätzung, die wahrscheinlich durch die große Jugend des Offiziers hervorgerufen wurde. Meine Herren, die Tochter des Generals, Fürsten Nikolai Bolkonski, der soeben gestorben ist, befindet sich in einer schwierigen Lage. Infolge der Wildheit dieser Tiere, fügte er hinzu, indem er auf die Menge Bauern deutete, die sie umgab. Sie lässt sie bitten, sie zu besuchen. Es sind nur wenige Schritte. Nun, was geht hier vor? rief Rostov, lachend nach den betrunkenen Bauern hinüberblickend. Ich habe die Ehre, Eurer Exzellenz mitzuteilen, dass diese groben Menschen ihrer Herren nicht erlauben wollen, das Gut zu verlassen, dass sie drohen, die Pferde auszuspannen. Alles ist eingepackt seit heute Morgen. Die Fürstin aber kann sich nicht auf den Weg begeben. Unmöglich, rief Rostov. Es ist die reine Wahrheit, Exzellenz. Rostov stieg vom Pferde, übergab es seiner Ordonnanz und ging mit Alpatitsch auf das Haus zu, indem er ihn nach den Einzelheiten fragte. Es erwies sich, dass Dron sich entschieden auf die Seite der ungehorsamen Bauern gestellt und die Schlüssel dem Verwalter zurückgegeben hatte, sich aber weigerte, vor ihm zu erscheinen. Als die Fürstin befohlen hatte, die Pferde einzuspannen, hatten sich die Bauern zusammengerottet und ihr sagen lassen, sie würden sie wieder ausspannen und sie dürfe nicht abreisen, denn es sei verboten, die Wohnung zu verlassen. Vergebens hatte Alpertitsch versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Dron war unsichtbar, aber ein anderer Anführer, Karp hatte erklärt, sie würden die Abreise der Fürstin nicht zulassen. Sie würde den erhaltenen Befehlen zuwiderlaufen. Aber wenn sie bleibe, so werden sie wie bisher ihr dienen und gehorchen. Die Fürstin hatte jedoch beschlossen, trotz der Vorstellungen von Alpatitsch, der alten Amme und ihrer Dienstleute um jeden Preis abzureisen und befohlen einzuspannen, als plötzlich Rostov und Ilin im Galopp auf der Landstraße herankamen. Alles verlor den Kopf, da man sie für Franzosen hielt. Die Kutscher liefen davon und das ganze Haus war in Verzweiflung. Rostov wurde als Befreier empfangen. Als er in den Salon trat, war Marie im ersten Augenblick kaum imstande zu begreifen, wer er sei. Aber an seinem Äußeren und seinem ganzen Wesen bemerkte sie sogleich, dass er der feinen Gesellschaft angehörte. Welche seltsame Fügung des Schicksals führt mich zu diesem verlassenen und vom Schmerz niedergedrückten Mädchen, das schutzlos den aufständischen Bauern gegenübersteht, dachte Rostov. Sie richtete ihre leuchtenden Augen auf ihn und erzählte ihm mit zitternder Stimme, was nach dem Tode ihres Vaters vorgefallen war. Die Aufregung überwältigte sie, aber als sie in den Augen des jungen Offiziers Tränen glänzen sah, richtete sie einen ihrer tiefen, milden Blicke auf ihn, die ihre Hässlichkeit sogar vergessen machten. Ich kann Ihnen nicht sagen, Fürstin, wie sehr ich dem Zufall dankbar bin, der mich hierher geführt hat. Wenn Sie abreisen wollen, so verspreche ich Ihnen auf meine Ehre, dass niemand es wagen wird, sich im geringsten feindlich gegen Sie zu zeigen. Bewilligen Sie mir nur die Erlaubnis, Sie zu begleiten. Er grüßte sie mit einer Hochachtung, als ob sie eine Prinzessin des kaiserlichen Hauses gewesen wäre, und wandte sich der Tür zu. Durch diese Hochachtung schien er auszudrücken, dass er glücklich wäre, nähere Bekanntschaft mit ihr zu machen, dass aber sein Zartgefühl ihm nicht erlaube, ihren Schmerz und ihre Verlassenheit zu benutzen, um die Unterhaltung fortzusetzen. So fasste Marie sein Benehmen auf. Ich bin Ihnen sehr dankbar, erwiderte sie französisch. Ich hoffe, dass das alles nur ein Missverständnis ist und dass Sie keine Schuldigen vorfinden werden. Sie brach in Tränen aus. Rostov, Verließ den Saal nach einer tiefen Verbeugung. Kapitel 157 Ist sie hübsch? Oh, die meinige, die rosafarbige, ist entzückend. Sie heißt Dunjascha, rief Ilin, aber beim Anblick von Rostows Miene verstummte er sogleich. Er sah, daß sein Held und Chef nicht zu scherzen aufgelegt war und sich rasch in der Richtung nach dem Dorfe zu entfernte. Alpatitsch holte ihn mit Mühe ein. Was haben Sie beschlossen? fragte er ehrerbietig. Beschlossen, rief der Husar, ihn mit den Fäusten bedrohend. Die Bauern machen Aufstand und du stehst da und siehst sie an und weißt dir keinen Gehorsam zu verschaffen. Du bist ein Verräter. Ich kenne euch alle und werde euch alle abschlachten lassen. Darauf setzte er hastig seinen Weg wieder fort. Alpatitsch folgte ihm so gut er konnte und drängte das Gefühl und verdienter Kränkung zurück. Er sagte Rostow, es wäre gefährlich und unklug, bei der sinnlosen Hartnäckigkeit der Bauern sich auf einen offenen Kampf mit ihnen einzulassen, bevor Hilfe von der bewaffneten Macht herbeigeholt sei. Ich werde es Ihnen zeigen, erwiderte Rostow. Er ging in heftiger Erregung auf die Menge zu, welche sich bei der Scheune gesammelt hatte. Obgleich Rostow keinen vorbedachten Plan hatte sah Alpatitsch doch voraus, dass dieses Ungestüm guten Erfolg haben werde. Schon während der Unterhaltung Rostows mit der Fürstin Marie hatte sich unter den Bauern Unschlüssigkeit gezeigt. Mehrere meinten, die Reiter seien wirklich Russen und werden es nicht zulassen, dass man die Fürstin mit Gewalt zurückhalte. Dron war auch dieser Ansicht und äußerte sie laut. Aber Karp widersprach ihm sogleich. Seit wie vielen Jahren hast du die Gemeinde ausgesogen? schrie Karp. Du hast gut reden, du hast irgendwo einen Topf mit Geld vergraben und damit gehst du davon. Was kümmert's dich, wenn unsere Häuser geplündert werden? Wir wissen, dass es befohlen wurde, schrie ein anderer, die Dörfer nicht zu verlassen und nichts fortzubringen, auch nicht ein Getreidekorn. Nun, und doch will sie dort fortfahren. An deinem Sohn war die Reihe, Soldat zu werden, aber das gefiel dir nicht, und deshalb hat man meinen Iwan dafür genommen, rief zornig ein kleiner Greis. Es bleibt uns nichts mehr übrig, als zu sterben. Ja, sterben. Man hat mich noch nicht abgesetzt, erwiderte Dron. Ja, ja, man hat dich noch nicht fortgejagt, aber das wird bald geschehen. Sobald Karp Rostov, begleitet von Ilin, Lawruschka und Alpatitsch kommen sah, ging er ihnen entgegen, die Finger in den Gürtel gesteckt, mit lächelnder Miene. Dron aber verbarg sich in den hintersten Reihen. Heda, wo ist der Älteste? fragte Rostov. Der Älteste? Was wollen Sie von ihm? fragte Karp. Kaum hatte er seine Worte beendigt, als er einen so heftigen Schlag erhielt, dass seine Mütze in die Luft flog. »Die Mützen ab, ihr Halunken«, rief Rostoff mit wilder Stimme. »Wo ist der Älteste?«, wiederholte er. »Der Älteste, er fragt nach dem Ältesten.« »Dron, dich meint er«, sagten mehrere Stimmen, während die Mützen nacheinander abgenommen wurden. »Wir machen keinen Aufstand, wir gehorchen den erhaltenen Befehlen«, begann Karp. »Wir haben nach dem Rat der Alten gehandelt.« Ihr wagt es mir zu antworten, Bande? rief Rostov, indem er den großen Karp am Kragen fasste. Da, nehmt ihn und bindet ihn. Lavrushka sprang auf ihn zu und fasste seine Arme von hinten. Soll ich die Unsrigen rufen, rief er, welche dort am Bergabhang stehen? Das ist überflüssig, erwiderte Alpatitsch. Er rief zwei der Bauern mit Namen und befahl ihnen, ihre Gürtel abzunehmen, um den Gefangenen damit zu binden. Die Bauern gehorchten schweigend. Wer ist der Älteste? sagte Rostov. Dron entschloss sich endlich mit bleichem Gesicht zu erscheinen. Du bist's, binde ihn auch, Lawroschka, rief Rostov gebieterisch, als ob dieser Befehl keinem Widerstand begegnen konnte. Und wirklich traten noch zwei Bauern hervor, und Dron nahm selbst seinen Gürtel ab, um sich die Hände binden zu lassen. Jetzt hört, ihr da, fuhr Rostov fort, ihr kehrt im Augenblick nach Hause zurück und nun kein Wort mehr. Wir haben nichts Böses getan, es war nur Dummheit, nichts weiter. Nun folgten gegenseitige Vorwürfe. Ich habe es vorher gesagt, murmelten mehrere Bauern zur gleicher Zeit. Habe ich euch nicht gleich gesagt, dass das sehr schlecht von euch ist, Kinder? rief Alpatitsch, welcher fühlte, dass er wieder im Vollbesitz der Gewalt war. Ja, Jakob Alpatitsch, wir sind dumm gewesen, erwiderten die Bauern, und die Menge zerstreute sich ruhig, während man die Gefangenen nach dem Herrenhause führte zwei stunden später standen die wagen angespannt vor dem haus und die bauern luden die sachen auf unter aufsicht von dron welcher auf die bitte der fürstin freigelassen worden war achtung rief einer der bauern ein junger bursche mit einnehmender miene seinem genossen zu der eine kassette aus den händen der kammerzofe empfing sie ist kostbar wirf sie nicht achtlos in eine ecke siehst du man legt sie sorgfältig ins heu Ach, wie viele Bücher, wie viele Bücher, sagte ein anderer, der einen Schrank der Bibliothek herausschleppte. Stoßt mich nicht, Kinderchen. Himmel, wie schwer das ist. Was für schöne Bücher. Rostov wollte sich der Fürste nicht aufdrängen und erwartete ihre Abreise im Dorf. Als die Wagen sich in Bewegung setzten, stieg er zu Pferd und begleitete sie zwölf Werst weit bis Jankowo, das von unseren Truppen besetzt war. Dann nahm er respektvoll Abschied von ihr und küsste ihr die Hand zum ersten Mal. Sie beschämen mich, erwiderte er errötend auf ihre lebhaften Dankesworte. Jeder Landpolizeimeister hätte dasselbe getan. Wenn wir nur Bauern zu bekämpfen hätten, so wäre der Feind nicht so tief ins Land gekommen, fügte er mit etwas verlegenem Ton hinzu, um das Gespräch abzulenken. Ich bin glücklich, die Ehre gehabt zu haben, Ihre Bekanntschaft zu machen. Leben Sie wohl, Fürstin, empfangen Sie meine besten Wünsche für die Zukunft, und erlauben Sie mir die Hoffnung auszusprechen, dass wir uns unter günstigeren Umständen wiedersehen werden. Die Miene der Fürstin Marie strahlte in lebhafter Erregung und Rührung. Sie fühlte, dass sie ihm den größten Dank schuldig war. Was wäre ohne ihn aus ihr geworden? Wäre sie nicht unfehlbar zum Opfer der aufständischen Bauern geworden oder den Franzosen in die Hände gefallen? Hatte er sich nicht den größten Gefahren ausgesetzt, um sie zu retten? Und welche zarte Rücksicht hatte er für ihre Lage und ihren Schmerz gezeigt. Seine guten, ehrlichen Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, als sie mit ihm gesprochen hatte, und das Andenken daran blieb in ihrem Herzen eingegraben. Als sie ihm Lebewohl sagte, hatte sie eine seltsame Regung empfunden, und sie fragte sich, ob sie ihn nicht schon liebe. Ohne Zweifel widerstrebte es ihr, sich einzugestehen, welchen Eindruck ein Mann auf sie gemacht hatte, welcher sie vielleicht nicht einmal liebte, aber sie tröstete sich mit dem Gedanken, dass niemand es erfahren werde und dass es kein Verbrechen sei im Geheimen, das ganze Leben lang denjenigen zu lieben, der zum ersten und letzten Mal ihr Herz erregt hatte. Es musste so sein, dass er nach Bogucharovo kam, um mich zu befreien. Es musste sein, dass seine Schwester meinem Bruder absagte, dachte sie. Sie sah den Finger Gottes in dieser Verkettung der Umstände und hegte dann ganz im Verborgenen die Hoffnung dass dieses Glück, das sie kaum kennengelernt hatte, eines Tages Wirklichkeit werden könne. Auch sie hatte einen milden Eindruck auf Rostow gemacht, und als seine Kameraden, welche von seinem Abenteuer Wind erhalten hatten, sich erlaubten, ihn ironisch zu beglückwünschen dafür, dass er nach Heu ausgeritten sei und dabei das Verständnis gehabt habe, eine der reichsten Erbinnen Russlands zu entdecken, wurde er ernstlich zornig. Im Grunde seines Herzens aber gestand er sich, dass er nichts Besseres wünschen könnte, als die sympathische Fürstin Marie zu heiraten. Diese Heirat konnte sein Glück und das seiner Eltern machen und wie er unwillkürlich fühlte, auch das des sanften Wesens, das ihn seinen Retter nannte. Und andererseits hätte ihr großartiges Vermögen auch die Möglichkeit geboten, auch das Vermögen seines Vaters wiederherzustellen. Aber Sonja, der er sein Wort gegeben hatte, die Erinnerung daran war es eben, was ihn so aufbrachte, wenn seine Kameraden über seinen Streifzug nach Bogucharovo scherzten. Kapitel 158 Kutusow hatte das Oberkommando der Armee angenommen. Er erinnerte sich des Fürsten André und berief ihn ins Hauptquartier. An dem Tage, als Kutusow eine große Parade abhielt, kam Fürst André in Zarewo Saimischtschee an. Er setzte sich vor dem Pfarrhause auf eine Bank und erwartete seine Durchlaucht, wie man jetzt den Obergeneral nannte. Zwei Leute von der Dienerschaft Kutusows, ein Kurier und ein Haushofmeister, benutzten einen Augenblick der Muße, um frische Luft zu schöpfen. In diesem Augenblick kam zu Pferd ein Husarenoberstleutnant von kleinem Wuchs mit braunem Gesicht und mächtigem Schnurrbart und fragte Fürst André, ob hier seine Durchlaucht wohne, und ob man ihn von der Revue bald zurück erwartete. André erwiderte, er gehöre nicht zum Generalstab des Fürsten und sei erst seit wenigen Minuten hier. Der Husar wandte sich darauf an einen der Diener, welcher auf seine Frage mit der Herablassung antwortete, welche gewöhnlich die Leute des Oberkommandierenden tiefer stehenden Offizieren gegenüber zeigen. Wer seine Durchlaucht? Wird gleich hier sein. Was wünschen Sie? Der Oberstleutnant lachte über diese Dreistigkeit, stieg vom Pferd, warf den Zügel seiner Ordonnanz zu und näherte sich grüßend Bolkonski. Fürst André erwiderte seinen Gruß und machte ihm Platz neben sich auf der Bank. Sie erwarten auch den Oberkommandierenden? sagte der Husar. Man sagt, er sei zugänglich, das ist sehr glücklich. Wenn man mit diesen Wurstessern den Deutschen zu tun hätte, gäbe es kein Ende. Jamolow tat Recht daran, als er den Kaiser bat, ihn zum Deutschen zu ernennen. Aber jetzt werden auch die Russen zum Wort kommen. Der Teufel weiß, was das werden soll mit diesen ewigen Rückzügen. Haben Sie den Feldzug mitgemacht? Ich habe nicht nur dieses Vergnügen gehabt, erwiderte Fürst André, sondern auch verloren, was mir am teuersten war. Mein Vater, der aus Kummer starb, und dann auch mein Gut. Ich bin aus dem Gouvernement Smolensk. Ach, Sie sind wahrscheinlich Fürst Bolkonski sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Oberstleutnant Denisow ich habe davon gehört fürst André kannte denisow aus den erzählungen natalies erinnerungen welche in den letzten monaten in seinem gedächtnis sich verwischt hatten erwachten aufs neue und verursachten ihm schmerz und freude zu gleicher zeit auch in denisow erweckte der name bolkonski poetische erinnerungen an den abend wo er ohne zu wissen wie der kleinen fünfzehnjährigen natalie eine liebeserklärung gemacht hatte er lachte indem er sich an diesen roman erinnerte kam dann aber sogleich auf das Thema, das ihn jetzt allein interessierte. Es war ein Feldzugsplan, den er entworfen hatte, während er bei dem Vorposten stand. Er hatte ihn Barclay de Tolly übersandt und wollte ihn auch Kutusow vorlegen. Seinem Plan lagen folgende Gedanken zugrunde. Die Operationslinie der Franzosen war viel zu lang. Man konnte also, während man ihrem weiteren Vorrücken sich entgegenstellte, zugleich ihre Verbindungen unterbrechen. Sie können eine so große Operationslinie nicht halten, sagte er sich. Mit 500 Mann werde ich sie durchbrechen. Mein Ehrenwort nur der kleine Krieg kann jetzt zum Ziele führen. Denisow hatte sich erhoben, um sein Projekt mit größter Lebhaftigkeit darzulegen, als er von den Hurrarufen und von Musik, welche näher kamen, unterbrochen wurde. Das ist er, rief ein Kosak, der am Eingang des Hauses stand. Andre und Denisow erhoben sich. Am Ende der Straße bemerkten sie Kutusow auf einem kleinen Pferd, der in Begleitung eines zahlreichen Gefolges von Generalen näher kam. Barclay de Tolly ritt neben ihm. Kutusow grüßte nach rechts und links, indem er die Hand an seine weiße Mütze ohne Schirm legte. Auf Wiedersehen, meine Herren, sagte er und ritt durch die Pforte in den Hof. Mit einem Seufzer der Erleichterung ließ er sich in die Arme der Kosaken und Adjutanten gleiten, die ihn unterstützten. Als er wieder auf den Beinen war, Warf er einen Blick um sich und bemerkte Fürst André, aber ohne ihn zu erkennen? An der Haustür sah er nochmals nach Fürst André, und wie es bei Greisen öfter vorkommt, brauchte er einige Augenblicke, um den Namen dieser Gestalt zu finden, die ihm aufgefallen war. Ach, guten Tag, Fürst, mein Freund, komm her, sagte er mit Anstrengung und stieg mühsam die Stufen hinauf, welche unter seinem Gewicht krachten. Dann knöpfte er die Uniform auf und setzte sich auf eine Bank. Was macht dein Vater? fragte er. Gestern erhielt ich die Nachricht von seinem Tod, erwiderte Fürst André kurz. Friede sei mit ihm, rief Kutusow, nahm die Mütze ab und bekreuzigte sich. Ich habe ihn geschätzt und geliebt, fügte er nach kurzem Schweigen mit einem Seufzer hinzu, umarmte den Fürsten André und drückte ihn lange an seine breite Brust. Nun, komm zu mir. Wir wollen ein wenig sprechen, sagte er. In diesem Augenblick stieg den der in Gegenwart seiner Vorgesetzten ebenso kühn war wie vor dem Feind, entschlossen die Treppenstufen hinauf und trat auf Kutusow zu, ungeachtet der Einreden der Adjutanten, nannte seinen Namen und erklärte, er habe dem Durchlauchtigsten etwas von hoher Wichtigkeit für das Wohl des Vaterlandes vorzulegen. Kutusow kreuzte mit verdrießlicher Miene seine Arme über der Brust und wiederholte Für das Wohl des Vaterlandes, sagst du? Was kann das sein? Sprich, Denisow errötete, aber er begann seinen Plan mit größtem Eifer zu entwickeln. Kutusow sah zur Erde und warf zuweilen einen Blick nach der gegenüberliegenden Hütte, als ob er von dort etwas Unangenehmes erwarte. Bald erschien daselbst ein General mit einer großen Mappe unter dem Arm und kam auf Kutusow zu. Was gibt's? fragte Kutusow mitten in der Rede Denisows. Schon fertig? Ja, Durchlaucht, erwiderte der General. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, sagte Denisow, dass ich die Verbindungslinie Napoleons unterbrechen werde. Höre einmal, fragte plötzlich Kutusow. Ist Cyril Denisow von der Intendantur ein Verwandter von dir? Er ist mein Onkel, erwiderte Denisow. Wir waren Freunde, erwiderte Kutusow heiter. Sehr gut, mein Freund. Bleibe beim Generalstab. Morgen werden wir weiter darüber sprechen. Er verabschiedete sich mit einem Kopfnicken und griff nach den Papieren, welche kunownityn gebracht hatte. Ein Adjutant erschien auf der Schwelle mit der Nachricht, das Zimmer für den Oberkommandierenden sei bereit. Nein, erwiderte dieser. Bring mir hierher einen kleinen Tisch und du da, geh nicht fort, wandte er sich an Fürst André. Während der General vom Dienst den Bericht machte, wurde das Rauschen eines seidenen Kleides hörbar. Fürst André erblickte eine junge, hübsche Frau in rosafarbigem Kleid mit einem seidenen Tuch um den Kopf, welcher ein Tragbrett in der Hand hielt. Der Adjutant erklärte Fürst André leise, dass das die Frau des Priesters sei, der den Durchlauchtigsten schon mit dem Kreuz in der Hand empfangen habe. Sie wolle ihn mit Salz und Brot willkommen heißen. Sie ist sehr hübsch, bemerkte der Adjutant lächelnd. Verwundert über diese Worte wandte sich Kutusow um. Der Bericht des Generals enthielt hauptsächlich eine Kritik der neuen Stellung bei Zarevo Kutusow hörte ihn ebenso zerstreut an wie vorhin Denisow. Und sieben Jahre früher am Abend vor der Schlacht bei Austerlitz im Kriegsrat. Er hörte nur, weil er Ohren hatte, welche auch ohne seinen Willen hörten. Man sah, dass ihn nichts wunderte oder interessierte, dass er voraus wusste, was man ihm erzählen konnte, und dass er alles geduldig anhörte, wie man ein Tedeum anhört. Was Denisow gesagt hatte, war klug und vernünftig gewesen. Was der General vom Dienst ihm vortrug, war noch klüger und vernünftiger. Aber Kutusow verachtete das Wissen und die Klugheit, denn nach seiner Ansicht musste etwas anderes die Entscheidung bringen. Fürst André beobachtete aufmerksam seine Miene, welche zuerst Langeweile, dann Neugierde bei dem Rauschen des Kleides ausdrückte und endlich den Wunsch, die Gebräuche zu beobachten. Er traf nur eine Verfügung in Betreff der Plünderer der general vom dienst reichte ihm zur unterschrift einen befehl an die kurgenerale für die kriegsschäden die die soldaten anrichten entschädigung zu zahlen infolge der klage eines landbesitzers dessen haferfeld verwüstet worden war ins feuer ins feuer damit rief kutusow ein für allemal mein freund wirf alle dummheiten ins feuer man mag das getreide schneiden oder den wald verbrennen so viel man will ich werde es weder befehlen noch erlauben aber es steht nicht in meiner Macht, es zu verhüten, noch die Leute zu entschädigen. Wenn man Balken zimmert, fliegen Späne. Dann überflog er nochmals den Rapport. Ach, sagte er, diese deutsche Kleinlichkeitskrämerei. Kapitel 159. Nun, das ist alles, fügte er hinzu, nachdem er das letzte Papier unterzeichnet hatte. Dann erhob er sich und ging nach der Tür des Hauses dir, die Frau des Geistlichen, ergriff errötend und hastig das Tragbrett, auf welchem Salz und Brot lagen und näherte sich Kutusow mit einer tiefen Verbeugung, der ihr dankte und das Kind streichelte. Hübsches Frauchen sagte er, Ich danke mein Täubchen. Dann zog er aus seiner Westentasche einige Goldstücke und legte sie auf das Tragbrett. Geht es dir gut hier? fragte er sie, indem er in das Zimmer trat, das für ihn vorbereitet worden war. Popardier folgte ihm lächelnd mit Grübchen auf dem errötenden Gesicht. Der Adjutant forderte den Fürsten André auf, mit ihm zu frühstücken. Eine halbe Stunde später ließ ihn Kutusow rufen. André fand ihn auf einem Lehnstuhl ausgestreckt, mit aufgeknöpfter Uniform und einen französischen Roman lesend. Die Schwanenritter von Madame jean Lys. Setze dich, sagte Kutusow, indem er das Buch beiseite legte. Es ist sehr traurig, sehr traurig. Aber erinnere dich, mein Freund, dass ich dein zweiter Vater bin. Fürst André erzählte ihm von den letzten Augenblicken seines Vaters. Wie weit ist es gekommen? sagte plötzlich Kutusow, aber es wird anders werden, rief er zornig. Ich habe dich kommen lassen, um dich bei mir zu behalten, sagte er nach kurzem Schweigen. Ich danke durchlaucht, erwiderte Fürst André, aber ich tauge nicht für den Dienst im Generalstab. Kutusow sah ihn forschend an. Und überdies fuhr André fort, liebe ich mein Regiment und könnte mich nicht von ihm trennen. Wenn ich auf die Ehre verzichte, bei Ihrer Person zu bleiben, glauben Sie mir, dass ich bedauere es, du wärst mir nützlich gewesen, aber du hast recht, sagte Kutusow wohlwollend mit etwas spöttischem Ton. Nicht hier sind Männer nötig. Wenn all diese Ratgeber, wie du, in den Regimentern dienen möchten, so wäre es viel besser. Ich erinnere mich deines Benehmens bei Austerlitz, ich sehe dich noch mit der Fahne in der Hand. André errötete in freudiger Erregung. Kutusow zog ihn an sich, umarmte ihn, und André konnte sehen, dass seine Augen feucht wurden. Gehe, wohin dich Gott führen wird. Ich weiß, es ist der Weg der Ehre. Du wärest mir in Bukarest sehr nützlich gewesen. Da gab es auch Ratgeber wie hier. Eine Festung nehmen, das ist nichts. Aber einen Feldzug zum guten Ende führen, das ist die Schwierigkeit. Dazu genügt es nicht nur zu stürmen und anzugreifen. Man muss Geduld haben und die rechte Zeit abwarten. Kaminski hat mit 30.000 Mann Festungen erstürmt, aber ich habe nur mit Zeit und Geduld mehr Festungen als er genommen und die Türken Pferdefleisch fressen lassen. Glaube mir, sagte er auf seine Brust schlagend. Die Franzosen werden's auch versuchen. Man wird aber doch eine Schlacht annehmen müssen, sagte Fürst André. Ja, ohne Zweifel, wenn es alle wollen. Aber ich sage dir, es gibt keinen besseren Soldaten als die Zeit und die Geduld. Diese erreichen alles. Aber die Ratgeber begreifen das nicht. Das ist eben das Unglück. Adieu, mein Freund. Wenn du etwas nötig hast, so komme zu mir. Er umarmte ihn. Mit einem Seufzer ließ sich Kutusow in einen Lehnstuhl nieder und griff wieder zu seinem Roman. Diese Unterhaltung hatte auf André eine beruhigende Wirkung hervorgebracht. Er kehrte zuversichtlicher zu seinem Regiment zurück. Er wusste, dass dieser Greis nichts erfinden und nichts unternehmen, aber alles im rechten Augenblick benutzen und nichts Schädliches zulassen werde. Trotz des französischen Romans und der französischen Redensarten, die Kutusow anwandte, wusste André, dass ein echt russisches Herz in ihm schlug und seine Ernennung von der Nation mit einstimmigem Beifall aufgenommen worden war. Kapitel 160 Nach der Abreise des Kaisers nahm Moskau sein alltägliches Leben wieder auf und die Begeisterung der letzten Tage schien nur ein Traum gewesen zu sein. Inmitten des Schweigens, das nun folgte, schien niemand mehr an die Wirklichkeit der Gefahr zu glauben. Die Annäherung des Feindes machte die Moskauer nicht ernsthafter, sie sahen im Gegenteil ihrer Situation mit wachsendem Leichtsinn an, wie es oft vor einer Katastrophe der Fall ist. Dann erheben sich in der Seele zwei Stimmen von gleicher Stärke. Die eine predigt die Notwendigkeit, der bevorstehenden Gefahr ins Auge zu sehen und an Gegenmittel zu denken. Die andere findet, es sei peinlich daran zu denken, weil es dem Menschen nicht gegeben sei, dem Unvermeidlichen zu entgehen. Und weil es daher einfacher sei, die Gefahr zu vergessen und vergnügt weiterzuleben bis zu dem Augenblick, wo sie eintritt. In der Einsamkeit hört man auf die erstere dieser Stimmen, die meisten aber gehorchen der zweiten, und die Moskowiter waren ein neues Beispiel dafür, denn niemals war man in Moskau so vergnügungssüchtig wie in diesem Jahr. Man las und besprach die neuesten Ankündigungen des Gouverneurs Rostopchin, wie man ein Band neuer Gedichte bespricht. Man sagte, alle Fremden seien aus Moskau ausgewiesen, weil es Spione darunter gegeben habe. Das Regiment, welches Marmonow ausgerüstet habe, koste ihn 800.000 Rubel, und Besuchow werde das seinige noch mehr kosten, und es mache ihm alle Ehre, dass er die Uniform anziehen und seinem Regiment vorausmarschieren und sich von jedem gratis bewundern lassen werde. Sie schonen niemand, sagte Julie Drubitzkoi zu Schintschin mit einem kleinen Knäuel Charpie in der Hand, das sie verfertigt hatte. Sie gab eine Abschiedsgesellschaft, weil sie am nächsten Tage Moskau verlassen wollte. Besuchow ist lächerlich, sagte sie französisch, aber er ist so gutmütig und liebenswürdig. Welches Vergnügen finden Sie darin, so kaustisch zu sein? Sie zahlen Strafe, rief ein junger Mann, welchen Julie ihren Chevalier nannte und der sie nach Nischni begleiten sollte. Man hatte sich das Wort gegeben, nicht mehr Französisch zu sprechen, und für jede Übertretung dieses Gebots musste eine Strafe bezahlt werden. Sie zahlen doppelt, sagte ein russischer Literat, denn Sie haben einen Galizismus begangen. Ich habe gesündigt und zahle Strafe, sagte Julie, weil ich das Wort kaustisch gebraucht habe. Aber für Galizismen kann ich nicht verantwortlich sein. Ich habe nicht Geld und Zeit genug, um, wie Fürst Galizin, russische Stunden zu nehmen. Ach, da ist er, wenn man vom Wolf spricht. Sie wollte das französische Sprichwort wiederholen, unterbrach sich aber lachend. Nein, sie soll mich nicht fangen. Wir sprachen von ihnen, rief sie Peter zu. Wir sagten, ihr Regiment sei ohne Widerrede schöner als das von Marmonow, log sie mit eleganter Leichtigkeit. Ach, bitte sprechen Sie nicht davon, sagte Peter, indem er ihr die Hand küsste. Wenn Sie wüssten, wie viel Verdruss es mir verursacht. Sie werden es selbst befehligen, wirklich, fuhr Julie fort mit einem spöttischen Blick. Oh nein, erwiderte er laut lachend. Die Franzosen wären zu sehr im Vorteil, und ich fürchte nicht aufs Pferd klettern zu können. Das Gespräch berührte alle möglichen Gegenstände und kam auch auf die Familie Rostoff. Wissen Sie, sagte Julie, dass Ihre Umstände ganz zerrüttet sind. Der Graf ist ein Einfallspinsel, Rasumowski wollte ihm sein Haus und sein Gut bei Moskau abkaufen, aber die Sache zieht sich in die Länge, weil er einen zu hohen Preis verlangt. Aber ich glaube, sagte jemand, dass der Kauf zum Abschluss kommen wird, obgleich in jetziger Zeit es eine Torheit ist, Häuser zu kaufen. Warum? fragte Julie. Glauben Sie, dass Moskau in Gefahr sei? Ja. Warum reisen Sie denn ab? Ich? Nun, Sie fragen seltsam. Ich reise, weil alle Welt fortreist, und weil ich keine Jungfrau von Orleans und keine Amazone bin. Wenn der Graf von Rostoff sich zu arrangieren versteht, so kann er alle seine Schulden bezahlen. Aber was hält ihn so lange hier zurück? Ich glaubte, er sei schon lange wieder auf dem Lande. Natalie ist vollständig genesen, nicht wahr? fragte Julie, indem sie sich mit einem maliziösen Lächeln an Peter wandte. Sie erwarten den jüngsten Sohn, der als Kosak in den Dienst getreten ist. Man hat ihn nach Bjela gesandt, wo das Regiment gebildet wird. Die Gräfin will nicht abreisen, ohne ihn noch einmal gesehen zu haben. Vor drei Tagen habe ich sie bei Acharow gefunden. Natalie ist sehr hübsch gewesen und guter Laune, bemerkte Julie. Sie hat ein Lied gesungen, wie sich bei gewissen Leuten alles so rasch wieder verwischt. Was verwischt sich denn? fragte Peter ärgerlich. Julie lächelte. Sie wissen sehr gut, Graf, dass Ritter wie Sie nur in Romanen vorkommen. Ritter? Ich verstehe nicht, sagte Peter errötend. Oh, oh, Graf, sagen Sie das nicht. Ganz Moskau kennt die Geschichte. Ich bewundere Sie. Parole d'honneur. Strafe, Strafe, riefen verschiedene. Gut, gut, erwiderte Julie ungeduldig. Man kann also nicht mehr sprechen. Aber Sie wissen ja, Graf, Sie wissen es. Ich weiß nichts, erwiderte Peter. Aber ich erinnere mich sehr gut, dass Sie mit Natalie sehr gut gestanden, während ich immer Vera vorgezogen habe. Nein, gnädige Frau, erwiderte Peter, ich habe nicht die Rolle des Ritters der Gräfin Rostoff übernommen. Ich habe sie schon seit einem Monat nicht mehr gesehen. Wer sich entschuldigt, klagt sich an, erwiderte Julie. Raten Sie, wen ich gestern Abend gesehen habe. Die arme Marie Bolkonski. Sie hat ihren Vater verloren. Wissen Sie es? Nein. Wo wohnt sie denn? Ich werde glücklich sein, sie wiederzusehen. Ich weiß nur, dass sie morgen auf ihr Gut in der Umgegend abreist und ihren Neffen dahin mitnimmt. Wie befindet sie sich? Sie ist sehr betrübt. Aber werden sie erraten, wer sie gerettet hat? Es ist ein ganzer Roman. Nikolai Rostov. Man hatte sie umringt und wollte sie töten, nachdem man ihre Leute verwundet hatte, als er sich plötzlich in die Menge stürzte und sie befreite. Ich bin überzeugt, bemerkte Julie französisch, sie ist ein wenig verliebt in den jungen Mann. Strafe, Strafe, hieß es von allen Seiten. Aber wie hätte ich das auf Russisch sagen sollen? Kapitel 161 Zu Hause angekommen fand Peter die beiden letzten Proklamationen des Grafen Rostopschin vor. In der einen widersprach er dem Gerücht, er habe den Einwohnern verboten, die Stadt zu verlassen, er forderte aber die Damen des Adels und der Kaufmannschaft auf, sich nicht zu entfernen. Denn, sagte er sich, das sind nur falsche Nachrichten, welche die Panik verursachen. Und ich stehe mit meinem Leben dafür, dass der Bösewicht Moskau nicht erreichen wird. Aus dieser Proklamation schloss Peter zum ersten Mal mit Sicherheit, dass die Franzosen bestimmt nach Moskau kommen würden. Die zweite Proklamation sagte, unser Hauptquartier sei bei Viesma, der Graf Wittgenstein habe den Feind geschlagen und diejenigen, welche sich bewaffnen wollen, finden im Arsenal Gewehre und Säbel zu billigen Preisen. Was tun? fragte sich Peter zum ersten Mal. Zur Armee gehen oder hier abwarten? Er ergriff ein Kartenspiel, das auf dem Tisch lag. Wir wollen eine Patience machen. Wenn sie gelingt, so bedeutet das, dass, ähm was wird es bedeuten, fragte er sich, indem er die Karten legte. Er hatte die Lösung noch nicht gefunden, als die Stimme der älteren Fürstin draußen gehört wurde, die allein noch bei ihm wohnte, nachdem die jüngeren verheiratet waren. Entschuldigen Sie, mein Vetter, dass ich Sie störe, aber man muss einen Entschluss fassen. Alle Welt verlässt Moskau, das Volk erhebt sich, etwas Schreckliches ist im Anzug. Warum bleiben wir noch? Im Gegenteil, Cousine. Mir scheint, es geht alles vortrefflich, erwiderte Peter in dem scherzenden Ton, den er gegen sie beobachtete, um der Verlegenheit zu entgehen, die ihm immer seine Rolle als Wohltäter verursachte. Wieso vortrefflich? Woraus schließen Sie das? Noch heute Morgen hat mir Barbara die Taten unserer Truppen erzählt. Das macht Ihnen Ehre. Aber hier wird das Volk meuterisch und gehorcht nicht mehr. Sogar meine Kammerzofe wird frech. Wenn das noch länger dauert, wird man nicht mehr aus der Stadt hinauskommen, und überdies werden die Franzosen sicherlich kommen. Warum erwarten wir sie? Ich bitte Sie, geben Sie Befehl, dass man mich so schnell als möglich nach Petersburg bringt, denn ich kann nicht hierbleiben und mich der Herrschaft Bonapartes unterwerfen. Hier, lesen Sie doch diese Proklamation. Die Stadt ist ruhig, es hat keine Gefahr. Ach, dieser Graf ist ein Heuchler und bringt das Volk zum Aufstand. Peter fuhr fort, seine Karten zu legen. Die Passions gelang, aber er ging doch nicht zur Armee und blieb in Moskau, das sich alle Tage mehr entvölkerte. Die Fürstin verließ ihn am folgenden Tage. Sein Intendant kündigte Peter an, dass das Geld für die Ausrüstung des Regiments nicht anders angeschafft werden könne, als durch den Verkauf eines seiner Güter, und stellte ihm vor, diese Phantasie werde ihn ruinieren. »Verkaufen Sie es«, erwiderte Peter lachend, »ich kann mein Wort nicht zurückziehen.« Die Stadt war schon halb verlassen. Julie war abgereist, sowie auch die Fürstin Marie. Von allen seinen Bekannten waren nur noch Rostovs da, aber Peter besuchte sie nicht mehr. Am 24. August abends verließ Peter Moskau. Auf der Station Perchushkovo, wo er einige Stunden später ankam, hörte er, dass eine große Schlacht stattgefunden habe. Man erzählte, in Perchushkovo habe die Erde gezittert während der Kanonade, aber niemand konnte ihm sagen, auf welcher Seite der Sieg geblieben war. Das war das Gefecht von Shevardino. Bei Tagesanbruch kam Peter in Moschaisk an. Alle Häuser waren von Soldaten besetzt. In dem Gasthof fand er seinen Diener und seinen Kutscher, welche ihn erwarteten. Sechs Zimmer waren voll von Offizieren und immer neue Truppen marschierten vorüber. Überall sah man nur Infanterie, Kosaken, Reiter, Bagagewagen, Pulverwagen und Kanonen. Peter beeilte sich, seine Reise fortzusetzen. Je mehr er sich von Moskau entfernte und in diesen Ozean von Truppen eindrang, umso mehr fühlte er sich von einer Unruhe erfasst und von jener inneren Genugtuung, die er während der Anwesenheit des Kaisers in Moskau empfunden hatte, als es sich darum handelte, ein Opfer zu bringen. Kapitel 162. Am 24. fand das Gefecht bei Shevardino statt. Am 25. fiel von keiner Seite ein Schuss und am 26. erfolgte die blutige Schlacht bei Borodino. Man fragt sich erstaunt, warum diese Schlachten geliefert wurden. Denn sie konnten weder den Russen noch den Franzosen Vorteile bieten. Napoleon lieferte die Schlacht und Kutusow nahm sie an. Bis zur Schlacht von Borodino standen unsere Streitkräfte zu denen des Feindes im Verhältnis von 5 zu 6 und nach der Schlacht im Verhältnis von 1 zu 2 und dennoch hatte der erfahrene Kutusow die Schlacht angenommen, welche Napoleon den vierten Teil seines Heeres kostete. Gegen die Behauptung, dass Napoleon den Feldzug zu beendigen glaubte, indem er Moskau nahm, wie er Wien eingenommen hatte, sind viele Gegenbeweise vorhanden. Die Geschichtsschreiber jener Zeit selbst erzählen, dass er seit Smolensk die Möglichkeit suchte, anzuhalten, weil er die Gefahr der zu großen Ausdehnung seiner Operationslinie erkannte und voraussah, dass die Besetzung Moskaus für ihn kaum ein günstiger Ausgang wäre, je nach dem Zustand, in dem man ihm die Stadt überlassen werde, und nachdem er auf seine wiederholten Versuche Friedensverhandlungen anzuknüpfen keine Antwort erhalten hatte. Somit handelten beide, indem sie die Schlacht anboten und annahmen, unsinnig und planlos. Aber man hat später in dem Gang der Ereignisse zahlreiche Beweise zu finden geglaubt für das Genie der beiden Anführer, welche sicherlich nur blinde Werkzeuge Gottes waren. Die Schlacht bei Borodino verlief anders, als man sie beschrieben hatte, um die Fehler unserer Generale zu verbergen. Sie wurde nicht auf einem Schlachtfeld geliefert, das zuvor gewählt und sorgfältig befestigt worden war, und auch nicht nur mit einer kleinen Minderzahl auf Seiten der Russen, sondern sie wurde von ihnen in einer offenen Ebene angenommen, nach einem verlorenen Gefecht und gegen französische Streitkräfte von doppelter Anzahl, also unter Bedingungen, wo es vorauszusehen war, dass die Armee sich nicht drei Stunden halten konnte, ohne eine vollständige Niederlage zu erleiden. Kapitel 163 Peter verließ Moschaisk am Morgen des 25. August. An der Anhöhe, auf welcher die Kirche stand, verließ er den Wagen. Ein Regiment Kavallerie folgte ihm unmittelbar nach und diesen entgegen kam eine lange Reihe Wagen herauf, die Verwundete vom vergangenen Tage brachten. Jeder Wagen enthielt drei oder vier Verwundete, welche auf dem holperigen Weg heftige Stöße erlitten. Sein Kutscher rief zornig den Bauern zu, sich auf einer Seite des Weges zu halten. Das Regiment, welches herankam, nahm die ganze Breite ein. Peter selbst war genötigt anzuhalten. Einer der Wagen mit Verwundeten hielt zwei Schritte von ihm, der Führer hob hastig einen Stein auf und schob ihn unter die Hinterräder. Die Straße wurde weniger steil, Peter konnte den Berg hinabkommen und sich in den Wagen setzen. Die ihm begegnenden Soldaten betrachteten erstaunt seinen weißen Hut und seinen grünen Rock. Nachdem er so vier Vers zurückgelegt hatte, bemerkte er ein bekanntes Gesicht. Es war einer der höheren Ärzte des Heeres, begleitet von einem Gehilfen. Herr Graf, rief der Arzt, wie kommen Sie hierher, erlaucht? Ich wollte sehen. Ja, ja, hier können Sie Ihre Neugierde befriedigen. Peter stieg vom Wagen und sprach mit dem Arzt von seiner Absicht, an der Schlacht teilzunehmen. Der Arzt riet ihm, sich direkt an Kutusow zu wenden. Ich hätte Sie gern hingeführt, aber ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Morgen wird eine Schlacht geschlagen, und auf hunderttausend Mann werden wenigstens zwanzigtausend Verwundete zu rechnen sein, nicht wahr? Und nun haben wir weder Tragbaren noch Hängematten noch Ärzte, auch nur für sechstausend. Wir haben wohl zehntausend Wagen, aber man muss auch noch andere Sachen haben, und immer antwortet man uns, sehen Sie, wie Sie zurechtkommen. Peter setzte seinen Weg nach Gorki fort. Auf der Höhe angekommen, bemerkte er zum ersten Mal Leute vom Landsturm im weißen Hemd ein Kreuz auf der Mütze, welche laut lachend und schwatzend rechts von der Straße auf einem kleinen Hügel arbeiteten. Man will jetzt mit dem ganzen Volk den Feind zurücktreiben, sagte der eine. Kapitel 164 Peter stieg die Anhöhe hinauf, wohin ihn der Arzt gewiesen hatte. Es war elf Uhr morgens. Die Sonne beleuchtete durch die reine, klare Luft das lebensvolle Panorama, das sich vor seinen Augen ausbreitete. Links zog sich die große Straße von Smolensk nach Moskau hin. Welcher ein Dorf mit seiner weißen Kirche durchschnitt, das 500 Schritte weiter vorwärts am Fuße eines Hügels lag. Das war Borodino. Ein wenig weiterhin überschritt die Straße eine Brücke und stieg noch weiter hinab bis zum Dorf Walujew in einer Entfernung von fünf oder sechs Kilometern. Jenseits dieses Dorfes, wo in diesem Augenblick sich Napoleon aufhielt, verschwand die Straße in einem dichten Gehölz, aus welchem in der Sonne ein vergoldetes Kreuz hervorglänzte, und der Glockenturm des Klosters kolodsch In der blauen Ferne links und rechts von dem Wald und der Straße sah man die Wachtfeuer und die Massen unserer Truppen. Rechts, längs der Kollocza und der Moskwa, erblickte das Auge eine lange Reihe von Hügeln und Terrainfalten, inmitten welcher die Dörfer bessubowo und Sacharino liegen sowie die rauchenden Trümmer des Dorfes Semenoskoje. das alles sah Peter in unbestimmten Umrissen es war kein Schlachtfeld wie er es sich vorgestellt hatte sondern offene Felder Lichtungen Gehölze Dörfer Bäche so daß er trotz aller Mühe nicht entdecken konnte wo in diesen lachenden Gefilden eigentlich unsere Stellung war ich muss mich darüber erkundigen, sagte er sich und wandte sich an einen Offizier, welcher neugierig die kolossale Gestalt mit dem wenig militärischen Äußeren betrachtete. Unsere Stellung, erwiderte der Offizier, kann ich Ihnen deutlich angeben, denn ich habe alle Befestigungen erbaut. Sehen Sie, unser Zentrum ist in Borodino, dort. Und er deutete auf das Dorf mit der weißen Kirche. Hier ist der Übergang über die Kolotscha. Sehen Sie eine Brücke in jener kleinen ebene mit den heuhaufen das ist unser zentrum unser rechter flügel ist dort fuhr er fort indem er nach dem wald zur rechten deutete dort ist die moskwa und dort haben wir drei starke reduten errichtet unser linker flügel ist etwas schwierig zu erklären gestern war er in Shevardino, wo sie die große eiche sehen, aber heute haben wir unseren linken flügel zurückgezogen bis zu diesem verbrannten dorf Semenowskoje. gott mag wissen, ob auf diesem punkt eine schlacht stattfinden wird. jedenfalls wird morgen mancher beim verlies fehlen. da kommen sie, da kommen sie, riefen mehrere stimmen. offiziere und soldaten eilten nach der landstraße, eine prozession kam aus borodino heraus, die anhöhe herauf. Das ist die Mutter Gottes, unsere Beschützerin. Nein, das ist die Mutter Gottes aus Molensk, berichtigte ein anderer. Die Landsturmleute, die Dorfbewohner, die Erdarbeiter der Batterie, alle warfen die Schaufeln weg und liefen der Prozession entgegen. Voran marschierte Infanterie, hinter ihr ertönten religiöse Gesänge, dann kamen die Geistlichen in ihren reichen Gewändern. Soldaten und Offiziere trugen ein großes Bild mit geschwärztem Gesicht, in Silber eingerahmt hinter ihnen her. Das war das Heiligenbild, das man von Smolensk mitgenommen hatte. Zur Linken und Rechten drängte sich die Menge der Soldaten und Offiziere, welche sich bis zur Erde verneigten. Endlich erreichte die Prozession den Gipfel des Hügels. Die Träger des Bildes lösten sich ab und das Tedeum begann. Ein leichter, frischer Wind spielte in den Haaren aller dieser unbedeckten Köpfe. Ein kleiner Raum hinter den Priestern war von den höheren Offizieren eingenommen. Ein kahlköpfiger General mit dem Georgenkreuz um den Hals stand starr und unbeweglich. Augenscheinlich war es ein Deutscher, denn er bekreuzigte sich nicht und schien geduldig das Ende der Gebete abzuwarten, das er aber notwendig fand, um die Stimmung der Soldaten zu heben. Peter bemerkte einige bekannte Gesichter. Als die Sänger zum zwanzigsten Mal mit sichtlicher Ermüdung den Gesang anstimmten, zeigten alle Mienen tiefes Gefühl. Endlich näherte sich eine wichtige Persönlichkeit dem Bilde, für welche er sogleich eine Gasse öffnete. Es war Kutusow, der nach Tatarinowo zurückkehrte, nachdem er die Gegend betrachtet hatte. Peter erkannte ihn sofort. Er trug einen langen Mantel auf dem gewölbten Rücken. Er trat etwas schwankend ein. Blieb hinter dem Priester stehen und machte mechanisch das Zeichen des Kreuzes. Dann neigte er tief seinen grauen Kopf. Er war begleitet von Bennigsen und seinem Generalstab. Ungeachtet der Anwesenheit des Oberkommandierenden, welche die Aufmerksamkeit der Generale abgelenkt hatte, beteten die Soldaten weiter, ohne sich stören zu lassen. Als die Gebete beendigt waren, trat Kutusow vor. Kniete schwerfällig nieder und berührte die Erde mit seiner Stirn. Nach längeren, vergeblichen Anstrengungen, sich wieder zu erheben, gelang es ihm endlich, er spitzte die Lippen, wie die Kinder tun, und küsste das Bild. Die Generale folgten seinem Beispiel, dann die Offiziere und nach ihnen auch die Soldaten, welche einander drängten und stießen. Kapitel 165. Peter Krillowitsch, wie kommen Sie hierher? rief eine Stimme. Peter wandte sich um und erblickte Boris Drubezkoi, welcher seine Knie nach den Kniebeugungen abstäubte und sich ihm lachend näherte. Sein Äußeres war elegant. Er trug wie Kutusow einen langen Mantel. Während dieser Zeit hatte Kutusow das Dorf erreicht und sich vor einer Hütte auf einer Bank niedergelassen, welche ein Kosak in aller Eile herbeigebracht hatte. Ein glänzendes Gefolge umgab ihn. Die Prozession zog weiter, während Peter im Gespräch mit Boris etwa 30 Schritt von Kutusow stand. Peter sprach seinen Wunsch aus, an der Schlacht teilzunehmen. Das Beste wäre, beim General Bennigsen zu bleiben, sagte Boris, bei dem ich Ordonnanzoffizier bin. Ich werde von Ihnen mit ihm sprechen. Wollen Sie eine Idee von unserer Stellung haben? So kommen Sie mit uns. Wir gehen nach dem linken Flügel. Und wenn wir zurückkommen, müssen Sie mir das Vergnügen machen, mein Gast für die Nacht zu sein. Wir können sogar eine kleine Partie organisieren. Sie kennen ohne Zweifel Dimitri Sergejewitsch? Er liegt dort drüben in Gorki in Quartier. Aber ich hätte gern den rechten Flügel gesehen. Man sagt, er sei so stark. Das können Sie wohl, aber der linke Flügel ist der wichtigste. Vielleicht können Sie mir sagen, wo sich das Regiment des Fürsten Bolkonski befindet. Wir kommen dort vorüber, und ich werde Sie zum Fürsten führen. Was wollten Sie vom linken Flügel sagen? fragte Peter. Unter uns gesagt, der linke Flügel befindet sich in einer abscheulichen Stellung. Graf Bennigsen hatte einen ganz anderen Plan und wollte auch jenen Hügel dort unten befestigen, aber seine Hoheit hat es nicht erlaubt, denn Boris sprach nicht weiter, weil er den Adjutanten Kutusows, Kaisarow, auf sich zukommen sah. Kaisarow. rief Boris lebhaft, ich erkläre dem Grafen unsere Stellung. Er bewundert seine Durchlaucht, welcher die Absicht des Feindes so gut durchschaut hat. Sie sprachen vom linken Flügel? fragte Kaisarow. Ja, gerade der linke Flügel ist jetzt furchtbar. Obgleich Kutusow aus seinem Hauptquartier alle unnützen Leute fortgeschickt hatte, hatte Boris doch verstanden, seine Stellung zu behaupten, indem er sich dem Grafen Bennigsen attachieren ließ, der große Stücke auf ihn hielt. Die Armee war in zwei Lager geteilt, das von Kutusow und das von Bennigsen, dem Chef des Generalstabs, und Boris verstand es sehr geschickt, während er für Kutusow eine tiefe Achtung an den Tag legte, zu verstehen zu geben, dass dieser Greis unfähig sei, die Kriegsführung zu leiten. Und dass in der Tat Bennigsen der wirkliche Leiter sei. Man stand jetzt vor dem entscheidenden Augenblick, welcher Kutusow vernichten und die Gewalt Bennigsen überliefern sollte. Oder aber, wenn Kutusow die Schlacht gewann, so hätte man nicht verfehlt, verständlich zu machen, dass alle Ehre dafür Bennigsen gebühre. In jedem Falle wären zahlreiche Belohnungen zur Verteilung gekommen. Diese Aussicht versetzte Boris in fieberhafte Aufregung. Peter war bald von mehreren Offizieren, die er kannte, umgeben, welche nach Kaisarow gekommen waren, und hatte Mühe, alle Fragen zu beantworten. Kutusow bemerkte Peter in der Gruppe und ließ ihn durch seinen Adjutanten rufen. Peter begab sich gleich zu ihm, aber in demselben Augenblick näherte sich auch ein Mann vom Landsturm Kutusow und kam Peter zuvor. Das war Dolochow. Wie kommt der Mensch hierher? fragte Peter. Der Taugenichts drängt sich überall ein, erwiderte man ihm. Er ist degradiert worden, kommt aber wieder auf die Oberfläche des Wassers. Er hat verschiedene Projekte eingereicht und ist bis zu den feindlichen Vorposten geschlichen. Man kann ihm nicht abstreiten, dass er Mut hat. Peter nahm ehrerbietig den Hut vor Kutusow ab. Ich habe mir überlegt, sagte Dolochow, wenn ich eure Durchlaucht benachrichtigen würde, könnten sie mich wegjagen oder mir sagen, die Sache sei schon bekannt. Ja, ja sagte Kutusow. Aber ich sagte mir auch, wenn ich Erfolg habe, so leiste ich dem Vaterland einen Dienst, für das ich bereit bin, mein Leben zu lassen. Wenn eure Durchlaucht einen Menschen braucht, der seine Haut nicht schont, so bitte ich an mich zu denken. Ja, ja, erwiderte Kutusow, der seinen Blick lachend auf Peter richtete. In demselben Augenblick trat Boris mit der Gewandtheit eines Höflings vor. Um sich neben Peter zu stellen, mit dem er anscheinend eine begonnene Unterhaltung fortsetzte. Sie sehen, Graf, die Landstürmer haben weiße Hemden angezogen, um sich auf den Tod vorzubereiten. Ist das nicht Heroismus? Boris hatte augenscheinlich diese Worte nur in der Absicht ausgesprochen, um gehört zu werden. Seine Berechnung war richtig. Kutusow fragte ihn, was er vom Landsturm gesagt habe. Er wiederholte seine Worte. Ja. Es ist ein unvergleichliches Volk, bemerkte Kutusow und schlug die Augen auf. Unvergleichlich, murmelte er nochmals. Sie wollen also Pulver riechen? fragte er Peter. Ein angenehmer Geruch, sicherlich. Ich habe die Ehre, zu den Verehrern Ihrer Frau Gemahlin zu gehören. Wie befindet sie sich? Mein Biwak steht zu Ihren Diensten. Mit greisenhafter Zerstreutheit wandte Kutusow den Kopf zur Seite, als ob er vergessen hätte, was er zu sagen oder zu tun hatte. Dann schien er plötzlich gefunden zu haben, was er suchte und winkte Andrej Kassarow, den Bruder seines Adjutanten, zu sich. Wie lauten die Gedichte Marins? Sagen Sie doch einmal her, sagte er augenscheinlich in ironischer Stimmung. Während Kassarow sie deklamierte, begleitete sie Kutusow lächelnd mit Kopfnicken. Als Peter sich wieder von Kutusow entfernte, Näherte sich ihm Dolochow und reichte ihm die Hand entgegen. Sehr erfreut, Sie wiederzusehen, Graf, sagte er laut und mit besonderer Feierlichkeit. Am Abend vor dem Tag, welchen zu überleben nicht allen von uns beschieden sein wird, freue ich mich, Gelegenheit zu haben, um Ihnen zu sagen, dass ich unsere früheren Missverständnisse bedauere und dass ich wünsche, dass Sie keinen Groll gegen mich hätten und bitte Sie, mir zu verzeihen. Peter blickte Dolochow lächelnd an und wusste nicht, was er sagen sollte. Dolochow umarmte und küsste Peter unter Tränen. Boris sprach einiges mit seinem General, dem Grafen Bennigsen, welcher sich darauf an Peter wandte und ihm vorschlug, mit ihm zusammen die Linie entlang zu reiten. Nach einer halben Stunde begab sich Kutusow nach Tatarinowo und Bennigsen ritt mit seiner Suite, der sich Peter anschloß, die Linie entlang. Kapitel 166. Bennigsen ritt von Gorki die große Landstraße nach der Brücke hinab. Im Zentrum der Stellung ritten sie über die Brücke in das Dorf Borodino, bogen von dort links ab und ritten an einer großen Anzahl Soldaten und Kanonen vorüber nach einem hohen Hügel, auf welchem die Landsturmleute eine Schanze gruben. Das war die Redut, welche später Rajewski Redut oder Hügelbatterie genannt wurde. Peter wusste nicht, dass diese Redoute für ihn der denkwürdigste Punkt des ganzen Schlachtfeldes sein werde. Dann ritten sie durch eine Schlucht nach Semenowskoje, wo die Soldaten die letzten Balken der Hütten fortschleppten. Hierauf ritten sie wieder eine Anhöhe hinan, an neu aufgestellte Artillerie vorüber nach einer Befestigung, an welcher noch gegraben wurde. Bennigsen blickte nach der Redoute bei Shevardino hinüber, welche noch gestern unser war. Einige Reiter, welche man dort erblickte, hielten die Offiziere für Napoleon oder Murat. Bennigsen wandte sich an einen auf ihn zukommenden General und begann die ganze Stellung unserer Truppen zu erklären. Peter hörte gespannt auf Bennigsens Worte, musste aber zu seinem Bedauern bemerken, dass seine geistigen Fähigkeiten ungenügend waren, um diese Erläuterungen der bevorstehenden Schlacht zu begreifen. Von der Verschanzung ritten sie noch weiter nach links in einen niedrigen Birkenwald. Vor ihnen sprang ein Hase auf, erschreckt durch die Hufschläge, und verschwand in dem Gebüsch. Nach einem Weg von etwa zwei Kilometer durch den Wald kamen sie auf freies Feld hinaus, auf welchem die Truppen des Armeekorps von Tutschkow standen, welche den linken Flügel verteidigen sollten. Hier auf dem äußersten linken Flügel sprach Bennigsen viel und lebhaft und traf, wie es Peter schien, wichtige Anordnungen. Vor der Stellung der Truppen Tutschkows befand sich eine Anhöhe, welche nicht von Truppen besetzt war. Bennigsen tadelte laut diesen Fehler und einige Generale stimmten ihm bei, worauf Bennigsen befahl, auf seine Verantwortung die Truppen vorzuschieben. Sogar Peter wunderte sich darüber, wie es möglich war, einen so groben Fehler zu begehen. Er wusste nicht … Dass diese Truppen nicht zur Verteidigung der Stellung bestimmt waren, wie Bennigsen glaubte, sondern verdeckt in einem Hinterhalt aufgestellt waren, um den vorrückenden Feind plötzlich zu überfallen. Bennigsen wusste das nicht und schob die Truppen weiter vor, ohne dem Oberkommandierenden davon Mitteilung zu machen. Kapitel 167 An diesem hellen Augustabend des 25. Lag Fürst André in einer zerfallenen Scheune des Dorfes Knjaskowo, wo sein Regiment stand. Durch die Löcher in den Wänden blickte er auf das Feld hinaus, auf welchem die Lagerfeuer der Soldaten rauchten. Drückend und unnütz erschien ihm sein Leben, und er befand sich jetzt wieder, wie vor sieben Jahren am Vorabend der Schlacht bei Austerlitz, in einer erregten und gereizten Stimmung. Er hatte die Befehle zur Schlacht erhalten und ausgegeben und hatte jetzt nichts weiter zu tun. Er wusste, dass die bevorstehende Schlacht die schrecklichste von allen denen sein musste, an denen er teilgenommen. Der Gedanke an die Möglichkeit des Todes erwachte jetzt lebhaft in seiner Seele mit drohender Klarheit und Schärfe, und alles, was ihn früher in Anspruch genommen und gequält hatte, erschien ihm jetzt im kalten, bleichen, schattenlosen Licht. Er sah sein ganzes Leben wie in einer Zauberlaterne. Ja, das sind sie, diese Gestalten in groben Umrissen, welche mir einst schön und geheimnisvoll erschienen waren. Das allgemeine Wohl, die Liebe zum Weibe, zum Vaterland, wie groß erschienen mir einst alle diese Bilder. Mit welchem tiefen Sinn schienen sie mir erfüllt zu sein. Und das alles erscheint mir jetzt so einfach und leer. Er blickte auf die Birken hinaus, deren gelbgrüne Blätter in der Sonne erglänzten, und dachte an das Leben auf Erden, wenn er nicht mehr sein werde. Ein Frost lief über seinen Rücken. Rasch stand er auf, verließ die Scheune und ging umher. Wer ist da? rief André, als er Stimmen vernahm. Der rotnasige Kapitän Timochin, der frühere Vorgesetzte Dolochows, welcher jetzt wegen Mangel an Offizieren ein Bataillon befehligte, näherte sich schüchtern der Scheune, begleitet von einem Adjutanten und dem Zahlmeister des Regiments. Fürst André hörte die Meldung der Offiziere an, erteilte noch einige Befehle und wollte sie entlassen, als er hinter der Scheune eine bekannte Stimme vernahm. Fürst André erblickte Peter, der auf ihn zukam. Der Anblick von Leuten seiner Welt, besonders Peters, der ihn an die schwere Zeit erinnerte, die er in Moskau verlebt hatte, war ihm peinlich. »Ach, sieh da«, sagte er, »wie unerwartet«. Seine Miene war mürrisch, fast feindselig. Peter bemerkte dies sogleich. Seine gehobene Stimmung schwand. Ich kam, wissen Sie, es interessiert mich, äh, sagte Peter, ich wollte die Schlacht sehen. Ja, ja, aber was sagen deine Brüder, die Freimaurer vom Krieg? fragte André spöttisch. Was macht Moskau? Was machen die meinigen? Sind sie endlich in Moskau angekommen? fragte er ernst. Ja, sie sind angekommen. Julie Rubitzkoi hat es mir gesagt. Ich wollte sie besuchen, traf sie aber nicht an. Sie sind auf das Gut bei Moskau gezogen. Kapitel 168 Die Offiziere wollten gehen, aber Fürst André, welcher nicht mit seinem Freund allein bleiben wollte, lud sie zum Tee ein. Die Offiziere blickten die dicke, mächtige Gestalt Peters erstaunt an und hörten auf seine Nachrichten aus Moskau und auf seine Bemerkungen über die Stellung unserer Truppen, die er gesehen hatte. Du hast also die ganze Stellung begriffen, unterbrach ihn Fürst André. Nun, ich bin kein Krieger und kann nicht sagen, dass ich alles verstanden habe, aber doch die allgemeine Stellung. Nun, dann weißt du mehr als irgendjemand, sagte Fürst André. Wie? sagte Peter erstaunt. Und was sagen Sie über die Ernennung Kutusows? Ich war sehr erfreut darüber. Aber was ist Ihre Meinung von Barclay de Tolly? In Moskau spricht man viel von ihm. Frage diese Herren, erwiderte Fürst André. Es ist hell geworden, Erlaucht, als der Alte kam, sagte Timochin mit schüchternem Blick nach seinem Vorgesetzten. Warum das? fragte Peter. Nun sehen Sie, zum Beispiel Holz oder Fourage. Wir marschierten von Svenziani ab und durften nichts anrühren, alles mussten wir ihm überlassen. Nicht wahr, Erlaucht? In unserem Regiment wurden zwei Offiziere dafür vor Gericht gestellt, aber als der Durchlauchtigste kam, wurde alles anders, alles hell. Warum hatte Barclay de Tolly das verboten? Timochin wusste nicht, wie er darauf antworten sollte. Das Land sollte nicht verheert werden, dass wir dem Feinde überlassen, sagte Fürst André mit boshaftem Spott. Nun, und bei Smolensk hat er auch ganz richtig überlegt, dass die Franzosen uns umgehen können, weil sie die Übermacht hatten. Aber er konnte nicht begreifen, rief Fürst André plötzlich mit grollender Stimme, dass wir uns damals zum ersten Mal um russisches Land schlugen und dass der Geist der Truppen so vortrefflich war, wie ich ihn nie gesehen hatte. Aber er befahl den Rückzug und alle Anstrengungen und Verluste waren verloren. Er ist jetzt nicht am Platz, weil er alles gründlich und genau überlegt, wie ein echter Deutscher. Und in eurem Club ist euch eingefallen, er sei ein Verräter? Dadurch wird er später nur wieder zum Helden oder Genie gemacht, was noch weniger richtig ist. Er ist ein ehrlicher, sehr pünktlicher Deutscher, der aber den russischen Geist nicht versteht. Aber er ist ein geschickter Heerführer, sagte Peter. Was bedeutet das? sagte Fürst André spöttisch. Nun, ein Führer, der alle Zufälle voraussieht und die Absichten des Gegners errät. Das ist unmöglich, sagte Fürst André. Aber. Man sagt doch, erwiderte Peter, der Krieg sei ein Schachspiel. Ja, nur mit dem kleinen Unterschied, dass man beim Schachspiel jeden Zug überlegen kann, solange man will, und dass ein Pferd immer stärker ist als ein Bauer, und zwei Bauern immer stärker sind als einer. Im Kriege aber ist ein Bataillon zuweilen stärker als eine Division, zuweilen schwächer als eine Kompanie. Glaube mir. Wenn etwas von den Anordnungen des Generalstabs abhängen würde, so wäre ich dort geblieben und würde auch anordnen. Stattdessen habe ich die Ehre, mit diesen Herren beim Regiment zu dienen, und ich glaube, dass der morgige Tag von uns und nicht vom Generalstab abhängen wird. Der Erfolg hängt niemals ab vom Terrain, der Bewaffnung, noch von der Zahl und am allerwenigsten von der Stellung. Wovon denn? Von jenem Gefühl, das in mir und in jedem Soldaten ist. Timochin blickte erschreckt seinen Vorgesetzten an, welcher jetzt im Gegensatz zu seiner früheren Schweigsamkeit ungewöhnlich erregt war. Die Schlacht gewinnt der, der fest entschlossen ist, sie zu gewinnen. Du sagst, unsere Stellung, besonders der linke Flügel, sei schwach, aber das ist alles Unsinn. Was steht uns morgen bevor? 100 Millionen Zufälligkeiten, welche zum Sieg oder zur Niederlage führen, aber alles, was jetzt geschieht, ist nur Zeitvertreib. Die Wahrheit ist, dass diejenigen, mit denen du längst der Stellung hingeritten bist, nicht nur zum Verlauf der Schlacht nichts beitragen, sondern ihn noch stören. Sie sind nur mit ihren eigenen kleinlichen Interessen beschäftigt. In einem solchen Augenblick fragte Peter vorwurfsvoll. Gewiss. Sie denken nur daran, ein Kreuz oder Ordensband zu erhalten. Ich sehe die Sache anders an. Hunderttausend Russen und hunderttausend Franzosen sind zusammengekommen, um sich zu schlagen, und wer sich wütender schlägt und weniger schont, der wird Sieger. Aber ich sage dir, was auch dort geschehen mag und welche Konfusion dort oben herrschen mag, wir gewinnen morgen die Schlacht. Das ist die Wahrheit erlaucht, bemerkte Timochin. Glauben Sie mir, die Soldaten in meinem Bataillon tranken keinen Schnaps, es ist jetzt nicht Zeit dazu, sagten sie. Alle schwiegen. Als die Offiziere gegangen waren, wollte Peter das Gespräch fortsetzen und sagte, Sie glauben also, dass die Schlacht morgen gewonnen wird? Ja, ja, erwiderte Fürst André zerstreut. Wenn ich die Macht hätte, würde ich verbieten, Gefangene zu machen. Wozu das? Die Franzosen haben mein Haus zerstört, wie sie Moskau zerstören werden, und beleidigen mich jeden Augenblick. Sie sind meine Feinde. Sie sind Verbrecher nach meinen Begriffen. Und so denkt auch Timochin und das ganze Heer. Man muss sie vernichten. Ja, ja, sagte Peter mit glänzenden Augen. Ich bin ganz ihrer Ansicht. Keinen Gefangenen, fuhr Fürst André fort. Das würde den ganzen Krieg ändern und ihn weniger grausam machen. Dieses Prahlen mit Großmut und Empfindsamkeit kommt mir vor wie die gefühlvollen Damen, welche in Ohnmacht fallen, wenn sie sehen, wie ein Kalb geschlachtet wird. Sie können kein Blut sehen, aber einen Kalbsbraten mit schmackhafter Soße essen sie mit Appetit. Man spricht von Kriegsrecht, von Ritterlichkeit. Von Schonung der Unglücklichen, das ist alles Unsinn. Sie plündern fremde Häuser, fabrizieren falsches Papiergeld, töten meine Kinder, meinen Vater und sprechen von Kriegsgesetzen und Großmut gegen Feinde. Keine Gefangenen, alle umbringen und selbst in den Tod gehen. Wer dazu gelangt ist, wie ich, durch dieselben Leiden. Fürst André, welcher immer gedacht hatte, es sei ihm gleichgültig, ob Moskau eingenommen werde, wurde plötzlich durch einen inneren Krampf unterbrochen der ihm die Kehle zuschnürte er ging einige male schweigend auf und ab seine augen glänzten fieberhaft und seine lippen zuckten ohne diese koketterie mit großmut im krieg würden wir nur dann in den krieg ziehen wenn es wirklich sein muss und nicht wegen kleinlicher interessen der krieg ist kein amüsement sondern die abscheulichste sache im leben Daran muss man denken und nicht mit dem Krieg spielen. Man muss diese schreckliche Notwendigkeit ernst und streng auffassen. Der Krieg ist kein Kinderspiel. Der Kriegerstand ist der rühmlichste Stand. Aber was ist der Krieg? Was ist nötig zum Erfolg? Was ist der Charakter des Kriegerstandes? Das Ziel des Krieges ist der Mord. Die Waffe des Krieges ist Spionage und Verrat. Die Verheerung der Länder, die Plünderung der Einwohner zur Unterhaltung des Heeres, dann Lug und Trug, die man Kriegslist nennt. Der Charakter des Kriegerstandes ist die Abwesenheit aller Freiheit, das heißt die Disziplin, Müßiggang, Grausamkeit, Trunkenheit und ungeachtet dessen ist das der höchste Stand, der von allen verehrt wird. Alle Kaiser außer dem chinesischen tragen Uniform und wer am meisten Menschen tötet, erhält die größte Belohnung. Wie morgen stoßen sie zusammen, um Zehntausende zu ermorden. Und dann wird ein Dankgottesdienst gefeiert dafür, dass man viele Menschen erschlagen habe. Wie wird Gott dies Gebet aufnehmen? rief Fürst André mit dünner, kreischender Stimme. Ach, Freund, in letzter Zeit ist mir das Leben schwer geworden. Ich sah, dass ich schon zu viel begriffen habe. Es ist nicht gut für den Menschen, vom Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Nun, auf Wiedersehen, fügte er hinzu. Jetzt geh schlafen. Und auch für mich ist Zeit. Reite nach Gorki, sagte plötzlich Fürst André. Vor einer Schlacht muss man ausschlafen. Er küsste Peter und ging hastig in die Scheune zurück. Einige Zeit blieb Peter schweigend stehen und überlegte, ob er André nachfolgen oder nach Hause reiten sollte. Nein, er braucht mich nicht, schloss er, und ich weiß, dass wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Mit einem schweren Seufzer kehrte er nach Gorki zurück. Kapitel 169. Am 25. August, dem Tage vor der Schlacht bei Borodino, kam der Hofmarschall Napoleons, Monsieur de Bosset und der Oberst Fabier im Hauptquartier Napoleons an. Der erste aus Paris, der andere aus Madrid. Bosset ließ die von ihm mitgebrachten kaiserlichen Sachen vor sich in das Zelt Napoleons tragen, wo er die Kiste auszupacken begann. Während er sich mit dem Adjutanten unterhielt, Fabier sprach vor dem Zelt mit bekannten Generalen. Napoleon war noch mit seiner Toilette beschäftigt. Schnaubend bot er den dicken Rücken, bald seine fleischige Brust der Bürste entgegen, mit der der Kammerdiener ihn abrieb. Ein anderer Diener bespritzte mit wichtiger Miene den Kaiser mit kölnischem Wasser. Die kurzen Haare Napoleons waren feucht und zerzaust, aber sein Gesicht, obgleich aufgedunsen und gelb, Drückte physisches Vergnügen aus. Tüchtig, tüchtig, sagte er zu dem Kammerdiener. Ein Adjutant trat ein, um dem Kaiser zu melden, wie viel Gefangene im gestrigen Gefecht gemacht wurden. Er blieb bei der Tür stehen und wartete auf die Erlaubnis einzutreten. Napoleon sah ihn finster von der Seite an. Keine Gefangenen, wiederholte er die Worte des Adjutanten. Sie wollen also ausgerottet sein. Umso schlimmer für die russische Armee, sagte er. Tüchtig, tüchtig wiederholte er. »Gut, lassen Sie de Bosset und Fabvier auch eintreten,« sagte er mit einem Kopfnicken zu dem Adjutanten. »Zu Befehl, Majestät!« Der Adjutant verschwand. Rasch legten die Diener dem Kaiser die blaue Gardeuniform an, und der Kaiser trat mit festen, raschen Schritten in das Empfangszimmer. Bosset war beschäftigt, das von ihm überbrachte Geschenk der Kaiserin auf zwei Stühlen aufzustellen, aber der Kaiser trat unerwartet ein, bevor er mit seinen Vorbereitungen fertig war. »Was ist das?« fragte Napoleon, als er bemerkte, dass alle nach einem Gegenstand blickten, der mit einem Tuch bedeckt war. Mit höfischer Gewandtheit, ohne seinen Rücken zu zeigen, machte Bosset eine halbe Wendung, trat zwei Schritte zurück und zog sogleich das Tuch weg. »Ein Geschenk für Eure Majestät von der Kaiserin«, sagte er, »es war das Bild eines Knaben, das in hellen Farben von Gérard gemalt war.« es war ein sehr hübscher blondlockiger Knabe mit dem Blick des Christuskindes auf dem Bilde der sixtinischen Madonna, welcher mit einer Kugel und einem Stäbchen spielte. Die Kugel bedeutete die Erdkugel und das Stäbchen in der anderen Hand das Zepter. Der König von Rom, sagte der Kaiser, indem er mit einer graziösen Gebärde nach dem Bilde deutete. Mit der dem Italiener eigenen Fähigkeit, den Gesichtsausdruck nach Belieben zu wechseln, trat er auf das Bild zu, mit der Miene gedankenvoller Zärtlichkeit. Er fühlte, dass das, was er jetzt tat und sagte, Geschichte war, und hielt es für das Beste, im Gegensatz zu seiner Machtfülle, welche dem Sohn erlaubte, mit der Erdkugel Ball zu spielen, die einfachste, väterliche Zärtlichkeit zu zeigen. Er trat näher, blickte sich nach einem Stuhl um, der ihm sofort zugeschoben wurde, setzte sich dem Bilde gegenüber. Eine Handbewegung, und alle verließen auf Zehn Spitzen das Zimmer. Nachdem er einige Zeit mit seinen Gefühlen allein gewesen, stand er auf und berief wieder Bosset und den Adjutanten zu sich. Er befahl, das Bild vor dem Zelt aufzustellen, damit seine alte Garde des Glückes teilhaftig werde, den König von Rom zu sehen, den Sohn und Nachfolger ihres angebeteten Herrn. Wie er erwartet hatte, drängten sich sogleich die Offiziere und Soldaten seiner alten Garde vor dem Zelt um das Bild. Vive l'empereur, es lebe der König von Rom. Riefen begeisterte Stimmen. Nach dem Frühstück diktierte Napoleon einen Armeebefehl. Kurz und energisch, sagte Napoleon, als er selbst die in einem Guss ohne Änderung niedergeschriebene Proklamation las. Soldaten, die Schlacht ist da, die ihr so lange herbeigewünscht habt. Der Sieg hängt von euch ab. Er ist uns notwendig und wird euch alles Nötige liefern: bequeme Quartiere und baldige Rückkehr ins Vaterland. Benehmt euch so wie bei Austerlitz. Friedland, Vitebsk und Smolensk. Die spätere Nachkommenschaft wird sich eurer Taten an diesem Tag mit Stolz erinnern. Von jedem von euch wird man sagen, auch er war dabei in der großen Schlacht vor Moskau. Nehmt das Bild fort, sagte er mit majestätischer Würde. Es ist noch zu früh für ihn, ein Schlachtfeld zu sehen. Kapitel 170 Diesen ganzen Tag war Napoleon zu Pferd, besichtigte die Gegend, überlegte Pläne, welche ihm seine Marschalle vorlegten, und erteilte persönlich seinen Generalen Befehle. Zurückgekehrt von einem zweiten Ritt, sagte Napoleon Das Schachspiel ist aufgestellt, morgen beginnt die Partie. Dann ließ er sich Punsch bringen, rief Bosset zu sich und sprach mit ihm über Paris und über den Hofstaat der Kaiserin. Der Hofmarschall war erstaunt über die Genauigkeit, mit der sich Napoleon der geringsten Einzelheiten des Hoflebens erinnerte, Nachdem er sein zweites Glas Punsch geleert hatte, ließ er sich nieder, um vor der ernsten Aufgabe des kommenden Tages zu schlafen. Doch der Gedanke daran erregte ihn so sehr, dass er nicht einschlafen konnte und schon um drei Uhr morgens in den großen Mittelraum des Zeltes trat. Er fragte, ob die Russen nicht abgezogen seien und erfuhr, dass die Lagerfeuer noch immer auf denselben Stellen brannten. Aufblickend nickte er mit dem Kopf. Der Adjutant trat in das Zelt. Nun, Rapp, wie denken Sie? Wie werden heute unsere Sachen stehen? Vortrefflich, ohne jeden Zweifel, Majestät, erwiderte Rapp. Arme Armee, sagte Napoleon plötzlich, sie hat sich seit Smolensk sehr vermindert. Fortuna ist ein feiles Weib, Rapp, das habe ich immer gesagt. Aber die Garde, Rapp, ist die Garde in gutem Stand? fragte er. Ja, Majestät, erwiderte Rapp. Napoleon nahm eine Pastille, steckte sie in den Mund und blickte auf die Uhr. Schlafen wollte er nicht, aber bis zum Morgen war es noch lange. Haben Sie der Garde Zwieback und Reis gegeben? fragte er streng. Ja, Sir. Auch Reis? Rapp erwiderte, dass er den Befehl des Kaisers in Betreff des Reises befördert habe, aber Napoleon schüttelte unzufrieden den Kopf, als ob er nicht daran glaube, dass sein Befehl erfüllt worden sei. Ein Diener trat ein mit einem Glas Punsch. Napoleon befahl, Rapp auch ein Glas zu bringen, und trank schweigsam aus dem seinigen Ich habe keinen Geruch, keinen Geschmack, sagte er an dem Glas riechend. Dieser Schnupfen ist unerträglich. Man spricht von Medizin, aber was hilft Medizin, wenn sie keinen Schnupfen heilen kann? Corvisart hat mir diese Pastillen gegeben, aber sie helfen nichts. Was können sie eigentlich heilen? Nichts. Unser Körper ist eine Maschine für das Leben, dafür ist er eingerichtet. Man muß das Leben in Ruhe lassen, und es wird sich selbst verteidigen, besser, als wenn man es mit Arzneimitteln stört. Plötzlich verfiel er auf einen anderen Gedanken. Wissen Sie, Rapp, was die Kriegskunst ist? fragte er. Die Kunst, in einem gegebenen Augenblick stärker zu sein als der Feind. Das ist alles. Rapp gab keine Antwort. Morgen haben wir mit Kutusow zu tun. Wir wollen sehen. Erinnern Sie sich? Bei Braunau kommandierte er die Armee, und in drei Wochen hat er sich nicht ein einziges Mal zu Pferde gesetzt, um die Befestigungen zu besichtigen. Nun, wir werden sehen. Er blickte auf die Uhr. Es war erst vier Uhr. Er wollte nicht schlafen. Der Punsch war ausgetrunken und doch war nichts zu tun. Er stand auf, ging hin und her, legte einen warmen Mantel um und verließ das Zelt. Die Nacht war dunkel und feucht. In der Nähe brannten die Wachtfeuer mit kleinen Flammen. Überall war es still. Und deutlich hörte man die Schritte französischer Truppen, welche sich schon in Bewegung setzten, um ihre Stellungen einzunehmen. Vor der Schildwache, welche wie eine schwarze Säule vor dem Zelt stand, hielt der Kaiser an. Seit wann im Dienst? fragte er mit dem gewohnten, freundlich-barschen, kriegerischen Ton, mit dem er zuweilen seine Soldaten anredete. Der Soldat antwortete ihm: Ah, einer von den Alten. Habt ihr Reis erhalten im Regiment? Ja, Majestät. Napoleon nickte mit dem Kopf und ging weiter. Um halb sechs Uhr stieg Napoleon beim Dorf Schewadino zu Pferde. Es begann zu tagen. Nur eine Wolke lag im Osten. Die Lagerfeuer erbleichten im schwachen Morgenlicht. Rechts ertönte ein einzelner Kanonenschuss und er starb in der allgemeinen Stille. Einige Minuten vergingen. Ein zweiter, ein dritter Schuss donnerte. Dann ein vierter und fünfter ganz in der Nähe. Noch waren die ersten Schüsse nicht verheilt, als noch andere ertönten und immer mehr und mehr in rascher Folge. Napoleon ritt mit seiner Suite nach Shevardino und stieg bei der Redoute vom Pferde. Das Spiel hatte begonnen. Kapitel 171 Als Peter nach Gorki zurückgekommen war, befahl er seinem Reitknecht, die Pferde frühmorgens bereit zu halten und ihn zu wecken. Dann schlief er sogleich ein in einer Ecke des Verschlags. Als Peter am anderen Morgen erwachte, war niemand mehr in der Hütte. Die Fenster zitterten, der Stallmeister stand am Bett und schüttelte ihn. Erlaucht, 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 wiederholte er hartnäckig, ohne Peter anzublicken und schien schon alle Hoffnung zu verlieren, ihn erwecken zu können. Was hat es schon angefangen? fragte Peter erwachend. Belieben Sie das Schießen zu hören, sagte der Stallmeister, ein verabschiedeter Soldat. Alle Herren sind schon hinausgegangen, selbst seine Durchlaucht ist schon lange abgefahren. Peter kleidete sich hastig an und lief auf die Treppe hinaus. Draußen war es hell, frisch und tauig, die Sonne brach eben aus einer Wolke hervor. Deutlicher hörte man den Kanonendonner. Ein Adjutant trabte mit Kosaken vorüber. Es ist Zeit, Graf, es ist Zeit, rief der Adjutant. Peter ließ sein Pferd vorführen und ritt hinaus auf der Straße nach dem Hügel, von dem aus er gestern das Schlachtfeld überblickt hatte. Auf diesem Hügel stand eine Gruppe Offiziere. Man hörte ihr französisches Gespräch und sah den weißen Kopf Kutusows mit seiner weißen Mütze mit rotem Rand. Kutusow blickte mit einem Fernrohr die große Straße entlang. Peter war entzückt über das prachtvolle Schauspiel. Es war dasselbe Panorama, das er gestern von diesem Hügel aus bewundert hatte, jetzt aber war die ganze Gegend mit Truppen bedeckt, und die schiefen Strahlen der Morgensonne trafen die zahlreichen Rauchwolken der Schüsse. Ferne Wälder fassten das Panorama ein, und bis hinter Walujew konnte man die große Straße nach Smolensk verfolgen, die ganz von Truppen bedeckt war. In der Nähe glänzten die Felder und Waldlichtungen in goldenem Schein, überall, vorwärts, rechts und links bewegten sich truppen alles war beliebt majestätisch aber am meisten war peter ergriffen vom anblick des schlachtfeldes selbst des dorfes borodino und der brücke über die kolotscha über borodino und der kolotscha besonders dort wo das flüsschen Wojna mit seinen sumpfigen ufern in die kolotscha mündet lag dichter nebel der unter den strahlen der sonne nach und nach zerfloß und durchsichtig wurde durch den Nebel und den Pulverdampf sah man Bajonette im Morgenlicht blinken, dort drüben wurde die weiße Kirche von Borodino sichtbar und dann starke Truppenmassen, grüne Pulverwagen und Kanonen. Alles das bewegte sich oder schien sich zu bewegen, weil der Nebel und der Rauch sich über die ganze Gegend hinzogen. Zur Linken, längs der ganzen Linie erhoben sich beständig aus Nichts kleine Rauchwolken, die sich rasch aufblähten und ausbreiteten. Diese Rauchwolken waren Schüsse, deren Donner dem ganzen Schauspiel eine feierliche Schönheit verlieh. Fortwährend bildeten sich diese großen Rauchwolken, und dann noch näher erhob sich der schwächere Rauch vom Gewehrfeuer, dessen Krachen im Vergleich mit dem Kanondonner schwach erklang. Peter wollte dort sein, wo diese Rauchwolken sich erhoben, wo die Bajonette glänzten. Er blickte sich nach Kutusow und seiner Suite um, um seine Eindrücke mit denen der anderen zu vergleichen. Alle überblickten mit derselben Spannung das Schlachtfeld. Reite dorthin, mein Lieber. Christus sei mit dir, sagte Kutusow zu einem General, der neben ihm stand. Der General ging an Peter vorüber. Nach der Brücke, erwiderte er kalt als Antwort auf die Frage eines der Stabsoffiziere, wohin er gehe. Ich auch, ich auch, sagte Peter und folgte dem General nach. Dieser setzte sich auf ein Pferd, das ihm ein Kosak vorführte, während Peter zu seinem Stallmeister ging, der die Pferde hielt. Er wählte das Ruhigste, stieg auf und drückte dem Pferde die Absätze seiner nach auswärts gerichteten Füße in die Seite. Dann galoppierte er dem General nach, während er fühlte, dass seine Brille herabfallen wollte, dass er aber nicht imstande war, den Sattelknopf loszulassen, während die Offiziere ihm lächelnd nachsahen. Kapitel 172 Als der General, dem Peter nachsetzte, von der Höhe herabgekommen war, wandte er sich scharf nach links. Peter verlor ihn aus dem Gesicht und ritt in die Reihen von Infanteriemassen hinein, die vor ihm gingen. Er bemühte sich, bald links, bald rechts herauszukommen, aber überall waren Soldaten, die den dicken Menschen mit dem weißen Hut fragend und mit bösen Blicken ansahen. Was hat er mitten im Bataillon zu schaffen, sagte einer. Ein anderer stieß sein Pferd mit dem Kolben und Peter galoppierte den Soldaten voraus, wobei er sich kaum auf dem Pferde halten konnte. Vor ihm lag die Brücke, wo andere Soldaten standen und schossen. Bald kam Peter zur Brücke über die Kolotscha zwischen Gorki und Borodino, die während der ersten Entwicklung der Schlacht von den Franzosen angegriffen wurde. Peter sah, dass vor ihm die Brücke lag und dass auf beiden Seiten der Brücke und auf den Wiesen Soldaten in Rauch gehüllt sich bewegten, aber trotz des unaufhörlichen Gewehrfeuers hatte er keine Ahnung davon, dass hier das Schlachtfeld war. Er hörte nicht das Pfeifen der Kugeln und der schweren Geschosse, die über ihn hinwegflogen, er sah nicht den Feind am jenseitigen Ufer des Flusses, und lange bemerkte er auch keine Toten und Verwundeten, obgleich viele in seiner Nähe fielen. Was reitet dieser da vor der Linie umher? rief wieder jemand. Nach links, nach rechts, rief man ihm zu. Peter wandte sich nach rechts. Er traf unerwartet einen Adjutanten des Generals Rajewski. Dieser wollte Peter eben mit zornigem Blick anrufen, als er ihn erkannte und ihm mit dem Kopfe zunickte. Was machen Sie hier? fragte er und ritt weiter. Peter fühlte, dass er nicht an seiner Stelle war, und da er befürchtete, wieder jemand zu stören, ritt er dem Adjutanten nach. Was geht hier vor? Kann ich mit Ihnen kommen? fragte er. Gleich, gleich, erwiderte der Adjutant und galoppierte auf einen dicken Oberst zu, der auf der Wiese stand, meldete ihm etwas und wandte sich dann nach Peter um. Wie sind Sie hierher gekommen, Graf? sagte er lachend. Sind Sie immer noch so neugierig? Ja, ja, sagte Peter, aber der Adjutant wandte sein Pferd und ritt weiter. Hier geht's noch an, sagte der Adjutant, aber auf dem linken Flügel bei Bagration ist ein entsetzliches Blutbad. Wirklich? fragte Peter. Wo ist das? Nun, kommen Sie mit mir nach dem Hügel. Dort bei uns auf der Batterie ist's noch erträglich, sagte der Adjutant. Kommen Sie mit? Ja, ich komme, sagte Peter und suchte mit den Augen seinen Reitknecht. Hier sah Peter zum ersten Mal Verwundete, welche sich zu Fuß wegschleppten oder auf Tragen fortgebracht wurden. Auf der Wiese lag unbeweglich ein Soldat, dessen Chaco neben ihm lag. Warum hat man diesen nicht fortgebracht? fragte Peter. Aber als er das ernste Gesicht des Adjutanten sah, schwieg er. Peter konnte seinen Stallmeister nicht finden und ritt mit dem Adjutanten durch die Niederung nach dem Rajewski Hügel zu. Peters Pferd fing an zu hinken. Sie sind wohl nicht gewohnt zu reiten, Graf? fragte der Adjutant. Nein, es geht, aber das Pferd stößt sehr, sagte Peter verwundert. Äh, es ist verwundet, sagte der Adjutant, am rechten Vorderfuß unter dem Knie. Ich gratuliere zur Feuertaufe. Nachdem sie im Rauch am sechsten Chor vorbeigeritten waren, hinter der Artillerie, welche dort aufgestellt war und unter betäubendem Kanonendonner feuerte, kamen sie zu einem kleinen Wald. Im Walde war es kühl und ruhig. Peter und der Adjutant stiegen von den Pferden und gingen zu Fuß auf die Anhöhe zu. Ist hier der General? fragte der Adjutant die Soldaten. Er war eben hier und ist dort nach rechts hingeritten, antwortete man ihm. Der Adjutant blickte sich nach Peter um, da er nicht wusste, was er mit ihm machen sollte. Beunruhigen Sie sich nicht, sagte Peter. Ich gehe auf den Hügel. Kann ich? Ja, gehen Sie nur dahin. Von dort aus können Sie alles sehen, und es ist auch nicht so gefährlich dort. Ich werde Sie später abholen. Peter ging zu der Batterie, während der Adjutant weiterritt. Sie sahen sich nicht wieder, und erst viel später erfuhr Peter, dass dem Adjutanten an diesem Tag ein Arm abgerissen worden war. Der Hügel, auf welchen Peter zuging, war jene berühmte Stelle, welche später bei den Russen als Hügelbatterie oder Batterie Rajewski berühmt wurde und welche die Franzosen die Große Redoute nannten und für den wichtigsten Punkt der Stellung ansahen. Die Redoute war auf drei Seiten von Gräben umgeben und enthielt zehn Kanonen. In derselben Linie mit der Batterie standen zu beiden Seiten Kanonen, welche gleichfalls beständig feuerten. Etwas hinter den Kanonen stand Infanterie. Als Peter sich dieser Batterie näherte, ahnte er nicht, dass dieselbe der wichtigste Punkt des Schlachtfeldes war. Im Gegenteil, er war der Meinung, dass sie von ganz geringer Bedeutung wäre. Als er die Höhe des Hügels erreichte, setzte sich Peter am Ende des Grabens nieder, welcher die Batterie umgab, und mit einem freudig erregten Lächeln beobachtete er, was um ihn her vorging. Zuweilen stand er auf und ging in der Batterie umher. Er bemühte sich, den Soldaten nicht hinderlich zu sein, welche die Kanonen luden und nach vorn schoben oder mit Patronen und Kugeln beständig an ihm vorüberliefen. Die Kanonen dieser Batterie feuerten stets eine nach der anderen unter betäubendem Kanonendonner und hüllten die ganze Umgebung in Pulverdampf. Die Erscheinung der unkriegerischen Gestalt Peters mit dem weißen Hut schien anfangs unangenehmes Erstaunen zu erregen. Ein älterer Artillerieoffizier mit langen Beinen blickte ihn neugierig an. Ein kleines Offizierchen mit rundem Gesicht, fast noch ein Knabe, der eben erst aus dem Kadettenkorps gekommen sein musste, redete Peter streng an Mein Herr, gehen Sie aus dem Wege, hier können Sie nicht bleiben. Auch die Soldaten blickten Peter anfangs mißfällig an, aber als sie sahen, dass dieser Mensch mit dem weißen Hut nichts Böses tat, sondern friedlich an einer Ecke des Walles saß, oder mit schüchternem Lächeln jedem aus dem Wege ging und in der Batterie so ruhig umherspazierte wie auf der Promenade, ging ihre missfällige Verwunderung in eine humoristische Freundlichkeit über, ähnlich derjenigen, welche die Soldaten für Hunde, Hähne, Ziegen und andere Tiere zeigen, die sich ihnen anschließen. Sie nahmen Peter in ihre Familie auf, gaben ihm den Zunamen unser Barin, unser Herr und lachten über ihn. Zwei Schritte von Peter, Riss eine Kanonenkugel die Erde auf. Er schüttelte die Erdschollen von sich und blickte sich lächelnd um. Und Sie fürchten sich nicht, Herr? fragte ein breitschultriger Soldat mit rotem Gesicht, seine weißen Zähne zeigend. Fürchtest du dich denn? fragte Peter. Nun, natürlich, erwiderte der Soldat. So ein Ding verschont nichts. Wenn es in den Leib fährt, wirft es die Eingeweide heraus. Wie sollte man sich nicht fürchten? sagte er lachend. Einige Soldaten sahen ihn vergnügt an. Sie schienen nicht erwartet zu haben, dass er ebenso spreche wie alle. Eine Entdeckung, über die sie erfreut waren. Wir sind Soldaten, aber so ein Herr, das ist doch merkwürdig. An die Geschütze, schrie der kleine Offizier den Soldaten zu, die sich um Peter sammelten. Er schien zum ersten Mal zu kommandieren und beobachtete daher eine ganz besondere Pünktlichkeit. Das Geschütz und Gewehrfeuer verstärkte sich auf dem ganzen Feld. Besonders links hin bei den Verschanzungen Bagrations. Peter stand am Rande des Grabens und beobachtete das Treiben in der Batterie. Um 10 Uhr waren schon 20 Mann fortgetragen worden, zwei Geschütze waren außer Gefecht gesetzt und immer häufiger fielen Geschosse in die Batterie. Aber die Soldaten schienen es nicht zu bemerken und unterhielten sich mit heiteren Scherzreden. Judah, rief ein Soldat, nicht hierher, geh dort zur Infanterie. Ist es eine Bekannte? fragte lachend ein anderer Soldat seinen Kameraden, der sich vor einer vorüberfliegenden Granate tief verneigt hatte. Einige Soldaten blickten über den Wall hinüber. Die Kette ist zurückgezogen, siehst du? sagte der eine. Kümmert euch um euch, rief ihm ein alter Unteroffizier zu. Wenn sie zurückgegangen sind, so haben sie wahrscheinlich hinten etwas zu tun. Ach, unserem Barin hätte es beinahe den Hut abgerissen, sagte lachend ein Spaßvogel. »Ach, wie ungeschickt«, rief ein anderer vorwurfsvoll einer Kanonenkugel zu, welche ein Rad zerschlagen und einem Kanonier ein Bein abgerissen hatte. »Nun, ihr Füchse«, rief ein anderer den Landsturmleuten zu, welche den Verwundeten abzuholen kamen, »das ist wohl nicht nach eurem Geschmack?« Um zehn Uhr zog sich die Infanterie zurück, welche vor der Batterie im Gebüsch und an dem Flüsschen Kamenka gelegen hatte. Von der Batterie aus konnte man sehen, wie sie nach rückwärts vorüberliefen und auf den Gewehren die Verwundeten trugen. Ein General kam mit seiner Suite in die Batterie, sprach mit dem Obersten und blickte Peter zornig an. Dann ging er wieder den Hügel hinab, nachdem er der Bedeckung befohlen hatte, sich niederzulegen, um sich den Schüssen weniger auszusetzen. Dann hörte man Trommelschläge und Kommandorufe bei der Infanterie rechts von der Batterie, und man sah, wie die Infanterie sich wieder vorwärts bewegte. Peter blickte über den Wall. Die Reihen der Infanterie verschwanden im Rauch. Man hörte ihr gedehntes Geschrei und hastiges Schießen. Nach einigen Minuten kamen Verwundete vorüber und andere wurden auf Tragbaren getragen. Noch häufiger fielen Geschosse in die Batterie, wo einige Tote lagen. Die Soldaten arbeiteten noch lebhafter an den Geschützen. Niemand achtete mehr auf Peter. Zweimal wurde er heftig angeschrien, weil er jemand im Wege war. Der alte Offizier ging mit finsterem Gesicht und großen Schritten von einem Geschütz zum anderen. Eine drohende Wolke näherte sich. Peter stand neben dem älteren Offizier und das junge Offizierchen kam mit der Hand am Tschakko auf seinen Vorgesetzten zugelaufen. Habe die Ehre zu melden, Herr Oberst, dass wir nur noch acht Schüsse haben. Befehlen Sie, das Feuer fortzusetzen? fragte er. Kartätschen, rief der Oberst, ohne zu antworten, nachdem er über den Wall geblickt hatte. Plötzlich ging etwas vor. Der kleine Offizier stöhnte und ließ sich zur Erde nieder, wie ein Vogel, der im Fluge getroffen wurde. In den Augen Peters wurde alles sonderbar unklar. Eine Kugel nach der anderen fuhr pfeifend in die Brustwehr unter die Soldaten und Kanonen. Seitwärts von der Batterie liefen Soldaten mit Hurrageschrei nicht vorwärts, sondern rückwärts, wie es Peter schien. Eine Kanonenkugel schlug neben Peter ein und überschüttete ihn mit Erde. Ein schwarzer Ball flog an seinen Augen vorüber und schlug gleich darauf in etwas ein. Die Landsturmleute, welche in der Batterie waren, liefen davon. Kartätschen, schrie der Oberst wieder. Der Unteroffizier kam auf den Oberst zugelaufen und sagte mit ängstlichem Flüstern, wie ein Haushofmeister, der dem Herrn meldet, es sei kein Wein mehr da, es seien keine Geschosse mehr da. Halunken, was habt ihr gemacht? schrie der Offizier. Laufe zu den Reserven, bringe einen Pulverwagen her, rief er zornig. Ich werde gehen, sagte Peter. Der Offizier gab keine Antwort und ging mit großen Schritten nach der anderen Seite. Nicht schießen, wartet noch, rief er. Der Soldat, der den Befehl erhalten hatte, nach Munition zu gehen, stieß mit Peter zusammen. Ach, Barin, hier ist kein Platz für dich, sagte er und lief den Berg hinab. Peter eilte ihm nach. Eine, zwei, drei Kanonenkugeln flogen über ihn weg. Wohin gehe ich? fragte er sich plötzlich, als er schon bei den grünen Pulverwagen ankam. Unschlüssig blieb er stehen. Plötzlich warf ihn ein schrecklicher Stoß zur Erde. In demselben Augenblick erfolgte ein heftiger Schlag mit Krachen und Pfeifen und ein großes Feuer flammte auf. Als Peter wieder zu sich kam, saß er auf der Erde. Der Pulverwagen, bei dem er gestanden hatte, war verschwunden. Nur einige grüne, angesenkte Trümmer lagen auf dem verbrannten Gras. Ein Pferd lief über das Feld und das andere lag auf der Erde und stöhnte kläglich. Ein Pferd lief über das Feld und das andere lag auf der Erde und stöhnte kläglich. Kapitel 173. Heftig erschrocken sprang Peter auf und lief zur Batterie zurück, als einziger Zufluchtsort gegen alle Schrecken, die ihn umgaben. Als er den Graben erreichte, bemerkte er, dass in der Batterie keine Schüsse mehr hörbar waren. Er erblickte den Oberst am Walle liegend, als ob er hinabblicken wollte. Ein Soldat, den er früher bemerkt hatte, suchte sich von einigen Leuten loszureißen, die ihn hielten, und schrie Zu Hilfe. dann aber wurde er vor Peters Augen von einem Bajonett durchbohrt. Noch ehe er klar erkennen konnte, dass der Oberst gefallen und dieser Soldat gefangen war, stürzte ein hagerer, gelber Mensch mit schweißbedecktem Gesicht, in blauer Uniform, mit einem Degen in der Hand auf Peter zu. Dieser schützte sich unwillkürlich gegen den Feind, streckte den Arm aus und ergriff diesen Menschen, einen französischen Offizier, mit einer Hand an der Schulter und mit der anderen an der Kehle. Der Offizier ließ den Degen sinken und fasste Peter am Rock an. Einige Sekunden sahen sich beide mit erschrockenen Augen an und schienen nicht zu begreifen, was sie taten oder tun sollten. Bin ich gefangen oder ist er mein Gefangener? dachte jeder von ihnen. Peter drückte dem Franzosen in unwillkürlichem Schrecken immer fester die Kehle zu. Dieser wollte etwas sagen, als plötzlich ganz niedrig über seinem Kopf mit schrecklichen Pfeifen eine Kanonenkugel wegflog. Peter glaubte, der Kopf des französischen Offiziers sei abgerissen. So rasch hatte er ihn herabgebogen. Auch Peter bückte den Kopf und ließ die Hand los. Sie dachten nicht mehr daran, wer von ihnen gefangen sei. Der Franzose lief in die Batterie zurück und Peter den Berg hinab. Bald aber kamen ihm dichte Massen von russischen Soldaten entgegen, welche feuernd und mit lautem Geschrei stürmisch auf die Batterie zuliefen. Das war jener Angriff, den Jamolow sich zuschrieb, indem er behauptete, nur seiner Tapferkeit und seinem Glück sei es möglich gewesen, diese Tat und diesen Angriff auszuführen, bei welchem er Georgenkreuze auf den Hügel geworfen habe, die er in der Tasche gehabt habe. Die Franzosen, welche die Batterie weggenommen hatten, flohen. Unsere Soldaten verfolgten mit Hurrageschrei die Franzosen so weit, dass es schwer war, sie anzuhalten. Von der Batterie führte man Gefangene fort, darunter auch einen verwundeten französischen General, den die Offiziere umgaben. Peter ging den Hügel hinauf, wo er mehr als eine Stunde zugebracht hatte. Viele Tote lagen da, die ihm unbekannt waren. Einige aber erkannte er. Der kleine Offizier lag noch immer am Rande des Walles in einer Blutlache. Peter lief den Hügel hinab. Nein, jetzt werden sie sich selbst davor entsetzen, was sie getan haben, dachte Peter. Doch das Gewehrfeuer und die Kanonade verstärkten sich noch immer, namentlich auf dem linken Flügel. Kapitel 174 die Schlacht bei Borodino entwickelte sich hauptsächlich auf einer Strecke von tausend Faden zwischen Borodino und den Schanzen Bagration's. Auf dem übrigen Schlachtfeld wurden auf dem einen Flügel durch die Russen während der Hälfte des Tages Demonstrationen von der Kavallerie Uwarows gemacht, und auf dem anderen Flügel bei Utissa fand der Zusammenstoß Poniatowskis mit Tutschkow statt. Aber das waren zwei getrennte und schwache Vorgänge im Vergleich mit dem was in der Mitte des Schlachtfeldes vorging. Die Schlacht begann mit Geschützfeuer von beiden Seiten aus einigen hundert Kanonen. Dann, als der Rauch das ganze Feld bedeckte, rückten von französischer Seite zuerst zwei Divisionen, Dessert und Compont, gegen die Schanzen vor und zur Linken die Regimenter des Vizekönigs Eugen gegen Borodino. Von der Redoute bei schevardino auf welcher Napoleon stand, waren die Schanzen nur eine Werst entfernt. Borodino aber mehr als zwei Werst, und deshalb konnte Napoleon nicht sehen, was dort vorging, weil der Rauch alles verhüllte. Die Soldaten der Division Dessay, welche gegen die Schanzen vorrückten, waren nur so lange sichtbar, bis sie die Schlucht erreichen, die sie von den Schanzen trennte. Sobald sie die Schlucht hinabstiegen, war der Rauch so dicht, dass die andere Seite der Schlucht ganz verhüllt war. Die Sonne brach hell hervor und traf mit ihren schiefen Strahlen gerade das Gesicht Napoleons, welcher unter der Hand nach den Schanzen blickte. Bald hörte man aus den Rauchwolken von den Schanzen hervor Zurufe der Leute, aber man konnte nicht wissen, was sie dort taten. Napoleon stand auf dem Hügel und blickte durch ein Fernrohr, ohne etwas deutlich wahrnehmen zu können. Er ging auf und ab, horchte zuweilen auf die Schüsse und blickte wieder nach dem Schlachtfeld. Beständig kamen zu Napoleon Adjutanten und Ordonanzen seiner Marschälle mit Meldungen über den Verlauf der Schlacht. Aber alle diese Meldungen waren falsch. Sowohl deshalb, weil man in der Hitze des Gefechts nicht sagen konnte, was in einem gegebenen Augenblick vorging, als auch deshalb, weil viele Adjutanten nicht bis zum wirklichen Kampfplatz gekommen waren und nur berichteten, was sie von anderen gehört hatten und endlich auch deshalb, weil in der Zeit, während der Adjutant zwei bis drei Kilometer weit ritt, die Umstände sich veränderten und die Nachrichten, die er brachte, schon wieder unrichtig waren. So brachte ein Adjutant vom Vizekönig Eugen die Nachricht, Borodino und die Brücke über die Kolocher seien genommen und in den Händen der Franzosen. Der Adjutant fragte, ob Napoleon befehle, den Fluss zu überschreiten. Napoleon befahl, an dem eroberten Ufer sich festzusetzen und zu warten. Aber schon als der Adjutant von Borodino wegritt, war die Brücke von den Russen wieder genommen und verbrannt worden bei jenem Angriff, an welchem Peter am Anfang der Schlacht teilgenommen hatte. Kapitel 175. Die Generale Napoleons Davou, -Ne Murat, welche sich in der Nähe dieser Feuerzone befanden und sogar zuweilen sich in dieselbe begaben, führten mehrmals starke Massensoldaten hinein. Aber allen Erwartungen zuwider kamen diese Massen von dort in erschütterten und erschreckten Haufen zurück. Sie ordneten sie wieder, aber die Leute verringerten sich mehr und mehr. Gegen Mittag sandte Murat zu Napoleon seinen Adjutanten mit dem Verlangen nach Verstärkung. Napoleon stand am Abhang des Hügels und trank Punsch, als ein Adjutant von Murat kam, mit der Versicherung, die Russen würden geschlagen werden, wenn Seine Majestät noch eine Division geben wolle. Verstärkung? fragte Napoleon verwundert mit einem ernsten Blick auf den stutzerhaften Adjutanten. Sagen Sie dem König von Neapel, es sei noch nicht Mittag und ich könne noch nicht deutlich genug die Sachlage überblicken. Gehen Sie. Bald darauf kam ein General auf einem schweißbedeckten Pferde auf den Hügel zu. Das war Bayard. Er stieg vom Pferde, ging mit raschen Schritten auf den Kaiser zu und begann lebhaft und mit lauter Stimme die Notwendigkeit von Verstärkung zu beweisen. Er schwor, die Russen seien verloren, wenn der Kaiser noch eine Division gebe. Napoleon zuckte mit den Achseln und ging auf und ab. Sie sind sehr stürmisch, Bejar, sagte Napoleon. Es ist leicht, sich im Pulverdampf zu irren. Reiten Sie hin und sehen Sie sich alles an, dann kommen Sie wieder zu mir. Kaum war Bejar verschwunden, als von der anderen Seite wieder ein Adjutant kam. Was gibt es wieder? fragte Napoleon. Sir, der Herzog von begann der Adjutant. Verlangt Verstärkung, ergänzte Napoleon mit einer zornigen Bewegung, wandte sich ab und rief Berthier. Man muß die Reserven vorführen, sagte er. Was soll man dorthin senden? Wie denken Sie? fragte er Berthier, diesen Gänserich, den ich zum Adler gemacht habe, wie er ihn später nannte. „Sire, man muß die Division Claparette senden, erwiderte Berthier, der alle Divisionen und Regimente auswendig wusste. Napoleon nickte bestätigend mit dem Kopfe ein adjutant wurde an klapperät gesandt und nach einigen augenblicken setzte sich die junge garde in bewegung napoleon blickte schweigend nach ihnen hin nein sagte er plötzlich zu berthier ich kann nicht klapperät senden senden sie die division friant der befehl wurde sogleich ausgeführt und die division Friand war bald im pulverrauch verschwunden von verschiedenen seiten kamen immer wieder adjutanten und alle sagten dasselbe als ob sie sich verabredet hätten alle baten um Verstärkung und erklärten, die Russen behaupten sich auf ihren Stellungen und unterhalten ein Höllenfeuer, vor welchem die französischen Truppen schmelzen. Napoleon saß nachdenklich auf einem Feldstuhl. Debusset, welcher hungrig geworden war, näherte sich dem Kaiser und lud ihn zum Frühstück ein. Ich hoffe, dass ich Eurer Majestät schon jetzt zum Siege gratulieren kann, sagte er. Gehen Sie zum, sagte Napoleon finster und wandte sich ab, während ein wonniges Lächeln des Bedauerns, der Reue und des Entzückens das Gesicht des Herrn Debussy erleuchtete. Alle jene früheren Kunstgriffe, welche immer Erfolg hatten, die Konzentrierung der Batterien auf einen Punkt, der Angriff der Reserven zur Durchbrechung der feindlichen Linie und ein plötzlicher Angriff der Kavallerie, alle diese Kunstgriffe waren schon angewendet worden – und doch war der Sieg noch nicht errungen, sondern von allen Seiten kamen dieselben Nachrichten von gefallenen und verwundeten Generalen und von der Notwendigkeit von Verstärkungen und der Unmöglichkeit, die Russen zu werfen. Napoleon wusste nach seiner langen Kriegserfahrung sehr wohl, was es bedeutete, wenn eine Angriffsschlacht nach achtstündiger Anstrengung noch nicht gewonnen war. Er wusste, dass das eine verlorene Schlacht war und dass der geringste Zwischenfall jetzt in dieser gespannten Situation ihm und seinen Truppen den Untergang bringen konnte. Die Russen konnten sich auf seinen linken Flügel stürzen, sein Zentrum durchbrechen, eine verlorene Kugel konnte ihn selber treffen. Alles das war möglich. Bei der Nachricht, dass die Russen den linken Flügel der Franzosen angreifen, saß Napoleon in stummen Schrecken auf seinem Feldstuhl. Berthier trat auf ihn zu und schlug ihm vor, die Linie entlang zu reiten, um sich vom Stande der Schlacht zu überzeugen. Wie, äh, was sagen Sie? fragte Napoleon. Ja, lassen Sie mir ein Pferd bringen. Er stieg zu Pferde und ritt nach Semenows Keue zu. Auf dem ganzen Wege erblickte Napoleon Pferde und Menschen haufenweise in Blutlachen liegend. Etwas so entsetzliches, eine solche Menge von Toten auf einer so kleinen Strecke, hatte weder Napoleon, noch einer seiner generale jemals gesehen napoleon ritt auf die höhe von semenowskoje und erblickte durch den pulverrauch reihen von soldaten in ihm fremden uniformen das waren russen die russen standen in festen reihen bei semenowskoje und ihre geschütze donnerten unaufhörlich es war keine schlacht mehr es war ein unaufhörliches morden welches weder für russen noch für franzosen ein resultat bringen konnte einer der Generale erlaubte sich, dem Kaiser vorzuschlagen, die alte Garde ins Feuer zu führen. Ney und Berthier, welche neben Napoleon standen, sahen sich an und lächelten verächtlich über diesen unsinnigen Vorschlag. 3000 Kilometer von Frankreich entfernt kann ich meine Garde nicht zertrümmern lassen, sagte er, wandte das Pferd und ritt zurück nach Chevardino. Kapitel 176. Kutusow saß auf einer mit einem Teppich bedeckten Bank an derselben Stelle, an der am Morgen Peter gesessen hatte. Er traf keine Anordnungen und äußerte nur Zustimmung oder Ablehnung auf die Vorschläge, die man ihm machte. Er hörte die Meldungen an, gab Befehle, wenn dies seine Untergebenen verlangten, schien sich aber nicht für den Sinn der Worte, die man ihm meldete, zu interessieren, sondern eher für die Miene und den Ton, in dem man ihm die Meldungen überbrachte. Durch langjährige kriegerische Erfahrung wusste er, dass ein einzelner Mensch nicht imstande ist, Hunderttausenden zu befehlen, welche mit dem Tode kämpften. Er wusste, dass die Schlacht nicht durch die Zahl der Geschütze und der Toten entschieden wurden, sondern durch jene unfassbare Macht, welche man den Geist der Truppen nennt, und diese Macht suchte er zu beobachten und zu lenken, solange er konnte. Sein Gesicht drückte ruhige, gespannte Aufmerksamkeit aus. Um elf Uhr morgens wurde ihm die Nachricht überbracht, die Schanzen, welche die Franzosen genommen hatten, seien wieder erobert worden, aber Fürst Bagration sei verwundet. Bedauernd wiegte Kutusow den Kopf. Ist es Eurer Hoheit gefällig, das Kommando der ersten Armee zu übernehmen? wandte er sich an den Prinzen von Württemberg, der nahe stand. Bald, nachdem der Prinz weggeritten war, kam der Adjutant des Prinzen und meldete, der Prinz lasse um Verstärkung bitten. Kutusows Miene verfinsterte sich. Er sandte doch Turo den Befehl, das Kommando der ersten Armee zu übernehmen, und bat den Prinzen, zu ihm zurückzukehren, da er in diesem wichtigen Augenblick nicht ohne ihn auskommen könne. Als die Nachricht von der Gefangennahme Muras überbracht wurde und die Offiziere Kutusow beglückwünschten, lächelte er. Warten Sie nur, meine Herren, sagte er. Die Schlacht ist gewonnen, und es ist kein Wunder, dass Murat gefangen wurde. Aber besser, wir warten noch ein bisschen, ehe wir uns freuen. Doch sandte er einen Adjutanten ab, um den Truppen diese Nachricht mitzuteilen. Als Tscherbinin vom linken Flügel mit der Meldung kam, die Franzosen hätten die Schanze bei Semenowskoje genommen, erriet Kutusow an Tscherbinins Mine, dass seine Nachrichten nicht gut seien, stand auf und führte ihn beiseite. Reite hin, mein Lieber, sagte er zu Jamolow Sieh nach, ob man nicht etwas tun kann. Kutusow war in Gorki im Zentrum der russischen Stellung. Die Angriffe Napoleons auf unseren linken Flügel wurden mehrmals abgeschlagen. Im Zentrum kamen die Franzosen nicht weiter als bis Borodino. Auf dem linken Flügel schlug die Kavallerie Uvarows die Franzosen in die Flucht. Um drei Uhr hörten die Angriffe der Franzosen auf. Auf allen Gesichtern las Kutusow den Ausdruck der höchsten Spannung. Er war über Erwarten befriedigt vom Erfolg des Tages. Aber die physischen Kräfte verließen den Kreis. Mehrmals sank sein Kopf herab und er schlummerte ein. Man brachte ihm das Mittagessen. Während Kutusow speiste, kam der Flügeladjutant wollzugehen mit Meldungen von Barclay auf dem linken Flügel. Der kluge Barclay de Tolly, welcher Gruppen von fliehenden Verwundeten sah, kam nach Erwägung aller Umstände zu dem Schluss, die Schlacht sei verloren, und sandte seinen Günstling mit dieser Nachricht an den Oberkommandierenden. Kutusow kaute mühsam an einem gebratenen Huhn und blickte wolzogen vergnügt an, welcher mit halb verächtlichem Lächeln auf Kutusow zutrat und nachlässig den Mützenschirm berührte. Der alte Herr, wie die Deutschen unter sich Kutusow nannten, hat sich ruhig niedergelassen, dachte wolzogen und begann mit einem strengen Blick auf die Teller, welche vor Kutusow standen, dem alten Herrn die Sachlage zu erklären, wie ihm Barclay aufgetragen und wie er sie selbst aufgefasst hatte alle punkte unserer stellung sind in den händen des feindes. unsere truppen fliehen und es ist nicht möglich sie anzuhalten," meldete er. kutusow blickte wolzogen erstaunt an. "haben sie das gesehen?" schrie er mit finsterer miene und schritt auf wolzogen zu. "wie können sie es wagen," schrie er mit drohender gebärde, "mir das zu sagen? sie wissen nichts. Sagen Sie dem General Barclay, seine Nachrichten seien falsch und der wirkliche Gang der Schlacht sei mir, dem Oberkommandierenden, besser bekannt als ihm. Der Feind ist auf dem linken Flügel zurückgeschlagen und auf seinem rechten erschüttert. Teilen Sie dem General Barclay meinen unerschütterlichen Entschluss mit, morgen den Feind anzugreifen. Morgen werden wir ihn von dem geheiligten Boden Russlands vertreiben. Kutusow bekreuzigte sich und schluchzte plötzlich. Wollzugehen, zuckte die Achsel und trat schweigend zur Seite, verwundert über die Verrücktheit des alten Herrn. Da ist er, mein Held. Da ist er. Mein Held. rief Kutusow einem stark beleibten, schönen, schwarzhaarigen General entgegen. Das war Rajewski, welcher den ganzen Tag auf dem wichtigsten Punkt des Schlachtfeldes gestanden hatte. Rajewski meldete, die Truppen stehen fest und die Franzosen wagen nicht mehr anzugreifen. Sie sind nicht der Meinung wie die anderen, dass wir uns zurückziehen sollten? sagte Kutusow französisch. Im Gegenteil erlaucht. In unentschiedenen Schlachten bleibt derjenige Sieger, der hartnäckiger ist, erwiderte Rajewski. Und meine Meinung? Kaisarow, rief Kutusow nach seinem Adjutanten. Setze dich und schreibe einen Tagesbefehl für morgen. Morgen greifen wir an als die Truppen erfuhren, dass wir morgen den Feind angreifen und aus den höchsten Sphären des Heeres die Bestätigung dessen vernahmen, was sie so gern glaubten, fassten die erschöpften, schwankenden Regimenter neuen Mut. Kapitel 177 Das Regiment des Fürsten André stand in Reserve bei Simenowskoje untätig in starkem Artilleriefeuer. Um zwei Uhr hatte das Regiment schon mehr als 200 Mann verloren und wurde auf ein zertretenes Haferfeld vorwärts geführt, in jenen Abschnitt zwischen dem Dorf und der Hügelbatterie, auf welchem an diesem Tage Tausende verwundet wurden und auf welchen um zwei Uhr das Feuer von einigen hundert Geschützen gerichtet war. Ohne einen Schuss zu tun, verlor das Regiment hier den dritten Teil seiner Leute. Von vorn und besonders von der rechten Seite her donnerten aus dem undurchdringlichen Rauch die Geschütze hervor. Mit jedem neuen Treffer verminderte sich für diejenigen, welche noch nicht getroffen waren, die Wahrscheinlichkeit, am Leben zu bleiben. Das Regiment stand in Bataillonskolonnen mit Abständen von 300 Schritten, aber dennoch befanden sich alle Leute des Regiments unter dem Einfluss derselben Stimmung. Alle beobachteten ein düsteres Schweigen. Zuweilen hörte man einige kurze Worte und dann wieder den Ruf: Tragbaren! Die Leute saßen meist auf der Erde, nahmen die Tschakos ab oder gruben etwas trockenen Ton aus, ballten ihn in den Händen und reinigten die Bajonette damit. Andere zogen ihre Gürtel fester, einige bauten kleine Häuser aus Erde oder flochten Kleinigkeiten aus Strohhalm. Alle schienen ganz versunken in ihre verschiedenen Beschäftigungen zu sein. Wenn Leute verwundet wurden, Tragbaren aus der vorderen Linie zurückkamen oder wenn durch den dichten Rauch große feindliche Massen sichtbar wurden, achtete niemand darauf. Nur wenn Artillerie oder Kavallerie vorrückte oder Bewegungen unserer Infanterie zu bemerken waren, hörte man beifällige Bemerkungen von allen Seiten. Aber am meisten fanden Nebendinge Beachtung, welche mit der Schlacht gar nichts zu tun hatten. Ein kleines, braunes Hündchen mit hoch erhobenem Schweif erschien. Und lief geschäftig die Reihen entlang. Wenn plötzlich eine Granate einschlug, eilte es winselnd beiseite. Überall wurde es mit Gelächter begrüßt. Aber dergleichen Zerstreuungen dauerten nicht lange. Die Leute standen schon acht Stunden untätig vor den Schrecken des Todes, und die erschöpften Gesichter wurden immer bleicher. Ebenso bleich und erschöpft ging Fürst André auf der Wiese auf und ab, die Hände auf den Rücken gelegt. Er hatte nichts zu tun oder zu befehlen, alles ging wie von selbst. Tote wurden hinter die Front gebracht, Verwundete fortgetragen und die Reihen schlossen sich wieder. Anfangs hielt er es für seine Pflicht, den Mut der Soldaten durch sein Beispiel aufrechtzuerhalten und ging deshalb vor den Reihen auf und ab, bald aber überzeugte er sich, dass das überflüssig war. Alle seine Seelenkräfte waren ebenso wie die jedes einzelnen Soldaten unbewusst darauf gerichtet, sich selbst unter den Schrecken der gegenwärtigen Lage aufrechtzuerhalten. Er ging auf die Wiese, betrachtete seine staubigen Stiefel oder zählte seine Schritte und berechnete, wie oft er hin und her gehen müsse, um eine Vers zurückzulegen. Von all seiner Gedankenarbeit war nichts übrig geblieben. Er dachte an gar nichts. Er horchte mit ermüdetem Gehör immer auf dieselben Laute und das Pfeifen der Geschosse vom Donner der Schüsse und wartete. Da kommt wieder eine zu uns, dachte er, auf das näherkommende Pfeifen horchend. Noch eine. Da ist sie niedergefallen. Er blieb stehen und blickte nach den Reihen der Soldaten. Nein, nichts getroffen. Ein Pfeifen und ein Schlag. Fünf Schritte von ihm wurde die trockene Erde aufgerissen und eine Kanonenkugel verschwand darin. Unwillkürlich lief ein Schauder über seinen Rücken. Wieder betrachtete er die Glieder des Bataillons. Wahrscheinlich waren viele getroffen. Eine große Gruppe sammelte sich beim zweiten Bataillon. Herr Adjutant, rief er, befehlen Sie den Leuten, sich zusammenzudrängen. Der Adjutant führte den Befehl aus und kehrte zum Fürsten André zurück. Von der anderen Seite her kam zu Pferde der Kommandeur des Bataillons. Achtung! ertönte der erschreckte Ruf eines Soldaten und wie ein Vögelchen, das sich zur Erde niederlässt, schlug zwei Schritte vom Fürsten André neben dem Pferde des Majors eine Granate ein. Das Pferd sprang schnaubend zur Seite und warf beinahe den Major ab. Niederlegen, schrie die Stimme des Adjutanten, der sich selbst auf die Erde legte. Fürst André stand unentschlossen dabei. Die Granate drehte sich rauchend wie ein Kreisel zwischen ihm und dem auf der Erde liegenden Adjutanten. Ist das etwa der Tod? dachte Fürst André. Ich will nicht sterben. Ich liebe das Leben, die Erde, die Luft. Dabei dachte er daran, dass man ihn beobachtete. Schämen Sie sich, Herr Offizier, sagte er zu dem Adjutanten. Ein solches er konnte nicht zu Ende sprechen. In demselben Augenblick ertönte ein Schlag. Fürst André taumelte zur Seite, erhob den rechten Arm und fiel auf die Brust. Einige Offiziere liefen auf ihn zu. Auf der rechten Seite sammelte sich ein großer Blutfleck auf dem Rasen. Die Landsturmleute mit der Tragbare blieben hinter den Offizieren. Fürst André lag auf der Brust und atmete schwer röchelnd. Was steht ihr da? Vorwärts! Die Bauern ergriffen ihn an Schultern und Füßen, aber er stöhnte kläglich, worauf sie sich ansahen und ihn wieder niederlegten. Fast an, auf die Trage, schrie eine Stimme. Wieder ergriffen sie ihn an den Schultern und legten ihn auf die Trage. Ach mein Gott, was ist das? Es ist aus mit mir, rief eine Stimme unter den Offizieren. Sie ist mir am Ohr vorübergeflogen, sagte der Adjutant. Die Bauern hoben die Trage auf die Schultern und gingen hastig nach dem Verbandplatz. Geh doch im Schritt, He da, ihr Bauernvolk, schrie ein Offizier und hielt die Bauern an, da durch ihre unregelmäßigen Schritte die Tragbare erschüttert wurde. Erlaucht, ach, Fürst, sagte der herbeigeeilte Timochin mit zitternder Stimme. Fürst André öffnete die Augen und suchte den, der sprach, dann schloss er wieder die Augenlider. Die Landsturmleute brachten den Fürsten in den Wald, wo der Verbandsplatz lag. Dieser bestand aus drei Zelten am Rande eines Birkenwäldchens in welchem Wagen und Pferde standen. Die Pferde fraßen Hafer, und Sperlinge flogen um sie her, um zerstreute Körner aufzupicken. Raben, welche Blut witterten, krächzten auf den Birkenbäumen. Um die Zelte herum, auf einem Räume von zehn Morgen, lagen, saßen und standen mehr als zweitausend blutende Leute. Um die Verwundeten mit ihren kläglichen und ängstlichen Mienen, standen Gruppen von Trägern, welche von den an diesem Ort diensttuenden Offizieren weggejagt wurden. Aber die Soldaten hörten nicht auf die Offiziere und blickten gespannt nach dem, was vor ihren Augen vorging. Aus den Zelten hörte man bald lautes, böses Zanken, bald klägliche Töne. Zuweilen kam ein Fälscher nach Wasser herausgelaufen und deutete auf diejenigen, welche hineingetragen werden sollten. Die Verwundeten, welche vor den Zelten warteten, bis sie an die Reihe kamen, Stöhnten, weinten, schrien, zankten, baten um Wasser, einige fieberten. Die Träger trugen ihren Regimentskommandeur an anderen unverbundenen Verwundeten vorüber, näher an eines der Zelte und blieben stehen, auf Befehl wartend. Fürst André öffnete die Augen und konnte lange nicht begreifen, was um ihn her vorging. Er erinnerte sich nach und nach an die Wiese, das Ackerfeld, den schwarzen, kreisenden Ball, an seinen leidenschaftlichen Ausbruch von Lebenslust, zwei Schritte vor ihm stand, auf einen Ast gestützt, mit verbundenem Kopf, ein hochgewachsener hübscher schwarzhaariger Unteroffizier, welcher laut sprach. Er war am Kopf und am Fuß durch Kugeln verwundet. Eine Gruppe von Verwundeten und Trägern hatte sich um ihn gesammelt, welche aufmerksam zuhörten. Dort haben wir den König selber gefangen, erzählte er mit glänzenden Augen. Wenn nur diesmal Reserve dagewesen wäre, ich sage dir, Brüderchen. Fürst André blickte wie alle anderen mit leuchtenden Augen nach dem Unteroffizier und empfand ein tröstliches Gefühl. Aber ist denn jetzt nicht alles gleichgültig, dachte er. Was wird dort geschehen? Und was war hier? Warum wollte ich mich nicht vom Leben trennen? Es lag etwas in diesem Leben, was ich nicht begriff und nicht begreife. Kapitel 178 einer der Ärzte mit einer blutigen Schürze und blutigen kleinen Händen kam aus dem Zelt heraus und hielt eine Zigarre vorsichtig in den Fingern, um sie nicht zu beflecken. Er blickte sich ringsum, aber über die Verwundeten weg. Augenscheinlich wollte er sich ein wenig erholen. Gleich erwiderte er einem Fälscher, der auf den Fürsten Andre deutete. Darauf befahl er, ihn in das Zelt zu tragen. Unter den übrigen Verwundeten erhob sich ein Flüstern, Fürst André wurde auf einen flüchtig gereinigten Tisch gelegt. Er vermochte nicht zu unterscheiden, was im Zelt war und vernahm klägliches Stöhnen von allen Seiten. Dabei empfand er einen heftigen Schmerz in der Hüfte und im Rücken. Alles, was er um sich sah, floss zu einem einzigen blutigen Bild zusammen. Einige Zeit blieb er allein und sah unwillkürlich, was an den anderen Tischen vorging. Auf dem nächsten Tisch saß ein Tatar, wahrscheinlich ein Kosak, nach der Uniform zu schließen, die neben ihm lag. Vier Soldaten hielten ihn, ein Arzt mit einer Brille schnitt etwas in seinem braunen, muskulösen Rücken. Ach, 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 brüllte der Tatar. Plötzlich erhob er sein schwarzes, stumpfnasiges Gesicht, zeigte seine weißen Zähne und begann sich lange zu recken unter durchdringendem Kreischen. Auf dem anderen Tisch, um den sich viele gesammelt hatten, lag ein großer, dicker Mensch auf dem Rücken mit zurückgeworfenem Kopf. Die Farbe seiner verwirrten Haare und die Stellung des Kopfes erschienen Fürst André bekannt. Einige Feldschere drehten den Menschen auf den Rücken und hielten ihn fest. Ein großes, weißes Bein zuckte unaufhörlich, während der Mensch krampfhaft schluchzte. Zwei Ärzte, von denen der eine bleich war und zitterte, arbeiteten schweigend an dem anderen roten Bein dieses Menschen. Der Arzt mit der Brille, welcher mit dem Tatar fertig geworden war, wischte sich die Hände ab und ging auf Fürst André zu. Er blickte in sein Gesicht und wandte sich hastig ab. Entkleiden, was steht ihr da? rief er zornig den Fälschierern zu. Die Erinnerungen seiner frühesten Jugend erwachten in Fürst André, während der Fälscher mit hastigen Händen den Rock aufknöpfte und abnahm. Der Arzt bückte sich tief auf den Verwundeten herab, befühlte ihn und seufzte schwer. Dann machte er jemand ein Zeichen. Fürst André verlor unter dem heftigen Schmerz das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, waren die zersplitterten Knochen der Hüfte ausgeschnitten und die Wunde verbunden. Man spritzte ihm Wasser ins Gesicht und wie Fürst André die Augen öffnete, bückte sich der Doktor auf ihn herab, küsste schweigend seine Lippen und wandte sich hastig um. Fürst André empfand nach den durchgemachten Leiden ein wonniges Gefühl, wie er es lange nicht gekannt hatte. Alle die besten, glücklichsten Augenblicke seines Lebens Besonders seiner frühesten Kindheit lebten wieder auf in ihm, nicht als Vergangenheit, sondern als wirkliche Gegenwart. Jetzt waren die Ärzte bei jenem Verwundeten beschäftigt, welcher Fürst André vorhin aufgefallen war. Man hob ihn auf und suchte ihn zu beruhigen. »Zeigen Sie mir!« »O, oh, o, oh, o!« oh, rief er unter Weinen und Stöhnen. Auch Fürst André war dem Weinen nahe. Man zeigte dem Verwundeten das abgenommene Bein im Stiefel mit angetrocknetem Blut. Oho, weinte er wie ein Weib. Der Arzt, der bei dem Verwundeten stand, wandte sein Gesicht ab und ging hinaus. Mein Gott, wer ist das? Warum ist er hier? fragte sich Fürst André. Er hatte in dem unglücklichen, weinenden, hilflosen Menschen, dem man das Bein abgenommen hatte, Anatol Kuragin erkannt. Ja, das ist er, dachte Fürst André. Und plötzlich erinnerte er sich wieder an Nathalie, wie er sie zum ersten Mal auf dem Ball vor zwei Jahren gesehen hatte. Mit dem feinen Hals und den dünnen Händen, mit lebenslustigem, glücklichem Gesicht und in seiner Seele erwachte wieder mit neuer Gewalt die Zärtlichkeit und Liebe zu ihr. Er vermochte sich nicht mehr zu halten und vergoss Tränen der Liebe und Rührung über die Menschen, über sich selbst, über ihre und seine Verirrungen. Kapitel 179 als die russischen Truppen sich von Borodino zurückzogen, nachdem sie in einer blutigen Schlacht die Hälfte ihrer Truppen verloren hatten, nahmen sie bei Fili Stellung. Jamolow, der die Stellung besichtigt hatte, kam zum Feldmarschall. Es ist unmöglich, sich in dieser Stellung zu schlagen, sagte er. Kutusow blickte ihn verwundert an und streckte seine Hand aus. Gib deine Hand her, sagte er und suchte seinen Puls. Du bist nicht gesund, mein Täubchen. Bedenke, was du sprichst. Sechs Werst von Moskau stieg er aus dem Wagen und setzte sich auf eine Bank am Wege. Eine große Menge von Generalen sammelte sich um ihn, darunter auch Graf Rostopchin, der aus Moskau gekommen war. Diese ganze glänzende Gesellschaft, die sich in einzelne Kreise teilte, sprach über die Vorteile und Nachteile der Stellung, über die Lage des Heeres, über fernere Pläne und den Zustand Moskaus. Alle fühlten, dass das ein Kriegsrat war. Wenn er auch nicht so genannt wurde, und alle bestrebten sich so zu sprechen, dass der Kommandierende sie hören konnte. Kutusow hörte zu, wandte sich aber immer wieder enttäuscht ab. Die einen sprachen von der neuen Stellung, andere behaupteten, man hätte die Schlacht schon vor drei Tagen annehmen müssen, wieder andere sprachen von der Schlacht bei Salamanca und der Belagerung von Saragossa. Graf Rostopchin sprach davon, er sei bereit, mit den Moskauer Landsturmleuten unter den Mauern der Residenz zu sterben, aber er müsse doch bedauern, dass man ihn in Unwissenheit gelassen habe. Wenn er das früher gewusst hätte, wäre es anders. Noch andere bewiesen die Tiefe ihres strategischen Scharfsinnes, indem sie von der Richtung des ferneren Rückzuges sprachen, und manche schwatzten offenbaren Unsinn. Wenn Bennigsen auf der Verteidigung dieser Stellung bestand und andere sie wieder kritisierten, so handelte es sich dabei nicht mehr um die Sache selbst, sondern es war nur Vorwand zu Streit und Intrige. Das begriff Kutusow. Er durchschaute Bennixens Absicht. Wenn die Verteidigung erfolglos war, so wollte er die Schuld auf Kutusow wälzen. Wenn sie Erfolg hatte, so wollte er diesen sich selbst zuschreiben. Wenn sich Kutusow weigerte, so war Bennixen gerechtfertigt und hatte keinen Teil an dem Verbrechen Moskau aufzugeben. Doch diese Frage beschäftigte jetzt den alten Mann nicht sondern eine andere Frage, auf die er keine Antwort finden konnte. Es war die Frage, habe ich wirklich Napoleon bis Moskau kommen lassen und wann habe ich das getan? Wann war der Wendepunkt? Vielleicht gestern, als ich Plato befahl, sich zurückzuziehen? Oder vorgestern, als ich einschlummerte und Bennigsen das Kommando übergab? Oder noch früher? Aber wann, wann war dieser Wendepunkt? Jetzt muss Moskau aufgegeben werden und die Truppen müssen sich zurückziehen. Und diesen Befehl muß ich erlassen. Er war überzeugt gewesen, dass er zur Befreiung Russlands bestimmt und nur deshalb gegen den Willen des Kaisers auf den Wunsch des Volkes zum Oberkommandierenden erwählt worden sei. Und nun entsetzte er sich vor dem Gedanken, dass er jetzt diesen Befehl geben sollte. Aber ein Beschluss musste gefasst werden. Diesen Gesprächen um ihn her musste ein Ende gemacht werden, die bereits anfingen, einen allzu freien Charakter anzunehmen. Er berief die alten Generale zu sich. Kapitel 180 In einer geräumigen Bauernhütte versammelte sich um zwei Uhr der Kriegsrat. Die kleine Enkelin des Bauern, Malascha, ein sechsjähriges Mädchen, dem Kutusow ein Stück Zucker gab, blieb in der großen Hütte auf dem Ofen und blickte schüchtern herab auf die glänzende Uniform des Großväterchens, wie Malascha Kutusow nannte. Dieser saß besonders in einer dunklen Ecke hinter dem Ofen auf einem Feldstuhl und zog beständig an dem Kragen seines Mantels, der ihn zu drücken schien. Einigen der eintretenden Generale drückte er die Hand, anderen nickte er mit dem Kopf zu. Kaisarow wollte den Vorhang vom Fenster zurückziehen, aber Kutusow winkte ihm ärgerlich mit der Hand und Kassarow begriff, dass er sein Gesicht nicht sehen lassen wollte. Man erwartete noch Bennigsen, der sein Mittagsmahl beendigte, unter dem Vorwand, die Stellung noch einmal zu besichtigen. Man wartete von vier bis sechs Uhr, ohne in die Beratung einzutreten und sprach nur leise. Erst als Bennigsen ins Zimmer trat, rückte Kutusow aus seiner Ecke an den Tisch, der mit Karten, Plänen und Bleistiften bedeckt war. Bennigsen eröffnete die Beratung durch die Frage, sollen wir ohne Kampf die geheiligte Residenz Russlands aufgeben oder sie verteidigen? Ein langes Schweigen folgte. Alle blickten nach Kutusow. Auch Malascha sah nach Großväterchen. Sie war ihm am nächsten und sah, wie sein Gesicht sich verzog, als ob er weinen wollte. Aber das dauerte nicht lange. Die geheiligte alte Residenz Russlands wiederholte er plötzlich mit zorniger Stimme die Worte Bennigsens und zeigte dadurch die falsche Note darin. Erlauben Sie mir zu bemerken, erlaucht, dass diese Frage für einen Russen keinen Sinn hat. Eine solche Frage kann man nicht stellen, aber die Frage, wegen der ich diese Herren berufen habe, ist eine militärische Frage und lautet Da die Rettung Russlands in der Armee liegt, ist es vorteilhaft, den Verlust der Armee und Moskaus zu riskieren, indem man eine Schlacht annimmt oder Moskau ohne Schlacht aufzugeben. Das ist die Frage, über die ich Ihre Meinung zu hören wünsche. Die Beratung begann. Bennigsen gab sein Spiel noch nicht verloren. Indem er die Meinung Barclays und anderer von der Unmöglichkeit, eine Verteidigungsschlacht in der neuen Stellung anzunehmen, anführte, schlug er vor, in der Nacht die Truppen von dem rechten auf den linken Flügel zu überführen und am anderen Tage den rechten Flügel der Franzosen zu überfallen. Die Meinungen waren geteilt. Man sprach für und gegen diesen Plan, aber die meisten begriffen, dass dieser Kriegsrat den unvermeidlichen Verlauf der Dinge nicht ändern konnte und dass Moskau bereits aufgegeben war. Malascha, welche mit Spannung verfolgte, was vorging, fasste die Bedeutung dieser Beratung anders auf. Ihr schien es, dass es sich nur um einen persönlichen Kampf zwischen dem Großväterchen und dem Langschüssigen handelte, wie sie Bennigsen nannte. Sie sah, dass sie sich erbosten, wenn sie miteinander sprachen, und innerlich trat sie dem Großväterchen zur Seite. Während des Gesprächs bemerkte sie einen raschen, listigen Blick des Großväterchens nach Bennigsen und darauf sah sie zu ihrer Freude, dass Großväterchen dem Langschüssigen etwas sagte, das diesen ärgerte. Ich kann dem Plan des Grafen nicht beistimmen, sagte Kutusow. Eine Bewegung der Truppen in solcher Nähe des Feindes ist immer gefährlich. Die Beratung wurde erneuert, aber es traten häufige Pausen ein und es war ersichtlich, dass weiter nichts mehr zu sprechen war. Ich sehe, meine Herren, ich muss für die zerschlagenen Töpfe bezahlen, sagte Kutusow und trat zum Tisch. Meine Herren, ich habe Ihre Meinung gehört, von welchen einige nicht mit mir übereinstimmen. Ich aber, er hielt an, Kraft der Gewalt, die mir von Kaiser und Vaterland anvertraut wurde, befehle ich den Rückzug. Darauf trennten sich die Generale feierlich und schweigend, wie nach einem Begräbnis. Einige derselben machten dem Oberkommandierenden Meldungen in ganz anderem Tone als während des Kriegsrats. Als Kutusow allein geblieben war, dachte er lange über die schreckliche Frage nach: Wann? Wann fiel die Entscheidung, dass Moskau aufgegeben werden muss? Und wer ist schuld daran? Das habe ich nicht erwartet, sagte er zu dem Adjutanten Schneider, welcher mitten in der Nacht eintrat. Sie müssen ausruhen, durchlaucht, sagte Schneider. Nein, schrie Kutusow und schlug mit der Faust auf den Tisch. Sie müssen auch Pferdefleisch fressen wie die Türken. Wartet nur! Kapitel 181. Helene, welche mit dem Hof zugleich aus Wilna nach Petersburg gekommen war, befand sich in schwieriger Lage. In Petersburg erfreute sie sich des besonderen Schutzes eines hohen Herrn, der eine der höchsten Stellen im Kaiserreich einnahm. In Wilna aber war sie mit einem jungen ausländischen Prinzen näher bekannt geworden. Als sie nach Petersburg zurückkehrte, waren der Prinz und der Minister beide dort, machten ihre Rechte geltend und Helene stand jetzt vor der ihr noch neuen Aufgabe, ihre Intimität mit beiden beizubehalten, ohne einen von ihnen zu verletzen. Was für eine andere Frau schwer, sogar unmöglich gewesen wäre, das machte die Gräfin Besuch auf keinen Augenblick nachdenklich. Hätte sie ihre Lebensweise geheim gehalten und sich durch List aus der unangenehmen Lage befreien wollen, so hätte sie damit alles verdorben, weil sie sich dadurch schuldig bekannt hätte. Helene aber, als wirklich großer Geist, der alles kann, was er will, stellte sich in das Licht der Gerechtigkeit und alle anderen in das Licht der Schuld. Das erste Mal, als der junge Prinz ihr Vorwürfe machte, warf sie stolz ihren schönen Kopf auf, wandte sich halb ihm zu und sagte mit Entschiedenheit Das ist der Egoismus und die Grausamkeit der Männer. Ich habe nichts anderes erwartet. Das ist der Dank für eine Frau, die sich für sie zum Opfer brachte und für sie leidet. Welches Recht haben Sie, Hoheit, von mir Rechenschaft über meine freundschaftlichen Gefühle zu verlangen? Das ist ein Mann, der für mich mehr als Vater war. Der Prinz wollte etwas erwidern, aber Helene unterbrach ihn. Nun ja, sagte sie, vielleicht sind die Gefühle, die er für mich hegt, nicht ganz väterlich, aber daraus folgt noch nicht, dass ich ihm mein Haus verbieten muss. Ich bin kein Mann, um mit Undank zu bezahlen. Sie müssen wissen, Hoheit, dass ich über meine Gefühle nur Gott und meinem Gewissen Rechenschaft gebe, schloss sie. Dabei legte sie die Hand auf ihren wogenden, schönen Busen und blickte zum Himmel auf. Aber hören Sie mich, ich bitte Sie. Heiraten Sie mich, dann bin ich Ihre Sklavin. Aber das ist nicht möglich. Sie wollen sich nicht zu einer Heirat mit mir herablassen, Sie. sagte Helene weinend. Der Prinz versuchte sie zu trösten. Helene sagte unter Tränen, Nichts könne sie abhalten zu heiraten. Dafür gebe es Beispiele. Sie dachte an Napoleon und andere hohe Persönlichkeiten. Sie sei niemals die Frau ihres Mannes gewesen und nur aufgeopfert worden. Aber die Gesetze, die Religion, sagte der Prinz schon einlenkend. Die Gesetze, die Religion. Wozu hat man diese denn erdacht, wenn sie das nicht möglich machen können? sagte Helene. Der vornehme Herr war verwundert darüber, dass eine so einfache Idee ihm nicht in den Kopf kommen konnte, und wandte sich um Rat an die heiligen Brüder der Gesellschaft Jesu, mit denen er nahe bekannt war. Einige Tage später gab Helene ein entzückendes Fest auf ihrer Villa bei Petersburg. Ein nicht mehr junger, entzückender Herr, Jobert, ein Jesuit im kurzen Gewände mit schneeweißem Haar und schwarzen, glänzenden Augen, wurde ihr vorgestellt. Er sprach im Garten beim Licht der Illumination und den Klängen der Musik lange mit Helene von der Liebe zu Gott, zu Christus. Zum Herzen der Gottesmutter sowie über die Tröstungen, welche die allein selig machende katholische Religion für dieses und jenes Leben biete. Helene war gerührt und Monsieur Jobert standen Tränen in den Augen. Am anderen Tag kam er abends allein zu Helene und seit dieser Zeit wiederholten sich seine Besuche sehr oft. Eines Tages führte er die Gräfin in die katholische Kirche, wo sie vor dem Altar niederkniete, zu dem sie geführt wurde. Ein junger, entzückender Franzose legte ihr die Hände auf den Kopf, und wie sie selbst später erzählte, empfand sie dabei etwas wie einen frischen Luftzug, der in ihre Seele drang. Man sagte ihr, das sei die Gnade. Dann wurde ihr ein Abt in langem Kleide vorgestellt. Er hörte ihre Beichte und vergab ihr ihre Sünden. Am anderen Tage wurde ihr ein Kästchen gebracht, in dem sich das heilige Abendmahl befand, das nun in ihrem Hause blieb. Nach einigen Tagen erfuhr Helene zu ihrem Vergnügen, dass sie jetzt zu der allein selig machenden Kirche übergetreten sei und dass in einigen Tagen der Papst selbst von ihr hören und ihr ein Papier zusenden werde. Alles, was um diese Zeit bei ihr und mit ihr geschah, diese Aufmerksamkeit, welche von so vielen großen Leuten ihr gewidmet wurde und welche sich in so angenehmen, verfeinerten Formen äußerte, und die taubenreinheit, in der sie sich jetzt befand, Während dieser ganzen Zeit trug sie weiße Gewänder mit weißen Bändern. Alles das machte ihr großes Vergnügen. Aber sie verlor darüber keinen Augenblick ihr Ziel aus den Augen. Es ist oft zu beobachten, dass in Bezug auf Schlauheit ein dummer Mensch Klügere leitet. So hatte sie auch begriffen, dass der Zweck aller dieser Worte und Bemühungen hauptsächlich darin bestand, sie zur katholischen Religion zu bekehren und ihr Geld abzunehmen zum besten jesuitischer Zwecke. Es hatte nie an Anspielungen dazu gefehlt, aber Helene bestand darauf, ehe sie Geld gab, dass die verschiedenen Operationen mit ihr vorgenommen werden, welche sie von ihrem Mann befreien sollten. Nach ihren Begriffen bestand die Bedeutung jeder Religion nur darin, dass bei der Befriedigung menschlicher Wünsche ein gewisser Anstand beobachtet werden sollte. Deshalb verlangte sie in einer ihrer Unterhaltungen mit dem Geistlichen mit großer Entschiedenheit eine Antwort von ihm auf die Frage, wie weit sie durch ihre Heirat gebunden sei. Sie saßen im Salon beim Fenster. Es dämmerte, durch das Fenster kam Blumenduft herein. Helene trug ein weißes Kleid, das auf der Brust und an den Schultern durchsichtig war. Der wohlgenährte Abt mit glatt rasierten Wangen und weißen Händen saß nahe bei Helene. Mit einem feinen Lächeln auf den Lippen und weltlichem Entzücken blickte er zuweilen ihr Gesicht an und sprach seine Ansicht über die sie beschäftigende Frage aus. Der Gedankengang des Gewissensrats war folgender. In Unwissenheit über die Bedeutung dessen, was sie taten, haben sie das Versprechen ehelicher Treue einem Menschen gegeben, welcher seinerseits in die Ehe trat, ohne an die religiöse Bedeutung der Ehe zu glauben und dadurch eine Gotteslästerung beging. Diese Ehe hatte nicht die doppelte Bedeutung, welche sie haben sollte, aber dennoch waren sie durch ihr Versprechen gebunden. Sie haben ihn verlassen. Was haben sie damit getan? Eine verzeihliche Sünde oder eine Todsünde? Eine verzeihliche Sünde, weil sie sie ohne böse Absicht begangen haben. Wenn sie jetzt in eine neue Ehe treten, so kann ihre Sünde vergeben werden, aber die Frage teilt sich wieder in zwei Abteilungen. Die erste Aber ich denke, sagte Helene plötzlich aufspringend mit ihrem bezaubernden Lächeln, nachdem ich zu der wahren Religion übergetreten bin, kann ich nicht gebunden sein durch das, was mir eine falsche Religion auflegte. Der Gewissensrat war erstaunt über dieses Kolumbusei, das mit solcher naiven Einfachheit vor ihm aufgestellt wurde. Er war entzückt über die unerwartet schnellen Erfolge seiner Schülerin. Wir wollen die Sache überlegen, Gräfin, sagte er lachend und begann ihre Ansicht zu widerlegen. Kapitel 182. Helene begriff, dass die Sache vom geistlichen Standpunkt aus sehr einfach war, aber dass ihre Führer ihr Schwierigkeiten nur deshalb machten, weil sie im Zweifel waren, wie die weltliche Gewalt die Sache ansehen werde. Demzufolge kam Helene zu dem Schluss, dass die Sache in der Gesellschaft vorbereitet werden müsse. Sie rief die Eifersucht des alten Ministers hervor und sagte ihm dasselbe wie ihrem ersten Verehrer, nämlich, dass es das einzige Mittel zur Erlangung von Rechten auf sie sei, sie zu heiraten. Im ersten Augenblick war der alte Herr verdutzt über diesen Vorschlag, bei Lebzeiten ihres Mannes einen anderen zu heiraten. Aber die unerschütterliche Überzeugung Helenes, dass das alles so einfach und natürlich sei wie die Heirat eines Mädchens, wirkte auch auf ihn. Hätte sie nur die geringsten Anzeichen von Zwang, von Scham oder Hintergedanken merken lassen, so wäre ihr Spiel unzweifelhaft verloren gewesen, aber es war kein Zwang und keine Beschämung an ihr zu bemerken. Sie erzählte vielmehr mit gutmütiger Naivität ihren nächsten Bekannten, und das war ganz Petersburg, der Prinz und der Minister haben ihr Heiratsanträge gemacht, sie liebe beide und möchte keinen verletzen. In Petersburg verbreitete sich sogleich das Gerücht, nicht, dass Helene sich von ihrem Mann scheiden lassen wolle, sondern das Gerücht, dass die unglückliche, interessante Helene sich in Verlegenheit und Unschlüssigkeit befinde, weil sie nicht wisse, welchen von beiden sie heiraten solle. Es kam schon nicht mehr in Frage, wie weit das möglich sei, sondern nur, welche Partie vorteilhafter sei und wie der Hof das ansehen werde. Es gab wirklich einige Menschen, welche sich nicht auf die Höhe der Fragen erheben konnten und von Entweihung des Sakraments der Ehe sprachen, aber solche gab es wenige. Darüber, ob es gut oder böse sei, bei Lebzeiten des Mannes einen anderen zu heiraten, sprach niemand, weil diese Frage für klügere Leute bereits gelöst war und man durch Zweifel an der Richtigkeit der Lösung dieser Frage riskierte, für einen beschränkten Menschen ohne Lebensart angesehen zu werden. Der Fürst Vassil, welcher in letzter Zeit besonders oft vergaß, was er gesagt hatte und hundertmal dasselbe wiederholte, sagte jedes Mal, wenn er seine Tochter sah, Helene, ich muss dir etwas sagen. Er führte sie beiseite und zog sie an der Hand auf einen Stuhl nieder. Ich habe einige Bemerkungen gehört in Betreff. Nun, du weißt. Nun, mein liebes Kind, du weißt, dass das Herz deines Vaters sich darüber freut, dass du du hast so viel durchgemacht. Aber, liebes Kind, handle so, wie dir dein Herz gebietet. Das ist alles, was ich dir raten kann. Dabei suchte er immer dieselbe Aufregung zu verbergen, drückte seine Wange an die seiner Tochter und ging. Zu den Leuten, welche sich erlaubten, Zweifel an der Gesetzlichkeit der beabsichtigten Heirat auszusprechen, gehörte auch die Mutter Helenes, die Fürstin Kuragin. Sie wurde beständig von Neid auf ihre Tochter gequält und beriet sich mit einem russischen Geistlichen darüber, wie weit die Scheidung und eine neue Heirat bei Lebzeiten des Mannes möglich sei. Der Geistliche hatte ihr gesagt, das sei unmöglich und verwies sie auf einen Text in einem Evangelium, in welchem, wie dem Popen schien, die Möglichkeit einer zweiten Ehe bei Lebzeiten des Mannes direkt verneint wurde. Bewaffnet mit diesen Argumenten, welche ihr unwiderleglich erschienen, kam die Fürstin frühmorgens zu ihrer Tochter, um sie sicher anzutreffen. Helene hörte die Ermahnungen ihrer Mutter mit mildem spöttischem Lächeln an. Siehst du, es heißt gerade da, wer eine geschiedene Frau heiratet, sagte die alte Fürstin. Ach, Mama, reden Sie keinen Unsinn, davon verstehen Sie nichts. Aber meine Liebe. Aber Mama, wie ist's möglich, dass Sie das nicht begreifen, dass der heilige Vater, der die Gewalt hat, zu vergeben? In diesem Augenblick wurde Helene durch eine Gesellschafterin gemeldet, Seine Hoheit sei im Saal und wünsche sie zu sehen. Nein, sagen Sie ihm, ich wolle ihn nicht sehen, ich sei ihm böse, weil er mir nicht Wort gehalten hat. Gräfin, für jede Sünde gibt es Gnade, sagte der junge Mann mit langem Gesicht und langer Nase, indem er eintrat. Die alte Frau stand ehrerbietig auf und setzte sich wieder. Der Prinz achtete nicht im geringsten auf sie. Die Fürstin nickte ihrer Tochter zu und schwebte zur Tür. Nein, sie hat recht, dachte die alte Fürstin, deren Überzeugungen vor dem Erscheinen seiner Hoheit zusammenfielen. Sie hat recht. Aber wie kam es, dass wir in unserer ehrbaren Jugend das nicht gekannt haben? Und das ist doch so einfach, dachte die alte Fürstin, indem sie in den Wagen stieg. Anfangs August war die Angelegenheit Helene's vollkommen entschieden, und sie schrieb ihrem Mann, der sie sehr liebte, wie sie glaubte, einen Brief, in welchem sie ihm von ihrer Absicht, Herrn Endpunkt Endpunkt zu heiraten, sowie von ihrem Übertritt zur alleinselig machenden Religion Mitteilung machte und ihn bat, alle die Scheidung unumgänglichen Förmlichkeiten zu erfüllen, über welche ihm der Überbringer dieses Briefes berichten werde. Zugleich bitte ich Gott, sie, mein Freund, unter seinen heiligen starken Schutz zu nehmen. Ihre Freundin Helene. Dieser Brief wurde in das Haus Peters gebracht, während er sich auf dem Schlachtfelde von Borodino befand. Kapitel 183. Zum zweiten Mal schon am Ende der Schlacht floh Peter mit einem Haufen Soldaten aus der Batterie Rajewski die Anhöhe von Kniaskovo hinab, an dem an dem Verbandplatz vorüber, wo er Blut sah, Geschrei und Stöhnen hörte und rasch vorüberschreitend sich einer Gruppe Soldaten anschloss. Er wünschte nur, möglichst schnell den entsetzlichen Eindrücken dieses Tages zu entfliehen und ruhig in seinem Zimmer in seinem Bett einzuschlafen. Nachdem Peter drei Kilometer auf der großen Straße nach Moschaisk weitergegangen war, setzte er sich am Rande derselben nieder und betrachtete, auf den Ellbogen gestützt, die in der Dämmerung an ihm vorüberziehenden Schatten. Er erinnerte sich nicht, wie lange Zeit er dort zubrachte. Mitten in der Nacht ließen sich drei Soldaten bei ihm nieder, sammelten Zweige und zündeten ein Feuer an. Dann hängten sie einen kleinen Kessel darüber und warfen Brotstücke und Salz hinein. Peter erhob sich beim Geruch der Suppe und seufzte. Die drei Soldaten aßen, ohne auf ihn zu achten, und sprachen untereinander. Zu welchen gehörst du? fragte plötzlich Peter einer der Soldaten. Ich? fragte Peter. Ich bin Offizier vom Landsturm, aber mein Bataillon ist nicht hier. Es ist nach dem Schlachtfeld gegangen und ich habe meine Leute verloren. Nun, iß doch, wenn du willst, ein Süppchen, sagte der Soldat und reichte Peter seinen hölzernen Löffel, nachdem er ihn sorgfältig abgeleckt hatte. Peter setzte sich ans Feuer und begann die Suppe zu essen, die in dem Kessel gekocht worden war und die ihm schmackhafter erschien als alles, was er jemals gegessen hatte. Während er gierig aß, betrachteten ihn die Soldaten schweigend. Wohin gehst du? sag einmal, fragte wieder einer der Soldaten. Ich gehe nach Moschaisk. Du bist wahrscheinlich ein Herr. Ja. Und der Name? Peter Krilowitsch.« Nun, Peter Krilowitsch, dann komm mit, wir werden dich führen. In vollständiger Dunkelheit gingen die Soldaten mit Peter nach Moschaik zu. Schon krähte der Hahn, als sie Moschaik erreichten und einen steilen Berg vor der Stadt hinanstiegen. Peter hatte ganz vergessen, dass sein Gasthof unten am Berg lag und dass er schon daran vorübergegangen war. Er würde es nicht bemerkt haben in seinem verwirrten Zustand, wenn er nicht auf der halben Höhe des Berges auf seinen Stallmeister gestoßen wäre, der ihn in der Stadt gesucht hatte und jetzt in seinen Gasthof zurückkehrte. Er hatte Peter in der Dunkelheit an seinem weißen Hut erkannt. Erlaucht, wohin wollen Sie? sagte er. Wir waren schon in Verzweiflung, und Sie kommen zu Fuß? Ach ja sagte Peter. Nun, hast du die Deinigen gefunden? fragte einer von Peters Begleitern. Nun lebe wohl, Peter Krilowitsch, sagten die anderen Stimmen. Lebt wohl, erwiderte Peter und ging mit seinem Stallmeister nach dem Gasthaus. Ich sollte ihnen etwas geben, dachte Peter in die Tasche greifend. Doch nein, es ist nicht nötig, sagte ihm eine andere Stimme. In den Zimmern des Gasthauses war kein Raum, alle waren besetzt. Peter ging in den Hof, legte sich in seine Kutsche und schlief sogleich ein. Kapitel 184 Am 30. August kehrte Peter nach Moskau zurück. Schon an der äußersten Vorstadt begegnete ihm ein Adjutant des Grafen Rostopchin. Wir suchen sie überall, sagte der Adjutant. Der Graf muss sie durchaus sprechen und bittet sie sogleich zu ihm zu fahren, wegen einer wichtigen Angelegenheit. Ohne nach Hause zu fahren, nahm Peter eine Droschke und fuhr zum Oberkommandierenden. Graf Rostopchin war an diesem Morgen eben in der Stadt angekommen aus seiner Villa vor der Stadt auf den Sperlingsbergen. Das Wohnzimmer des Grafen war voll von Beamten, welche auf sein Verlangen erschienen waren oder Befehle erwarteten. Die Reitergenerale Wasiltschikow und Platov hatten den Grafen schon gesprochen und ihm erklärt, es sei unmöglich, Moskau zu verteidigen und es werde geräumt werden. Diese Nachricht wurde zwar den Einwohnern verheimlicht, aber die Beamten wussten, dass Moskau in die Hände des Feindes fallen werde, und alle kamen zum Gouverneur, um zu fragen, wie sie sich verhalten sollten. Während Peter in das Empfangszimmer eintrat, kam ein Kurier, der von der Armee gekommen war, vom Grafen heraus und antwortete auf die Fragen, die von allen Seiten an ihn gerichtet wurden, nur mit einem hoffnungslosen Achselzucken. Peter betrachtete mit müden Augen die verschiedenen alten und jungen, vornehmen und niedrigen Beamten im Vorzimmer. Alle schienen unzufrieden und unruhig zu sein. Sie begrüßten sich mit Peter und sprachen dann weiter unter sich. Hier, das schreibt er, sagte ein Beamter, auf ein bedrucktes Papier deutend, das er in den Händen hielt. Das ist etwas anderes. Für das Volk ist das notwendig, erwiderte ein anderer. Was ist das? fragte Peter. Eine neue Bekanntmachung. Peter nahm sie und las. Der durchlauchtigste Fürst hat Moschaisk passiert, um sich schneller mit den Truppen zu vereinigen, die zu ihm stoßen. Er hat eine starke Stellung, welche der Feind nicht sogleich anzugreifen wagt. Von hier sind ihm 48 Kanonen mit Munition zugesandt worden, und der durchlauchtigste sagt, er werde Moskau bis zum letzten Blutstropfen verteidigen und sich noch in den Straßen schlagen. Kümmert euch nicht darum, dass die Behörden ihre Tätigkeit eingestellt haben. Wir werden mit den Bösewichtern allein fertig werden. Wenn es dazu kommt, so brauche ich tüchtige junge Leute. Ich bin jetzt gesund, mir hat ein Auge geschmerzt, aber jetzt sehe ich auf beiden. Es ist gut mit dem Beil, nicht übel ist auch der Spieß, aber das Beste ist die dreizinkige Gabel. Ein Franzose ist nicht schwerer als eine Getreidegabe. Morgen nach der Messe. Aber mir hat ein Offizier gesagt, bemerkte Peter, dass es ganz unmöglich sei, sich in der Stadt zu schlagen und dass die Stellung. Nun ja, davon sprechen wir eben, sagte der eine Beamte. Aber was bedeutet das? Mir hat ein Auge geschmerzt, jetzt aber sehe ich auf beiden. Der Graf hatte ein Gerstenkorn am Auge, erwiderte der Adjutant lachend, und er wurde sehr unruhig, als man ihm sagte, das Volk sei gekommen, um zu fragen, was mit ihm sei. Nun, wie ist's mit Ihnen, Graf? fragte plötzlich der Adjutant, Peter lächelnd. Wir haben gehört, Sie haben häusliche Sorgen. Die Gräfin, ihre Frau Gemahlin. Ich habe nichts davon gehört, bemerkte Peter gleichmütig. Was haben Sie gehört? Nein, wissen Sie, es wird so viel gelogen. Ich kann nur sagen, was ich gehört habe. Nun, was haben Sie denn gehört? Man sagt, die Gräfin habe die Absicht, ins Ausland zu reisen. Das ist wahrscheinlich erlogen. Vielleicht, sagte Peter und blickte sich zerstreut um. Aber wer ist das? fragte er, auf einen kleinen alten Mann mit einem großen, schneeweißen Bart deutend. Das? Das ist ein Kaufmann. Das heißt, er ist der Gastwirt Veretschagin. Sie haben vielleicht diese Geschichten von der Proklamation gehört. Ah, das ist also Veretschagin, sagte Peter. Er blickte das feste, ruhige Gesicht des alten Kaufmanns an und suchte darin den Ausdruck des Verräters. Das ist er nicht selbst. Das ist der Vater dessen, der die Proklamation geschrieben hat, sagte der Adjutant. Jener junge Mensch sitzt im Gefängnis und es wird ihm wahrscheinlich schlimm gehen. Ein Greis mit einem Stern und ein anderer Beamter, ein Deutscher, mit einem Kreuz um den Hals, näherten sich der Gruppe. Sehen Sie, erzählte der Adjutant, das ist eine verwirrte Geschichte. Damals erschien diese Proklamation, es sind zwei Monate her. Das wurde dem Grafen gemeldet. Er befahl, eine Untersuchung anzustellen. Man entdeckte, dass die Proklamation sich in den Händen von 63 Personen befand. Man kam zu dem einen und fragte: Von wem haben Sie sie? Von dem und dem. Dann kam man zu dem anderen und fragte Von wem haben Sie sie? und so weiter. So kamen sie bis auf Wereczagin, einen ungebildeten Kaufmann. Auch diesen fragten sie Von wem hast du das? Da wurde er verlegen und sagte Von niemand, ich habe es selbst geschrieben. Man drohte, man bat, aber er blieb dabei, er habe sie selbst geschrieben. Das wurde dem Grafen gemeldet. Der Graf befahl ihn vorzuführen. Von wem hast du die Proklamation? fragte er. Ich habe sie selbst geschrieben. Nun, Sie kennen den Grafen, sagte der Adjutant lachend. Er fuhr schrecklich auf. Aber bedenken Sie auch solch eine Frechheit, Lüge und Hartnäckigkeit. Ah, der Graf wollte, dass er auf Klutscharew hinweisen sollte. Ich verstehe, sagte Peter. Durchaus nicht, erwiderte der Adjutant erschrocken. Klutscharew hatte schon genug auf dem Kerbholz, und dafür ist er auch nach Sibirien geschickt worden. Aber die Sache war die. Der Graf war sehr aufgeregt. Wie konntest du das verfassen? sagte der Graf und nahm vom Tisch eine Hamburger Zeitung. Da ist's. Du hast sie nicht verfasst, sondern übersetzt und schlecht übersetzt, weil du, Dummkopf, nicht Französisch verstehst. Nun, was denken Sie? Nein, sagte er. Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe es verfasst. Nun, wenn es so ist, so bist du ein Verräter und ich werde dich dem Gericht übergeben. Man wird dich aufhängen. Sprich, von wem hast du es erhalten? Ich habe keine Zeitung gelesen, ich habe es selbst verfasst. Dabei blieb er. Der Graf hat auch den Vater vorgefordert, aber er blieb dabei. Man stellte ihn vor Gericht und hat ihn verurteilt, ich glaube, zur Zwangsarbeit. Jetzt ist der Vater gekommen, um für ihn zu bitten. Aber der nichtsnutzige Junge, wissen Sie, so ein Kaufmannssöhnchen, ein Stutzerchen und Tauge nichts glaubt, der Teufel werde ihn nicht holen. Draußen bei der steinernen Brücke ist die Kneipe seines Vaters. Und in der Schenkstube, wissen Sie, hing ein großes Bild von Gott dem Allgewaltigen. In einer Hand hielt er ein Zepter und in der anderen den Reichsapfel. Dieses Bild nahm er auf einige Tage nach Hause. Und was hat er gemacht? Er fand so einen schuftigen Maler. Die Erzählung wurde unterbrochen, weil Peter zum Gouverneur gerufen wurde. Kapitel 185 Peter trat in das Kabinett des Grafen Rostopchin, der mit finsterer Miene sich die Stirn rieb, während Peter eintrat. Ach, guten Tag, großer Krieger, sagte Rostopchin. Wir haben von Ihren ruhmwürdigen Taten gehört, aber darum handelt es sich jetzt nicht. Unter uns gesagt, mein Lieber, Sie sind Freimaurer? fragte Graf Rostopchin in strengem Tone. Peter schwieg. Mir ist alles sehr wohl bekannt, mein Lieber. Aber ich weiß, es gibt Freimaurer und Freimaurer. Ich hoffe, dass Sie nicht zu denen gehören, die unter dem Vorwand, das Menschengeschlecht zu retten, Russland zugrunde richten wollen. Ja, ich bin Freimaurer, erwiderte Peter. Nun sehen Sie, mein Lieber, es wird Ihnen nicht unbekannt sein, dass die Herren Speranski und Magnitsky verschickt worden sind, wohin Sie gehören. Dasselbe geschah auch mit dem Herrn Klucharev und anderen, die unter dem Vorwand der Errichtung des Tempels Salomonis den Tempel ihres Vaterlands zu zerstören suchten. Sie werden begreifen, dass ich dafür Gründe hatte und dass ich den hiesigen Postdirektor nicht hätte nach Sibirien verschicken können, wenn er nicht ein gefährlicher Mensch wäre. Jetzt habe ich erfahren, dass sie ihm ihre Equipage gesandt hatten, um ihn aus der Stadt zu bringen und dass sie einmal von ihm Bücher zur Aufbewahrung angenommen haben. Ich liebe Sie und wünsche Ihnen nichts Böses, und da Sie halb so alt sind als ich, so rate ich Ihnen als Vater, jede Beziehung zu Leuten dieser Art abzubrechen und so schnell als möglich von hier abzureisen. Aber wessen ist denn Klutscharev schuldig? fragte Peter. Es ist meine Sache, das zu wissen, und nicht Ihre Sache, mich danach zu fragen, rief Rostotschyn. Wenn man ihn beschuldigen will, eine Proklamation Napoleons verbreitet zu haben, so ist das nicht erwiesen, sagte Peter, ohne Rostopchin anzusehen. Und diesen Veretschagin... Nun ist's richtig, rief Rostopchin. Wiretschagin ist ein Verräter, der die verdiente Strafe erhalten wird, sagte Rostopchin heftig auffahrend. Aber ich habe Sie nicht gerufen, meine Sachen zu besprechen, sondern um Ihnen einen Rat zu erteilen, oder einen Befehl, wenn Sie wollen. Ich bitte Sie, jede Beziehung, mit Herren wie Klutscharew abzubrechen und abzureisen. Ich strafe das Böse, wo ich es finde. Wahrscheinlich bedachte er, dass er Besuch auf Anschrie, dem noch nichts vorzuwerfen war, und fügte in freundlichem Tone hinzu, wir sind am Vorabend allgemeinen Unglücks und es ist mir unmöglich, gegen alle liebenswürdig zu sein, mit denen ich zu tun habe. Oft geht mir der Kopf in die Runde. Also, mein Bester, was werden Sie vornehmen? Sie persönlich. Nichts. Erwiderte Peter, der den Ausdruck seines gedankenvollen Gesichts nicht änderte. Des Grafen Züge verfinsterten sich. Mein freundschaftlicher Rat ist, machen Sie, dass Sie schnell fortkommen, wohl dem, der zu gehorchen versteht. Leben Sie wohl, mein Bester. Ach ja, schrie er ihm durch die Tür nach. Ist es wahr, dass die Gräfin in die Klauen der Väter von der Gesellschaft Jesu gefallen ist? Peter gab keine Antwort und verließ das Haus zornig, wie man ihn noch nie gesehen hatte. Als er nach Hause kam, dämmerte es bereits. Etwa acht verschiedene Leute erwarteten ihn ein Sekretär eines Komitees, der Oberst seines Bataillons, der Haushofmeister und verschiedene Bittsteller. Alle wollten von Peter Befehle haben. Peter begriff nichts davon, interessierte sich nicht für diese Sachen und gab auf alle Fragen nur Antworten, die ihn von diesen Leuten befreien sollten. Endlich allein geblieben, öffnete er den Brief seiner Frau. Als er am anderen Morgen erwachte, kam der Haushofmeister, um ihm zu melden, dass ein Polizeibeamter im Auftrage des Grafen Rostopchin gekommen sei, um sich zu erkundigen, ob der Graf abgereist sei oder bald abreisen werde. Etwa zehn verschiedene Leute, welche mit Peter irgendetwas zu verhandeln hatten, erwarteten ihn im Salon. Peter kleidete sich hastig an, aber anstatt zu denjenigen zu gehen, die ihn erwarteten, Ging er durch die Hintertür auf die Straße hinaus? Von dieser Zeit an, bis zum Ende der Zerstörung Moskaus, hat niemand von der Dienerschaft Peter wiedergesehen, ungeachtet aller Nachforschungen, und niemand wusste, wo er sich befand. Kapitel 186: Graf Rostow blieb mit seiner Familie bis zum 1. September in Moskau bis zum Tag vor dem Einmarsch des Feindes. Nach dem Eintritt Petjas in das Kosakenregiment Obolensky und bis zu seiner Abreise nach Bielaja-Zerkow, wo dieses Regiment gebildet wurde, befiel die Gräfin eine heftige Angst. Jetzt erst kam ihr der Gedanke mit schrecklicher Klarheit, dass ihre beiden Söhne sich im Krieg befinden, dass sie ihre Fittiche verlassen hatten und jeder oder beide getötet werden konnten, wie die drei Söhne einer ihrer Bekannten. Sie wollte Nikolai zu sich rufen und selbst zu Petja reisen, um ihn irgendwo in Petersburg unterzubringen, aber beides erwies sich als unmöglich. Die Gräfin konnte nachts nicht mehr schlafen, und wenn sie einschlummerte, sah sie im Traum ihre Söhne getötet. Nach vielen Beratungen verfiel endlich der Graf auf ein Mittel zur Beruhigung der Gräfin. Er ließ Petja aus dem Regiment Obolenski in das Regiment Besucher versetzen, welches in der Nähe von Moskau gebildet wurde. Dadurch hatte die Gräfin den Trost, wenigstens einen Sohn bei sich in Sicherheit unter ihren Fittichen zu sehen, und sie hoffte, ihn immer in solchen Stellen unterbringen zu können, wo er nicht in die Schlacht kommen konnte. Glaubte die Gräfin zu bemerken, dass sie den Ältesten mehr als die übrigen Kinder liebte. Aber als der Jüngere, dieser Müßiggänger, der schlecht lernte und alle im Hause belästigte und alles im Hause zerbrach, dieser stumpfnasige Petja mit seinem vergnügten schwarzen Äuglein zu diesen großen, schrecklichen Männern kam, welche dort Schlachten schlugen und daran Freude fanden, da erschien es der Mutter, dass sie ihn noch viel mehr liebe als alle übrigen Kinder. Je näher die Zeit kam, wo Petja nach Moskau zurückkommen sollte, umso mehr nahm ihre Unruhe zu. Sie dachte schon, sie werde dieses Glück nie erleben können. Gegen Ende August kam ein zweiter Brief von Nikolai. Er schrieb aus Woronesch, wohin er zum Einkauf von Pferden gesandt worden war. Dieser Brief beruhigte die Gräfin nicht. Da sie einen Sohn für jetzt außer Gefahr wusste, war sie noch mehr in Angst um Petja. Obgleich schon seit dem 20. August fast alle Bekannten Rostovs Moskau verlassen hatten und obgleich alle der Gräfin dringend rieten, so schnell wie möglich abzureisen, wollte sie doch damals nichts von der Abreise wissen, bevor ihr teurer Petja zurückgekehrt sei. Dieser kam am 28. August, aber die leidenschaftliche Zärtlichkeit, mit der er empfangen wurde, gefiel dem 16-jährigen Offizierchen schlecht. Er erriet das Vorhaben seiner Mutter, ihn nicht mehr aus ihren Fittichen zu entlassen, und in der Befürchtung, durch ihre Zärtlichkeit weibisch zu werden, benahm er sich kühl gegen sie, vermied sie und hielt sich ausschließlich zu Natalie. Bei der gewohnten Sorglosigkeit des Grafen war am 28. August noch nichts zur Abreise bereit und die Fuhren, die er von den Gütern im Resanschen und Moskauischen Gouvernement erwartete, um alle Habseligkeiten aus dem Hause fortzubringen, kamen erst am 30. an. Vom 28. bis zum 31. August befand sich ganz Moskau in Aufregung und Bewegung. Jeden Tag wurden Tausende von Verwundeten durch Moskau geführt und Tausende von Fuhren und Habseligkeiten verließen durch alle Tore die Stadt. Trotz der Proklamation Rostopchins, vielleicht sogar infolge derselben, liefen die widersprechendsten Gerüchte durch die Stadt. Man sagte, es sei verboten, jemand hinauszulassen, andere dagegen erzählten, man habe alle heiligen Bilder aus den Kirchen fortgebracht und die Leute werden gewaltsam fortgebracht werden. Dann hieß es: Nach der Schlacht bei Borodino, habe noch eine andere Stadt gefunden, in welcher die Franzosen geschlagen worden seien wogegen andere behaupteten, die ganze russische Armee sei vernichtet. Es hieß, man habe Verräter gefangen, die Bauern seien aufständisch geworden und plünderten diejenigen, welche abfuhren und so weiter. Aber alle fühlten, ohne es auszusprechen, dass Moskau jedenfalls dem Feinde überlassen werde und dass man so schnell wie möglich sich selbst und alle Habseligkeiten in Sicherheit bringen müsse. Bis zum 1. September trat keine Veränderung ein. Obgleich man wusste, dass der Untergang nahe war, nahm doch das gewohnte Leben in Moskau noch immer seinen Fortgang. Während dieser drei Tage vor der Einnahme Moskaus war die ganze Familie des Grafen Rostoff mit verschiedenen Alltagssorgen beschäftigt. Das Haupt der Familie fuhr beständig in der Stadt umher, sammelte die umlaufenden Gerüchte ein und traf zu Hause oberflächliche, hastige Anordnungen für die Abreise. Die Gräfin beaufsichtigte die Aufräumung der Sachen, war mit allem unzufrieden und eifersüchtig auf Natalie, bei der Petja die ganze Zeit verbrachte. Nur Sonja widmete sich einer praktischen Tätigkeit, dem Einpacken der Sachen, war aber in der letzten Zeit schweigsam und kummervoll. Der Brief Nikolais, in dem er seine Begegnung mit der Fürstin Marie erwähnte, hatte hoffnungsvolle Äußerungen der Gräfin hervorgerufen, welche in dieser Beziehung eine Fügung Gottes sah. Ich war niemals froh, sagte die Gräfin über die Brautschaft Natalies mit Bolkonski, aber ich habe ein Vorgefühl und habe es immer gewünscht, dass Nikolai die Fürstin heiraten werde. Und wie schön wäre das! Sonja wusste, dass die einzige Möglichkeit, die Umstände der Familie zu verbessern, in einer reichen Heirat Nikolais lag. Und dass die Fürstin eine gute Partie war. Aber das war ihr ein sehr bitteres Gefühl. Ungeachtet ihres Kummers oder vielleicht gerade infolgedessen nahm sie alle Mühe und Sorge für die Einpackung der Sachen auf sich und war ganze Tage lang eifrig beschäftigt. Der Graf und die Gräfin wandten sich immer an sie, wenn sie etwas zu befehlen hatten. Petja und Natalie dagegen leisteten den Eltern nicht nur keine Hilfe, sondern waren allen im Hause lästig und störend. Fast den ganzen Tag hörte man im Hause ihr geräuschvolles Wesen, Schreien und Lachen. Petja freute sich, dass er, nachdem er das Haus als Knabe verlassen hatte, jetzt, wie dies alle sagten, als junger Mann zurückgekehrt war. Und hauptsächlich deshalb, weil natalie so froh und heiter war, deren Stimmung er stets geteilt hatte. natalie aber befand sich deshalb in lustiger Stimmung, weil jemand zugegen war, der über sie entzückt war, und dieses Entzücken anderer war die Wagenschmiere, welche immer notwendig war, um ihre Maschine in Bewegung zu setzen. Sie waren überhaupt vergnügt darüber, dass man sich bei Moskau schlagen werde, dass alle flohen, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches vorging, was immer den Menschen, besonders den jungen Menschen, erheitert. Kapitel 187 am Sonnabend, den 31. August, ging im Hause Rostoff alles drunter und drüber. Alle Türen waren weit offen, alle Möbel wurden umgestellt oder fortgetragen, die Spiegel und Bilder abgenommen, in den Zimmern standen Koffer und Kisten, Heu und Packpapier lag umher. Die Dienerschaft und Bauern trugen Sachen hinaus und gingen mit schweren Schritten über das Parkett. Draußen drängten sich die Bauernwagen, einige waren schon beladen und festgebunden, andere noch leer. Der Graf war seit dem Morgen ausgefahren, niemand wusste wohin. Die Gräfin hatte Kopfschmerzen von all dem Lärm bekommen und lag in einem Salon mit einem Essigumschlag um die Stirne. Petja war nicht zu Hause. Sonja beaufsichtigte im Salon das Einpacken von Kristall und Geschirr. Natalie saß auf der Diele in ihrem Zimmer zwischen umherliegenden Kleidern, Bändern und Schärpen. Sie war beschämt darüber, dass sie nichts tat, während alle so eifrig arbeiteten, und seit dem Morgen versuchte sie es mehrmals mitzuhelfen. Aber sie vermochte es nicht, ließ immer wieder alles liegen und ging in ihr Zimmer, um ihre Sachen einzupacken. Anfangs belustigte sie sich damit, ihre alten Kleider an die Zofen zu verteilen, dann aber, als die übrigen eingepackt werden sollten, erschien ihr das langweilig. Dunjascha, sagte sie, du wirst das alles zurechtlegen, mein Täubchen, nicht wahr? Dunjascha versprach, alles zu machen, und Natalie setzte sich mit einem alten Ballkleid auf die Diele und dachte nicht mehr an das, was jetzt geschehen sollte. Sie stand auf und betrachtete sich im Spiegel. Auf der Straße hielt ein ungeheurer Wagenzug mit Verwundeten. Die Mädchen und Diener, die Köche, Kutscher und Stallknechte eilten zum Tore, um die Verwundeten zu sehen. Natalie band ein weißes Taschentuch um die Haare, hielt es mit beiden Händen an den Enden fest und ging auf die Straße hinaus. Die alte Haushälterin Mavra ging an einen Wagen und sprach mit einem darin liegenden bleichen Offizier. Natalie näherte sich und hörte schüchtern zu, während sie immer noch die Zipfel ihres Tuches mit beiden Händen festhielt. Sie haben niemand in Moskau? fragte Mavra. Sie könnten ruhiger sein irgendwo in einer Wohnung, vielleicht gleich hier bei uns. Die Herrschaft reist ab. Ich weiß nicht, ob die Herrschaft das erlauben wird, sagte der Offizier mit schwacher Stimme. Fragen Sie den Kommandierenden. Dabei deutete er auf einen dicken Major, welcher längs der Wagenreihe näher kam. Natalie blickte angstvoll den Verwundeten an. Können die Verwundeten bei uns im Hause bleiben? fragte sie den Major. Der Major legte lächelnd die Hand an den Schirm. Was ist Ihnen gefällig, Mamsell? fragte er lachend. Natalie wiederholte ihre Frage mit ernster Miene. O oh ja, warum nicht? erwiderte der Major. Der Wagen des Offiziers und noch zehn andere mit Verwundeten fuhren in den Hof ein. Natalie war sichtlich erfreut über dieses ungewöhnliche Ereignis und die Begegnung mit fremden Menschen und bemühte sich, mit Mavra so viel als möglich Verwundete in den Hof hineinzuführen. Aber man muss es doch erst dem Herrn Papa sagen, meinte Mavra. Ach, das ist doch ganz gleichgültig. Wir richten uns auf einen Tag im Salon ein und können Ihnen unsere ganze Wohnung überlassen. Aber bedenken Sie Fräulein, man könnte doch erst fragen. Natalie eilte ins Haus und ging auf den Zehenspitzen nach der halboffenen Tür des kleinen Salons, aus welchem ein Geruch von Essig und Hoffmannstropfen herauskam. „Mama“, sagte Natalie und ließ sich auf die Knie vor ihrer Mutter nieder. „Verzeihen Sie, dass ich Sie geweckt habe. Mavra schickt mich unten sind verwundete Offiziere, welche kein Unterkommen haben. Ich weiß, sie erlauben es“, sagte sie hastig. „Was für Offiziere? Ich begreife nichts, sagte die Gräfin. Natalie lächelte, und auch die Gräfin lächelte schwach. Ich wusste, dass sie es erlauben werden, und Natalie küsste ihre Mutter, stand auf und ging zur Tür. Im Saal begegnete sie ihrem Vater, der mit schlechten Nachrichten nach Hause zurückkehrte. Wir sind zwar lange sitzen geblieben, sagte der Graf verdrießlich, jetzt ist der Club geschlossen und die Polizei zieht ab. Papa, es ist doch recht, dass ich die Verwundeten ins Haus einlud, sagte Natalie. Versteht sich, erwiderte der Graf zerstreut, aber jetzt halte dich nicht mit Spielereien auf und hilf einpacken. Wir müssen morgen fort. Und der Graf erteilte dem Hausmeister und den Dienern denselben Befehl. Petja kehrte zu Tisch zurück und erzählte seine Neuigkeiten. Er erzählte, dass das Volk im Kreml sich bewaffnet habe, und obgleich Rostopchin in seiner Proklamation gesagt habe, er werde das Volk aufrufen, habe man doch schon wirklich Anordnungen getroffen, dass morgen das ganze Volk nach den drei Bergen bewaffnet hinausziehen werde und dass dort eine große Schlacht stattfinden werde. Die Gräfin beobachtete mit Entsetzen das erregte, gerötete Gesicht ihres Sohns, während er erzählte. Sie wusste, wenn sie ihn zurückhalten wollte, werde er etwas von Männlichkeit, von Ehre und Vaterland sprechen und andere Unsinnigkeiten, auf die sie nichts erwidern konnte, und deshalb hoffte sie, es möglich zu machen, dass sie noch früher abreisen und Petja als Beschützer mitnehmen konnte. Nach Tisch rief sie den Grafen zu sich und flehte ihn mit Tränen an, sie sogleich fortzuführen, noch in dieser Nacht, wenn es möglich sei. Mit unwillkürlicher weiblicher Schlauheit sagte sie, sie sterbe vor Schrecken, wenn man nicht noch heute Nacht abfahre. Kapitel 188 Madame Schuss vermehrte noch die Angst der Gräfin, indem sie erzählte, was sie auf der Miesnitskaya Straße gesehen hatte, als sie zu ihrer Tochter gehen wollte. Als sie zurückkehrte, lärmten betrunkene Volkshaufen auf der Straße. Sie fuhr mit einer Droschke auf Umwegen nach Hause und der Kutscher erzählte ihr, dass das Volk die Fässer in einem großen Brandweinlager eingeschlagen habe. Nach Tisch machte sich die ganze Dienerschaft mit neuer Hast an die Arbeit. Der Graf ging im Hofe umher, schrie die Leute an und brachte sie noch mehr in Verwirrung. Petja kommandierte auf dem Hof. Sonja wusste nicht, was sie bei den widersprechenden Befehlen des Grafen machen sollte und wurde ganz ratlos. Die Leute liefen schreiend, zankend und lärmend durch die Zimmer und Natalie beteiligte sich jetzt plötzlich auch mit der ihr eigenen Leidenschaftlichkeit an den Arbeiten. Anfangs wurde ihr Eifer ungläubig aufgenommen. Man glaubte, sie scherze und wollte ihr nicht gehorchen, aber sie verlangte hartnäckig Gehorsam und weinte beinahe vor Zorn, und endlich glaubte man an ihren Eifer. Ihre erste Tat war die Einpackung der Teppiche. Es waren teure Gobelins und persische Teppiche vorhanden. Im Saal standen zwei offene Kisten, die eine war fast bis oben mit Porzellan gefüllt, die andere mit Teppichen. Auf den Tischen stand noch viel Porzellan, und man brachte immer noch mehr aus der Vorratskammer. Man musste eine zweite und dritte Kiste anfangen, welche die Leute holen ging. Es geht nicht, Fräulein. Wir haben es schon versucht, sagte der Tafeldecker. Nein, warte doch. Und Natalie nahm eine Schüssel und Teller heraus. Die Schüssel hierher zu den Teppichen, sagte sie. Gott gebe, dass wir die Teppiche in drei Kisten hineinbringen. Warte nur, sagte Natalie und begann rasch einzuteilen. Die Kiewschen Teller sind nicht nötig, und dies kommt in die Teppiche, sagte sie, auf eine Meißner Vase deutend. Ach, Fräulein, sagte der Haushofmeister. Aber Natalie warf rasch alles heraus und begann neu einzupacken und entschied, dass die schlechten Hausteppiche und geringes Geschirr nicht mitgenommen werden solle. Als alles andere herausgenommen war, begann man wieder einzupacken. Und wirklich, nachdem alle geringen Sachen, welche mitzunehmen nicht wert waren, beiseite geschafft waren, wurden alle Kostbaren in zwei Kisten untergebracht sie machte verzweifelte anstrengungen und wies den tafeldecker und petja den sie zu sich berufen hatte an jetzt binde fest petja wasil drücke den deckel zu die koffer wurden zusammengedrückt und die deckel geschlossen natalie schlug erfreut die hände zusammen und tränen standen in ihren augen aber sogleich begann sie eine andere arbeit der graf wurde nicht ärgerlich wenn man ihm sagte natalie habe seine befehle umgeändert und die diener kamen zu natalie nach befehlen Sie ließ immer überflüssige Sachen zurück, und so gelang es ihr, die teuersten sicher unterzubringen. Aber so sehr auch die Leute sich bemühten, war in später Nacht noch nicht alles eingepackt. Die Gräfin schlief ein, und der Graf schob die Abfahrt auf den Morgen auf und ging schlafen. Sonja und Natalie schliefen, ohne sich auszukleiden, im kleinen Salon. In der Nacht fuhr noch ein Verwundeter durch die Straßen vorüber, und Mavra, welche an der Pforte stand, ließ den Wagen in den Hof einbiegen. Dieser Verwundete war nach Mavras Meinung eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Er fuhr in einer Kutsche, auf dem Bock saß ein alter, würdiger Kammerdiener neben dem Kutscher, hinter dem Wagen ritt ein Arzt und zwei Soldaten. Bitte kommen Sie zu uns. Die Herrschaft fährt fort, das ganze Haus ist leer, sagte die Alte zu dem alten Diener. Nun ja, erwiderte der Kammerdiener. Wir haben ein eigenes Haus in Moskau, aber es ist weit und dort wohnt niemand. Bitte, kommen Sie zu uns. Unsere Herrschaft hat an allem Überfluss. Bitte, sagte Mavra. Ist der Herr sehr krank? fragte sie. Der Kammerdiener machte eine Handbewegung. Wir wagen nicht, ihn weiterzubringen. Ich muss den Arzt fragen, sagte der Kammerdiener und stieg vom Bock. Gut, sagte der Arzt. Der Kammerdiener ging wieder zur Kalesche, blickte hinein, Wiegte den Kopf und befahl dem Kutscher, hineinzufahren. Mavra schlug vor, den Verwundeten ins Haus zu tragen. Die Herrschaft hat nichts dagegen, sagte sie. Aber um die Haupttreppe zu vermeiden, wurde der Verwundete in das Seitengebäude getragen und in das frühere Zimmer von Madame Schuss gebracht. Dieser Verwundete war Fürst André Bolkonski. Kapitel 189 Der letzte Tag Moskaus brach an. Es war ein helles, heiteres Herbstwetter und ein Sonntag. Wie an gewöhnlichen Sonntagen wurde auf allen Kirchen zur Messe geläutet. Niemand schien begreifen zu können, was Moskau erwartete. Nur an zwei Merkmalen zeigte sich die Lage, in der sich Moskau befand. Das Benehmen des niederen Volkes und die Preise der Gegenstände. Fabrikarbeiter, Dienstleute, Bauern zogen in großen Massen, unter die sich auch Beamte, Seminaristen, Adlige mischten früh morgens nach den drei Bergen hinaus. Nachdem sie dort einige Zeit gestanden und vergebens Rostopchin erwartet hatten, überzeugten sie sich, dass Moskau übergeben werde und die ganze Menge zerstreute sich in Moskau in den Brandweinschenken. Die Preise für Waffen, für Gold, Wagen und Pferde stiegen ungeheuer, aber die Preise für Luxuswaren verminderten sich rasch, so sodass es gegen Mittag vorkam, dass teure Waren wie Tuch, Möbel, Spiegel umsonst weggegeben wurden, während man für ein Bauernpferd 500 Rubel zahlte. In dem würdigen, alten Rostowschen Hause zeigten sich diese Anzeichen noch sehr schwach. In Bezug auf die Leute ereignete sich nur, dass in der Nacht drei Männer von der großen Dienerschaft verschwanden, aber nichts wurde gestohlen und in Bezug auf die Preise der Sachen erwiesen sich die 30 Fuhren, welche von den Gütern gekommen waren, als ein ungeheurer Reichtum, welchen viele mit Neid ansahen und wofür Rostow große Summen geboten wurden. Dabei aber kamen schon früh am Morgen die Burschen von verwundeten Offizieren und selbst Verwundete, welche sich herbeigeschleppt hatten, aus dem Rostow'schen und benachbarten Häusern und flehten die Familie an, ihnen die Fuhren zu überlassen, um aus Moskau fortzukommen. Der Haushofmeister, an welchen diese Bitten gerichtet wurden, weigerte sich entschieden, obgleich er die Verwundeten bedauerte, und sagte, er wage es nicht, dem Grafen dies zu melden so traurig auch die Lage der zurückbleibenden Verwundeten sein mochte. So war es doch augenscheinlich, dass wenn man nur eine Fuhre weggab, keine Möglichkeit war, die anderen zu behalten. Man musste sie alle und sogar die Equipagen weggeben. Aber die dreißig Fuhren konnten dennoch nicht alle Verwundeten retten. Und in dem allgemeinen Unglück konnte man nicht anders als an sich und seine Familie denken. Das war die Ansicht des Haushofmeisters. Als der Graf am Morgen des 1. September erwachte, ging er auf Zehenspitzen in seinem seidenen Schlafrock hinaus auf die Vortreppe. Die beladenen Fuhren standen im Hof und die Equipagen vor der Tür. Der Haushofmeister sprach mit einem bleichen, jungen Offizier mit verbundenem Arm. Als er den Grafen erblickte, gab er dem Offizier einen strengen Wink, sich zu entfernen. Ist alles fertig, Vasilic? fragte der Graf und nickte dem Offizier zu. Wir können sogleich anspannen, erlaucht. Vortrefflich. Gleich wird die Gräfin erwachen und dann fort mit Gott. Wer sind Sie, mein Herr? wandte er sich an den Offizier. Sind Sie bei mir im Hause? Der Offizier trat näher und sein bleiches Gesicht rötete sich lebhaft. Graf, ich bitte Sie, erlauben Sie mir, um Gottes willen, irgendwo auf Ihren Fuhren ein Plätzchen, ich habe nichts bei mir. Noch ehe der Offizier ausgesprochen hatte, kam ein Offiziersbursche mit derselben Bitte für seinen Herrn. Ach ja, ja, sagte der Graf, ich freue mich sehr. Wasilitsch, sorge dafür. Man muß ein oder zwei Wagen abladen. Nun, dort, was nötig ist, sagte der Graf mit unbestimmten Ausdrücken. In demselben Augenblick wurde durch den Ausruf heißer Dankbarkeit auf dem Gesicht des Offiziers dieser Befehl schon bekräftigt. Als der Graf sich umblickte, erschienen im Hof an den Pforten und an den Fenstern überall Verwundete und Offiziersburschen, welche alle nach dem Grafen sahen. Erlauben Sie, erlaucht, was soll mit den Bildern in der Galerie geschehen? fragte der Haushofmeister. Der Graf ging mit ihm ins Haus, nachdem er seinen Befehl wiederholt hatte, die Verwundeten nicht zurückzuweisen, welche mitfahren wollten. Nun, man kann etwas zusammenrücken, fügte er mit leiser, geheimnisvoller Stimme hinzu, als ob er fürchtete, dass ihn jemand hören könnte. Um neun Uhr erwachte die Gräfin und Matrena, ihre frühere Zofe, meldete, Madame Schoß sei sehr erbost und man könne doch die Sommerkleider der Fräulein nicht zurücklassen. Durch weitere Fragen, warum Madame Schoß entrüstet sei, erwies es sich, dass ihr Koffer von der Fuhre herabgenommen worden war, dass alle Fuhren aufgebunden und die Sachen abgeladen wurden und dass man die Verwundeten mitnehmen wolle. Die Gräfin ließ ihren Mann zu sich rufen. »Was ist das, mein Lieber? Wie ich höre, nimmt man die Sachen wieder ab?« Weißt du, meine Freundin, ich wollte dir sagen, Gräfin, ein Offizier hat mich gebeten, einige Fuhren für die Verwundeten abzugeben. Bedenke, wie sollen sie hier zurückbleiben? Sie sind nun einmal auf dem Hof. Wir haben sie selbst hereingerufen. Weißt du, ich glaube wirklich, meine Freundin, wir, man, man muss sie fortführen lassen. Das sprach der Graf schüchtern, wie immer, wenn es sich um Geld handelte. Die Gräfin aber war an diesen Ton schon gewöhnt, der immer einer Sache vorherging, welche für die Kinder nachteilig war, wie der Bau irgendeiner Galerie oder Orangerie oder die Errichtung eines Haustheaters, und darum hielt sie es immer für ihre Pflicht, sich dem zu widersetzen, was in diesem schüchternen Ton gesprochen wurde. Höre, Graf, sagte sie in ihrem gehorsam weinerlichen Ton, du hast es so weit gebracht, dass wir für das Haus nichts mehr erhalten. Und jetzt willst du noch alles untergehen lassen, was den Kindern geblieben ist? Du hast selbst gesagt, im Hause seien Sachen im Wert von hunderttausend. Nein, mein Freund, ich kann nicht beistimmen. Mache, wie du willst. Für die Verwundeten muss die Regierung sorgen, das wissen sie. Bei Lopuchins ist schon vorgestern alles fortgeführt worden. So handeln vernünftige Leute. Nur wir sind Dummköpfe. Erbarme dich wenigstens der Kinder, wenn auch nicht meiner. Der Graf verließ achselzuckend das Zimmer. Papa, was ist das? sagte Nathalie, welche nach ihm ins Zimmer der Mutter trat. Was willst du? fragte der Graf ärgerlich. Ich habe alles gehört, sagte Nathalie. Warum will Mama nicht? Was geht es dich an? schrie der Graf. Nathalie trat ins Zimmer und dachte nach. Papa, Berg ist gekommen, sagte sie, durchs Fenster blickend. Kapitel 190 Berg, der Schwiegersohn Rostoffs, war schon Oberst und bekleidete die ruhige, angenehme Stellung eines Gehilfen des Generalstabes des zweiten Armeekorps. Er war am 1. September von der Armee nach Moskau gekommen. Obgleich er dort nichts zu tun hatte, hielt er es doch für nötig, sich einen Urlaub zu erbitten, wie alle übrigen Taten. Er umarmte den Grafen, küsste natalie und Sonja die Hand und fragte hastig nach der Gesundheit der Gräfin. Wie geht's? fragte der Graf. Was macht die Armee? Zieht sie sich zurück oder wird eine Schlacht stattfinden? Nur der ewige Gott kann das Schicksal des Vaterlandes entscheiden. Man weiß nicht, was nun werden wird, aber einen solchen Heldenmut, wie ihn die russische Armee zeigte, kann man sich nicht vorstellen und nicht genug rühmen. In diesem Augenblick erschien die Gräfin mit ermüdeter und unzufriedener Miene. Berg sprang hastig auf, küsste ihr die Hand und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Ja, es sind schwere Zeiten für jeden Russen, sagte Berg. Aber warum beunruhigen Sie sich? Sie haben noch Zeit abzureisen. Ich begreife nicht, was die Leute tun, sagte die Gräfin zu ihrem Mann. Man hat mir eben gesagt, es sei noch nichts bereit. Man muss doch Anordnungen treffen. Der Graf stand auf und ging zur Tür. Ich kam mit einer großen Bitte zu Ihnen, Papa, sagte Berg. Nun, fragte der Graf stehenbleibend. Ich kam eben bei Josupovs Haus vorüber. Der Verwalter kam heraus und fragte, ob ich nicht etwas kaufen wollte. Ich habe dort so eine Chiffoniere und Toilette gefunden. Sie wissen, wie sie Vera immer gewünscht hat. Entzückend. Ich möchte Sie gern damit überraschen. Ich sehe, Sie haben so viele Bauern im Hof. Geben Sie mir wenigstens einen. Ich werde gut bezahlen. Gehen Sie zur Gräfin. Ich habe nichts zu sagen, erwiderte der Graf. Wenn es Schwierigkeiten macht, sagte Berg, dann lassen wir es. Ich wünschte es nur zu sehr für Vera. Ach, macht, dass ihr alle zum Teufel kommt. Zum Teufel, zum Teufel, zum Teufel. schrie der alte Graf. Mir geht der Kopf in die Runde. Damit lief er aus dem Zimmer. Die Gräfin brach in Tränen aus. Ja, ja, Mamachen. Sehr schwere Zeiten, sagte Berg. Natalie ging mit ihrem Vater hinaus. Im Hof standen noch immer die beladenen Fuhren. Zwei derselben waren abgeladen worden, und auf eine derselben stieg ein Offizier unterstützt von seinem Burschen. Weißt du, warum Papa und Mama stritten?", fragte Petja. Natalie gab keine Antwort. "Weil Papachen alle Fuhren den Verwundeten geben wollte", sagte Petja. "Nach meiner Ansicht, nach meiner Ansicht!", schrie Natalie auf. "Ist das eine solche Abscheulichkeit, eine solche Niedrigkeit? Ich weiß nicht, sind wir etwa solche Deutschen?" Ihre Kehle zuckte vor verhaltenem Weinen und in der Befürchtung, dass sich die Ladung ihres Zornes umsonst entladen würde, wandte sie sich um und stürmte die Treppe hinauf. Berg saß neben der Gräfin, und der Graf ging mit der Pfeife in der Hand im Zimmer auf und ab, als Natalie mit vor Zorn verzerrter Miene wie ein Sturmwind ins Zimmer stürzte und auf ihre Mutter zuging. Das ist abscheulich, das ist nichtswürdig, schrie sie. Das kann nicht sein, dass Sie das befohlen haben. Berg und die Gräfin sahen sie verwundert an. Mamachen, es kann nicht sein. Sehen Sie, was auf dem Hof vorgeht. Sie bleiben zurück. Was ist dir? Von wem sprichst du? Von den Verwundeten. Es kann nicht sein, Mamachen, es wäre unerhört. Nein, Mamachen, das darf nicht sein. Ich bitte, verzeihen Sie mir, Mamachen, was hilft uns das, was wir fortbringen? Sehen Sie nur, was auf dem Hof vorgeht. Mamachen, das kann nicht sein. Der Graf stand am Fenster und hörte zu. Die Gräfin sah ihre Tochter an und blickte sich dann ratlos um. Macht, was ihr wollt. Ich störe ja niemand sagte sie. Dann ging sie auf den Grafen zu. Mein Freund, du hast getan, was recht ist. Ich verstehe das nicht, sagte sie mit gesenkten Augen. Die Eier, die Eier wollen klüger sein als die Hühner, sagte der Graf unter Tränen und umarmte gerührt seine Frau, welche beschämt ihr Gesicht an seiner Brust verbarg. Papachen, Mamachen, kann ich den Befehl geben? fragte Natalie. Wir können immer noch alles Nötige mitnehmen. Der Graf nickte mit dem Kopf, und Natalie eilte durch den Saal und die Treppe hinab in den Hof. Die Leute sammelten sich um Natalie und konnten nicht sogleich an den seltsamen Befehl glauben, den sie ihnen überbrachte, bis der Graf selbst im Namen seiner Frau den Befehl bestätigte, man solle alle Fuhren den Verwundeten übergeben und die Kisten in die Speicher stellen. Als die Leute dies begriffen, machten sie sich mit freudiger Dienstwilligkeit an die Arbeit. Der Dienerschaft erschien dies keineswegs sonderbar, sondern im Gegenteil, sie dachten, es könne nicht anders sein, ebenso wie eine Viertelstunde vorher sich niemand darüber gewundert hatte, dass die Verwundeten zurückbleiben und die Sachen mitgenommen werden sollten. Die Verwundeten kamen aus ihren Zimmern hervor und umgaben mit freudigen, bleichen Gesichtern die Fuhren. Auch in den benachbarten Häusern verbreitete sich das Gerücht, es seien Fuhren da, und auch aus den anderen Häusern kamen Verwundete in den Rostowschen Hof. Viele derselben baten, die Sachen nicht abzunehmen, sondern sie nur darauf Platz nehmen zu lassen. Aber nachdem man einmal begonnen hatte, die Sachen abzuladen, war kein Halt mehr möglich. Es war ja ganz gleichgültig, ob man alles oder nur die Hälfte zurückließ. Auf dem Hof lagen die Kisten mit Geschirr, mit Bronzen, Bildern, Spiegeln, welche in der vergangenen Nacht so sorgfältig eingepackt worden waren. Vier kann man noch aufnehmen, sagte der Verwalter. Ich gebe meine Fuhren auch ab, aber wohin mit den anderen? Dann lassen Sie meine Garderobe zurück, sagte die Gräfin. Dunjascha kann bei mir in dem Wagen sitzen. Die ganze Dienerschaft war in fröhlicher Aufregung, und Natalie befand sich in einer glücklichen, entzückten Stimmung, wie sie sie lange nicht mehr empfunden hatte. Wohin soll das alles kommen? fragten die Leute, indem sie eine Kiste herabschleppten. Man muß wenigstens eine Fuhre behalten. Was ist denn darin? fragte Natalie. Die Bücher des Grafen. Lasst sie zurück. Vasilic wird sie aufbewahren. Der kleine Jagdwagen war ganz voll Menschen und man wusste nicht, wo Petja Platz finden sollte. Auf dem Bock! Du kannst ja auf dem Bock sitzen, rief Natalie. Sonja war unaufhörlich beschäftigt, aber in anderer Art als Natalie. Sie schrieb auf den Wunsch der Gräfin alle Sachen auf, welche zurückbleiben sollten und bemühte sich dabei aber, so viel als möglich zum Mitnehmen zu erhaschen. Kapitel 191 um zwei Uhr standen die vier Equipagen Rostoffs vor der Unterfahrt, während die Bauernwagen mit den Verwundeten nacheinander zum Hof hinausfuhren. Als die Kalesche des Fürsten André an der Haupttreppe vorüberfuhr, erregte sie die Aufmerksamkeit Sonjas, welche mit einer Zofe bemüht war, die ungeheuer hohe Kutsche für die Aufnahme der Gräfin bereit zu machen. Wem gehört diese Kalesche? fragte Sonja. Wissen Sie das nicht, Fräulein? erwiderte die Zofe. Es ist der verwundete Fürst, der bei uns übernachtete, und mit uns weiterfährt. Wer ist es denn? Wie heißt er? Unser gewesener Bräutigam, Fürst Bolkonski, erwiderte die Zofe seufzend. Man sagt, er sei dem Tode nahe. Sonja sprang aus dem Wagen und lief zur Gräfin. Diese war schon in Reisekleidung mit Schal und Hut. Sie ging erschöpft im Saal umher und erwartete die Dienerschaft, um vor der Abreise zu beten. natalie war nicht im Zimmer. Mamachen, sagte Sonja, Fürst André ist hier. Er ist tödlich verwundet und fährt mit uns weiter. Die Gräfin erschrak. Und Natalie? fragte sie. Sonja und die Gräfin kannten Natalie, und die Angst vor den Folgen, welche diese Nachricht bei Natalie hervorrufen würde, erstickte in ihnen das Mitgefühl für den Menschen, den sie beide liebten. Natalie weiß es noch nicht, aber er fährt mit uns, erwiderte Sonja. Du sagst, er sei schwer verwundet? Sonja nickte. Die Gräfin umarmte sie und weinte. Die Wege Gottes sind wunderbar, dachte sie. Nun, Mama, alles ist fertig. Wo bleiben Sie? fragte Natalie, welche mit gerötetem Gesicht auf der Schwelle stand. Gut, gehen wir, sagte die Gräfin und beugte sich auf ihre Handtasche herab, um ihr ihre ängstliche Miene zu verbergen. Sonja umarmte Natalie und küsste sie. Natalie blickte sie fragend an. Was ist dir? Was ist geschehen? fragte sie. Nichts, nichts. Etwas Schlimmes für mich? Was ist es? fragte Natalie. Sonja seufzte, und gab keine Antwort. Der Graf, Petja, Madame Schuss, Mavra und wassilitsch traten in den Saal. Die Türen wurden verschlossen, alle setzten sich und saßen schweigend einige Augenblicke da. Der Graf erhob sich zuerst mit einem schweren Seufzer und bekreuzigte sich vor dem Heiligenbild. Alle folgten seinem Beispiel. Dann umarmte der Graf Mavra und wassilitsch welche in Moskau zurückblieben, und während sie seine Hand küssten, klopfte er sie auf den Rücken, und sprach einige unklare freundliche tröstende worte die gräfin ging in die hauskapelle und sonja fand sie dort auf den knien vor den zurückgelassenen heiligenbildern diejenigen welche nach den familienüberlieferungen die kostbarsten waren wurden mitgenommen an der haupttreppe und auf dem hof verabschiedeten sich von den zurückbleibenden die leute welche petja mit dolchen und säbeln bewaffnet hatte und die mit in die Stiefel gesteckten Beinkleidern und mit Riemen umgürtelten Kitteln hinauszogen. Wie immer, bei einer Abreise wurde viel vergessen und vieles musste anders gelegt werden. Ziemlich lange standen zwei Heiducken zu beiden Seiten der geöffneten Wagentüren, um der Gräfin in den Wagen zu helfen, während Mädchen mit Kissen und Bündeln aus dem Hause nach dem Wagen, der Kalesche und dem Jagdwagen zuliefen und dann wieder ins Haus zurückalten. Ewig haben Sie etwas vergessen, sagte die Gräfin. Du weißt doch, dass ich nicht so sitzen kann. Und Dunjascha stieg mit zusammengerissenen Zähnen in den Wagen, um den Sitz besser zu arrangieren. Ach, dieses Volk, sagte der Graf, den Kopf wiegend. Der alte Kutscher Jeffim, mit dem allein die Gräfin fahren wollte, saß hoch auf seinem Bock und blickte sich nicht um nach dem, was hinten geschah. Aus dreißigjähriger Erfahrung wusste er, dass man ihm noch nicht so bald zurufen werde mit Gott. Und dass er dann, wenn das auch gesagt sei, noch zweimal anhalten müsse, damit man nach vergessenen Sachen senden könne. Und dass er darauf noch einmal anhalten müsse, worauf die Gräfin den Kopf zum Fenster hinausstrecken und ihn im Namen Christi bitten werde, vorsichtig zu fahren, wenn es bergab gehe. Das wusste er und erwartete daher geduldiger als seine Pferde, was kommen werde. Endlich hatten alle Platz genommen, die Stufen an der Kutsche wurden hinaufgeschlagen, die Türen zugeschlagen, dann sandte man noch nach einer Schatulle, die Gräfin steckte den Kopf durchs Fenster und sprach, was sich gehörte. Dann nahm Jeffim langsam die Mütze vom Kopf und bekreuzigte sich. Der Vorreiter und alle Leute folgten seinem Beispiel. Mit Gott, sagte Jeffim und setzte die Mütze auf. Der Vorreiter trabte voran, das Handpferd stemmte sich gegen das Kummit, die hohen Wagenfedern ächzten und die Kutschen bewegten sich. Ein Lakai sprang auf den Bock, die schwere Equipage fuhr schwankend aus dem Hof hinaus auf das holprige Pflaster, und der Wagenzug fuhr die Straße entlang. In den Wagen bekreuzigten sich alle vor der gegenüberliegenden Kirche. Die Dienstleute, welche in Moskau zurückblieben, gingen zu beiden Seiten der Equipage her, um sie zu begleiten. Selten hatte Natalie eine so freudige Erregung empfunden wie jetzt, als sie langsam durch die Straßen des verlassenen Moskau fuhren. Sie blickte oft zurück, und dann vorwärts nach dem langen Wagenzug der Verwundeten, der ihnen voranfuhr. Fast allen voran erblickte sie die geschlossene Kalesche des Fürsten André. Sie wusste nicht, wer darin war, suchte sie aber immer mit den Augen. Aus verschiedenen Straßen kamen noch ähnliche Wagenzüge heraus, und auf der Sadowaja-Straße fuhren Equipagen und Wagen in zwei Reihen nebeneinander. Als Natalie beim Sucharev-Turm, Zwiebacksturm, neugierig auf die Volksmenge hinausblickte, rief sie plötzlich laut und verwundert aus. Papachen, Mamachen, Sonja. Seht doch, da ist er. Wer? Wer? Seht doch, wirklich, es ist Besuchow, rief Natalie. Sie beugte sich zum Wagenfenster hinaus und sah nach einem hochgewachsenen, dicken Mann mit einem Kutscherkaftan, der nach Gang und Haltung augenscheinlich ein verkleideter Herr war, und neben einem gelben, bartlosen Greis in einem Friesmantel unter den Bogen des sucharew turms hindurchging. Wirklich, es ist Besuchow! rief Natalie. Halt, halt! schrie sie dem Kutscher zu. Aber der Kutscher konnte nicht anhalten, weil noch mehr Wagen und Equipagen aus einer Seitenstraße hervorkamen und man ihm zurief, er solle sich beeilen und nicht andere aufhalten. Wirklich sahen alle, obgleich schon entfernter als zuvor, Peter oder einen ihm ungewöhnlich ähnlichen Menschen in einem Kutscherkaftan mit gesenktem Kopf und ernster Miene die Straße entlangging. Wirklich sahen alle, obgleich schon entfernter als zuvor, Peter oder einen ihm ungewöhnlich ähnlichen Menschen in einem Kutscherkaftan, der mit gesenktem Kopf und ernster Miene die Straße entlangging, neben einem kleinen bartlosen Kreis, der wie ein Diener aussah. Als dieser Greis das Gesicht, das aus dem Wagenschlag heraussah, bemerkte, berührte er ehrerbietig den Arm Peters und sagte ihm etwas, indem er nach der Kutsche deutete. Peter vermochte lange nicht zu begreifen, was er sagte. So sehr war er in seine Gedanken versunken. Endlich blickte er nach der bezeichneten Richtung, und als er Natalie erkannte, folgte er sogleich dem ersten Antrieb und ging rasch auf den Wagen zu, aber nach zehn Schritten blieb er stehen. Das Gesicht Natalis, die sich aus dem Wagen herausbog, strahlte. Peter Kirillitsch, so kommen Sie doch! Wir haben Sie erkannt! Das ist merkwürdig, rief sie und streckte ihm die Hand entgegen. Warum sind Sie in diesem Aufzug? Peter ergriff die Hand und küsste sie. Was ist Ihnen, Graf? fragte die Gräfin verwundert und teilnehmend. Was? Warum? Fragen Sie mich nicht, erwiderte Peter. Bleiben Sie denn in Moskau? Peter schwieg. In Moskau? wiederholte er dann fragend. Ja, in Moskau. Leben Sie wohl. Ach, wenn ich ein Mann wäre, ich würde jedenfalls mit Ihnen zurückbleiben, sagte Natalie. Ach, wie wäre das schön. Mama, erlauben Sie, ich bleibe zurück. Peter blickte sie zerstreut an und wollte etwas sagen, aber die Gräfin unterbrach ihn. Sie waren in der Schlacht, wie wir hörten. Ja, erwiderte Peter. Morgen wird hier eine Schlacht sein. Aber was ist Ihnen, Graf? Sie sind nicht wie gewöhnlich. Ach, fragen Sie mich nicht. Ich weiß selbst nicht. Morgen, äh, nein, leben Sie wohl. Leben Sie wohl, sagte er. Eine schreckliche Zeit. Er trat vom Wagen zurück und ging nach der Häuserreihe. Natalie bog sich noch lange zum Wagenfenster hinaus und blickte mit strahlendem Lächeln zurück. Kapitel 192. Seit Peter aus seinem Hause verschwand, wohnte er schon den zweiten Tag in der leeren Wohnung des verstorbenen Bastejew. Das war so gekommen. Als Peter am zweiten Tag nach seiner Rückkehr nach Moskau und der Unterredung mit dem Grafen Rostopschin erwachte, konnte er lange nicht begreifen, wo er sich befand und was man von ihm wollte. Als man ihn unter anderen Namen von Personen, welche in seinem Vorzimmer warteten, auch den eines Franzosen nannte, der einen Brief von der Gräfin Helene brachte, Befiel ihn plötzlich jenes Gefühl der Hoffnungslosigkeit, dem er sich oft hingab. Es war ihm, als ob jetzt alles zu Ende, alles verwirrt und zerstört sei, dass es keine Gerechte und keine Schuldige gebe, dass nichts mehr vor ihm liege und dass kein Ausweg aus dieser Lage zu finden sei. Mit einem unnatürlichen Lächeln setzte er sich bald hilflos auf einen Divan, bald stand er auf, ging zur Tür und blickte durch einen Spalt in das Empfangszimmer, bald kehrte er wieder um und ergriff ein Buch. Der Haushofmeister meldete schon zum zweiten Mal, der Franzose, der den Brief von der Gräfin überbringe, wünsche sehr, ihn zu sprechen und die Witwe bastejews lasse bitten, die Bücher zu übernehmen, da sie selbst die Stadt verlasse. Ach ja, gleich, warte einmal. Oder nein, gehe und sage ihm, ich werde gleich kommen, erwiderte Peter dem Haushofmeister. Aber sobald dieser gegangen war, nahm Peter den Hut, der auf dem Tische lag, und verließ das Kabinett durch eine Hintertür. In dem langen Gang war niemand zu sehen. Peter ging bis zur Treppe, wischte die Stirn mit beiden Händen ab und ging bis zum ersten Treppenabsatz hinab. Der Portier stand am Haupteingang. Von dem Treppenabsatz führte eine andere Treppe nach einem Nebengang. Diesen ging Peter entlang und auf den Hof hinaus. Niemand sah ihn. Aber sobald er durch die Pforte hinausging auf die Straße, erkannten ihn die Kutscher und der Portier und nahmen die Mützen ab. Als er die auf sich gerichteten Blicke fühlte, handelte er wie der Vogel Strauß, welcher den Kopf in das Gebüsch steckt, um nicht gesehen zu werden. Er senkte den Kopf, beschleunigte die Schritte und ging auf die Straße hinaus. Von allem, was Peter an diesem Morgen bevorstand, erschien ihm das Wichtigste die Übernahme der Bücher und Papiere von Josef Bastejew. Er nahm die erste Droschke und befahl, nach dem Patriarchenteich zu fahren, wo die Witwe Bastejews wohnte. Er blickte sich beständig um. Von allen Seiten bewegten sich Wagenzüge nach den Toren Moskaus. Peter empfand ein freudiges Gefühl, wie ein Schulknabe, der der Schule entronnen ist, und sprach mit dem Kutscher. Dieser erzählte ihm, dass das Volk heute im Kreml Waffen erhalte und dass es morgen nach den drei Bergen hinausziehen werde, wo eine große Schlacht stattfinden solle. Am Patriarchenteich klopfte Peter an die Pforte des Hauses, das er suchte, worauf Gerassim erschien, derselbe, gelbe, bartlose Greis, welchen Peter vor fünf Jahren in Torschok bei Bastillevs gesehen hatte. Zu Hause? fragte Peter. Die gnädige Frau ist mit den Kindern auf das Gut bei Torschok gefahren, erlaucht. Aber ich werde doch eintreten. Ich muss die Bücher abholen, sagte Peter. Belieben Sie einzutreten. Der Bruder des Verstorbenen ihm sei das Himmelreich, Maka ist da geblieben. Maka war, wie Peter wusste, ein halbverrückter Bruder Bastejews, welcher dem Trunk ergeben war. Ja, ja, ich weiß, komm, sagte Peter und trat ins Haus. Ein hochgewachsener, kahlköpfiger, alter Mann in einem Schlafrock mit roter Nase und Galoschen an den bloßen Füßen stand im Vorzimmer. Als er Peter erblickte, murmelte er zornig etwas vor sich hin und ging auf den Flur hinaus. Es war ein großer Geist, aber jetzt, wie Sie sehen, schwach geworden, sagte der Diener. Belieben Sie ins Kabinett einzutreten. Peter nickte und trat in das düstere Kabinett ein, das er bei Lebzeiten des Verstorbenen mit solcher Ehrfurcht betreten hatte. Jetzt sah es düster und staubig aus. Gerassim öffnete einen Fensterladen und verließ das Zimmer, das sich noch ganz in dem Zustand befand, wie es nach dem Tode des Besitzers versiegelt worden war. Im Schrank lagen Handschriften. Er setzte sich an den staubigen Schreibtisch und legte dieselben vor sich, öffnete sie, schloss sie wieder, schob sie von sich, stützte den Kopf auf die Hand und verfiel in Nachdenken. Mehr als zwei Stunden waren vergangen, Geraschim erlaubte sich an der Tür ein Geräusch zu machen, aber Peter hörte ihn nicht. Befehlen Sie, die Droschke zu entlassen? Ach ja, sagte Peter erwachend und aufstehend. Höre, sagte er und ergriff Gerassim an einem Knopfloch, während er ihn mit glänzenden, feuchten, entzückten Augen ansah. Höre, du weißt, dass morgen eine Schlacht sein wird. Man spricht davon, erwiderte Gerassim. Sage niemand, wer ich bin, und tue, was ich dir sage. Zu Befehl, erwiderte Gerassim. Sie wünschen zu speisen? Nein, aber ich brauche etwas anderes. Ich muss einen Bauernrock und eine Pistole haben, sagte Peter plötzlich erregt. Sehr wohl, erwiderte Gerassim. Den ganzen Rest des Tages verbrachte Peter allein in diesem Kabinett und sprach mit sich selbst, wie Gerassim hörte. Dann übernachtete er in einem für ihn aufgestellten Bett. Gerassim als erfahrener Diener äußerte keine Verwunderung über die Übersiedlung Peters. An demselben Abend brachte er Peter einen Kaftan und eine Mütze und versprach am anderen Tag die Pistole zu besorgen. Makar erschien an diesem Abend zweimal an der Tür und blickte gespannt nach Peter, aber sobald dieser sich umwandte, nahm Makar seinen Schlafrock zusammen und verschwand hastig. Während Peter in dem Bauernrock mit Gerassim ausgegangen war, um eine Pistole zu kaufen, fand die Begegnung mit Rostov statt. Kapitel 193 am 1. September in der Nacht erschien der Befehl Kutusows für den Rückzug der russischen Armee durch Moskau auf der Straße nach Rezan. Die ersten Truppen marschierten schon in der Nacht langsam und in Ordnung vorüber, bei Tagesanbruch aber erblickten die Truppen, die sich der Brücke von Dorogomilowsk näherten, vor sich unendliche Truppenmassen, welche sich von der Seite her nach der Brücke drängten. Es entstand eine grundlose Panik. Alle stürzten vorwärts nach der Brücke, nach der Furt und in die Boote. Kutusow ließ sich auf Nebenwegen nach dem anderen Ufer der Moskwa führen. Um 10 Uhr am 2. September blieb nur noch die Nachhut in der Vorstadt Moskaus zurück. Die Armee war schon jenseits der Moskwa. Um dieselbe Zeit, um 10 Uhr des Morgens am 2. September, stand Napoleon mit seinen Truppen auf einer Anhöhe vor Moskau und blickte hinab auf das Panorama vor ihm. Seit der Schlacht bei Borodino am 28. August herrschte ein prachtvolles Herbstwetter, wo die niedrige Sonne stärker brennt als im Frühjahr, wo alles glänzt in der scharfen, reinen Luft, wo die Brust mit Entzücken die duftige Herbstluft einatmet, wo selbst die Nächte warm sind und durch prächtiges Sternenlicht erleuchtet werden. Auch am 2. September herrschte ein solches wundervolles Wetter. Moskau dehnte sich weit aus vom Pokloneuberg an mit seinem Fluss, mit seinen Gärten und Kirchen und in der glänzenden Sonne strahlenden vergoldeten Kuppeln der Kirchtürme. Das ist endlich diese berühmte asiatische Stadt, ihr heiliges Moskau. Es ist Zeit, sagte Napoleon. Dann stieg er vom Pferde, ließ vor sich einen Plan von Moskau ausbreiten und berief den Dolmetscher Lajourin Didville zu sich. Eine Stadt, die vom Feind eingenommen wird, ist wie ein Mädchen, das seine Unschuld verloren hat, dachte er. Und von diesem Standpunkt aus betrachtete er die vor ihm liegende orientalische Schönheit. Aber konnte es anders sein, dachte er. Da liegt sie, diese Residenz, zu meinen Füßen und erwartet ihr Schicksal. Er sah diesen Krieg wie einen persönlichen Kampf zwischen sich und Alexander an. Von der Höhe des Kreml werde ich Gesetze diktieren und jenem Volk die Bedeutung der wahren Zivilisation zeigen. Ich werde der Deputation sagen, dass ich nicht den Krieg wollte, dass ich Alexander liebe und verehre und solche Friedensbedingungen in Moskau annehme, welche meiner und meines Volkes würdig sind. Den Bojaren werde ich sagen, dass ich nicht den Krieg will, sondern den Frieden und das Wohl aller meiner Untertanen. Ich werde mit ihnen sprechen wie immer. Klar, feierlich und großmütig. Ist es aber auch wahr, dass ich in Moskau bin? Doch ja, da ist es. Man führe die Bojaren herein, sagte er zu seiner Suite. Ein General ritt sogleich mit einer glänzenden Suite ab, um die Bojaren zu holen. Zwei Stunden vergingen. Napoleon frühstückte und stand wieder auf derselben Stelle auf dem Pokloneuberg und erwartete die Deputation. Er hatte schon die Anrede an die Bojaren bereit, voll Würde und Majestät. Inzwischen entstand im Hintergrunde in der Suite Napoleons ein aufgeregtes Flüstern. Der General, welcher die Bojaren holen sollte, war zurückgekehrt mit der Nachricht, Moskau sei leer, alles sei geflohen. Die Gesichter wurden bleich und aufgeregt. Dass Moskau von seinen Einwohnern verlassen war, erschreckte sie nicht, aber sie waren ratlos darüber, wie sie dem Kaiser das mitteilen sollten, was seine Majestät in die schreckliche Lage brachte, die die Franzosen le ridicule, das Lächerliche nennen wie sie ihm mitteilen sollten, dass er vergeblich so lange auf die Bojaren gewartet habe, während dort nur noch eine betrunkene Volksmenge zu finden sei. Die einen meinten, man müsse doch um jeden Preis irgendeine Deputation zusammenbringen. Andere widersprachen und hielten es für passender, dem Kaiser nach einer vorsichtigen Vorbereitung die Wahrheit zu sagen. Aber sie konnten doch zu keinem Entschluss kommen. Inzwischen wurde der Kaiser müde der vergeblichen Erwartung und fühlte, dass der majestätische Augenblick durch die lange Erwartung seinen Glanz verliere. Er gab ein Zeichen mit der Hand, ein entfernter Kanonenschuss ertönte und die Truppen rückten von verschiedenen Seiten auf Moskau zu. Schneller und schneller bewegten sich die Truppen vorwärts und verschwanden in dichten Staubwolken. Napoleon ritt mit den Truppen bis zum Schlagbaum von Doromilovsk, dort aber hielt er wieder an, stieg vom Pferde und ging lange auf und ab in Erwartung einer Deputation. Kapitel 194. Währenddessen war Moskau verödet. Es war vielleicht noch der fünfzigste Teil der früheren Einwohnerschaft anwesend. Aber es war verödet um dieselbe Zeit, als Napoleon ermüdet und unruhig mit finsterer Miene vor Moskau auf und ab ging, und die nach seiner Meinung für den äußersten Anstand erforderliche Deputation erwartete. Als Napoleon mit der nötigen Vorsicht mitgeteilt wurde, dass Moskau menschenleer sei, blickte er zornig den meldenden Adjutanten an und ging schweigend wieder auf und ab. Eine Equipage, rief er und setzte sich mit einem Adjutanten in den Wagen und fuhr nach der Vorstadt. Moskau verödet. Welch unglaubliches Ereignis, sagte er zu sich selbst und fuhr nicht in die Stadt ein, sondern blieb in einem Gasthof in der Dorogomilowsken Vorstadt. Seit zwei Uhr in der Nacht waren die russischen Truppen durch Moskau gezogen, und um zwei Uhr mittags zogen sie auch die letzten Flüchtlinge und Verwundeten nach sich. Das größte Gedränge während des Abzuges hatte an der Steinernen Brücke, an der Moskwaretzky Brücke und an der Jauschen Brücke stattgefunden. Während desselben hatte eine große Anzahl Soldaten den Aufenthalt und das Gedränge benutzt, um von den Brücken nach der Stadt zurückzukehren und zu plündern. Schweigend zogen sie an der Kathedrale von Vassili Blaschenoi vorüber nach dem Roten Platz, wo sie die meiste Beute zu finden hofften. Eine andere Menschenmenge war in alle Gänge des großen Kaufhofs eingedrungen, aber sie fanden nicht die höflich zum Kaufen einladenden Verkäufer, noch die bunte weibliche Menge von Käufern, sondern nur Soldaten ohne Gewehre, welche mit leeren Händen in die Gänge eilten und mit Beute beladen herauskamen. Die wenigen übrig gebliebenen Krämer verschlossen ihre Buden und trugen mit ihren jungen Burschen ihre Waren fort. Draußen auf dem Platz schlugen die Trommelschläger zum Sammeln, aber die Soldaten kümmerten sich nicht darum. Unter die Soldaten mischten sich auch andere Gestalten, graue Sträflinge mit rasierten Köpfen, Zwei Offiziere standen an der Iljinka-Straße und sprachen miteinander, während ein dritter Offizier auf sie zugaloppierte. Der General hat befohlen, auf jeden Fall alle sogleich hinauszujagen. Das ist ja unerhört, die Hälfte der Leute ist davongelaufen. Wohin gehst du? Wohin geht ihr? schrie er einigen Soldaten zu, welche ohne Gewehre an ihm vorüberschlichen. Wartet, Kanalien! Ja, versuchen Sie einmal, sie zu fangen. Da müssen Sie schneller laufen rief der ältere Offizier. Der Offizier mit der Scharpe stieg vom Pferd, rief den Trommler zu sich und ging mit ihm zusammen in die Gänge des großen Kaufhofs hinein. Einige Soldaten kamen herausgelaufen. Ein wohlgenährter Kaufmann kam dem Offizier entgegen. Euer Wohlgeboren, sagte er, ich bitte um Schutz. Wir sind nicht knickrig. Wenn es gefällig ist, es macht mir Vergnügen, Ihnen zwei Stück Tuch herauszubringen. Aber das ist ja der reine Mord, wenn sie eine Wache aufstellen möchten, damit wir wenigstens schließen können. Noch einige Kaufleute drängten sich um den Offizier. Ach, was liegt daran? sagte einer derselben. Wenn der Kopf abgenommen ist, braucht man um die Haare nicht zu weinen. Mag jeder nehmen, was er will. Du hast gut reden, erwiderte der erste Kaufmann zornig. Ich, rief der Hagere, ich habe dort in drei Läden Ware für hunderttausend Rubel. Kann man diese hüten, wenn die Truppen abgezogen sind? Ich bitte Euer Wohlgeboren, begann der erste Kaufmann sich verneigend. Der Offizier stand ratlos da. Was geht mich das alles an? rief er plötzlich und ging mit raschen Schritten durch die Gänge. In einem aufgebrochenen Laden hörte man Schlagen und Schimpfworte, und als der Offizier näher trat, flog ein hinausgestoßener Mensch heraus, in einem grauen Kittel und mit rasiertem Kopf. Dieser Mensch duckte sich zusammen und sprang an den Kaufleuten und dem Offizier vorüber. In diesem Augenblick Hörte man entsetzliches Geschrei aus einer ungeheuren Menge an der Moskwa-Brücke und der Offizier eilte auf den Platz hinaus. Was ist das? fragte er, aber sein Kamerad galoppierte schon in der Richtung, woher das Geschrei kam. Der Offizier stieg auch zu Pferde und ritt dem ersten nach. Als er die Brücke erreichte, sah er zwei Kanonen, welche vor derselben aufgefahren waren, während Infanterie die Brücke überschritt. Vor derselben lagen einige umgeworfene Wagen. Er sah einige angstvolle Gesichter und lachende Soldaten. Neben den Kanonen stand eine zweispännige Fuhre, die mit einem Berg von Sachen beladen war. Ganz oben auf der Spitze saß neben einem umgekehrten Kinderstühlchen ein altes Weib, welches ein durchdringendes, verzweifeltes Geschrei ausstieß. Die Kameraden erzählten dem Offizier, das Geschrei der Menge und das Kreischen des alten Weibes komme daher, dass der General Jermolow, als er erfahren habe, dass die Soldaten sich plündernd in der Stadt zerstreuten und Volksmassen die Brücke versperrten, nun befohlen hatte, zwei Kanonen aufzupflanzen und Anstalten zu treffen, um die Brücke zu beschießen. Unter entsetzlichem Gedränge, wobei mehrere Wagen umgeworfen wurden, und unter verzweifeltem Geschrei wurde die Brücke frei und die Truppen gingen hinüber. Kapitel 195 Das Innere der Stadt war ganz still und öde. Auf den Straßen war fast niemand zu sehen. Die Pforten der Häuser und die Läden waren alle geschlossen. Zuweilen hörte man von ferne einsames Schreien oder Singen eines Betrunkenen aus einer Schenke. In der powastraße wo das Rostowsche Haus lag, war es ganz still und leer. In dem großen mit all seinen Reichtümern gefüllten Hause befanden sich zwei menschen in dem großen saal das war der pförtner ignat und der diener mischka der enkel von wasilitsch welcher bei seinem großvater in moskau zurückgeblieben war mischka öffnete das klavier und spielte darauf mit einem finger der pförtner stand lachend vor einem großen spiegel eh fein nicht wahr onkelchen ignat sagte der knabe und schlug plötzlich mit beiden händen auf die tasten gewissenlos Wirklich gewissenlos, sagte hinter ihm die Stimme Mavras, welche eintrat. Dieser da mit der dicken Fratze, der die Zähne fletscht. Igna zog den Gürtel zurecht, hörte auf zu lachen, schlug demütig die Augen nieder und verließ das Zimmer. Tantchen, sagte der Knabe. Warte, ich werde dir geben, du Sträuch, schrie Mavra, ihm mit der Hand drohend. Geh und stelle den Samovar auf. Mavra wischte den Staub ab, schloss das Klavier und ging mit einem schweren Seufzer aus dem Saal hinaus, dessen Tür sie verschloss. Als sie auf den Hof trat, überlegte sie, wohin sie zuerst gehen sollte, Tee trinken mit Wasilitsch oder in die Vorratskammer, um aufzuräumen. In der stillen Straße hörte man schnelle Schritte, welche bei der Pforte anhielten. Jemand klopfte an. Wawra ging an die Pforte. Wer ist da? fragte sie. Ist der Graf Rostow da? Wer seid ihr denn? Ich bin ein Offizier, ich muss ihn sprechen, sagte eine angenehme russische Stimme. Mavra öffnete das Pförtchen. Ein etwa 18-jähriger Offizier mit einem runden Gesicht von Rostows Familientypus trat in den Hof. Alles fort, Väterchen! Gestern Abend geruhten sie abzufahren. Der junge Offizier blieb unschlüssig am Pförtchen stehen. Ach, wie schade, sagte er. Gestern hätte ich sollen. Ach, wie schade. Mavra hatte inzwischen gespannt die ihr bekannten Züge der rostowschen Rasse betrachtet, sowie den zerrissenen Mantel und die abgenutzten Stiefel, die der Offizier trug. »Was wollten Sie vom Grafen?«, fragte sie. »Nun ja, was ist zu machen?«, sagte der Offizier und wandte sich zum Gehen. Dann blieb er wieder unschlüssig stehen. »Sehen Sie«, sagte er, »ich bin ein Neffe des Grafen, und er war immer sehr gut gegen mich. Nun sehen Sie«, fuhr er mit einem gutmütigen Lächeln fort, »meine Kleider sind abgerissen, und ich habe kein Geld.« Deswegen wollte ich den Grafen bitten. Mavra ließ ihn nicht ausreden. Warten Sie doch ein Minütchen, Väterchen, sagte sie. Und so wie der Offizier die Hand von der Pforte nahm, wandte sich Mavra um und ging mit raschen Schritten durch die Hintertür nach ihrer Wohnung. Wie schade, dass ich Onkelchen nicht getroffen habe, sagte der Offizier mit einem Blick auf seine zerrissenen Stiefel. Aber eine prächtige Alte, wo ist sie nur hingelaufen? Sie schien mich beinahe zu erkennen. Und wie soll ich nun erfahren, auf welchem Wege ich am schnellsten das Regiment einholen kann, welches sich jetzt schon Rogosch nähert? Mavra erschien wieder an der Ecke und hielt in der Hand ein eingewickeltes, kariertes Tuch. Als sie näher kam, öffnete sie das Tuch, nahm einen neuen Schein von 25 Rubeln heraus und reichte ihn hastig dem Offizier. Wäre seine Erlaucht zu Hause gewesen, so hätte er, würde er, Mavra wurde verlegen und verwirrt. Aber der Offizier wies das Geld nicht zurück. Nahm gemütlich das Papier und dankte Mavra. Wenn nur der Graf zu Hause wäre, sagte Mavra entschuldigend. Christus sei mit ihnen, Väterchen. Gott schütze sie, fügte sie mit einem tiefen Seufzer hinzu. Der Offizier lachte, nickte mit dem Kopf und lief fast im Trab auf die leere Straße hinaus, um sein Regiment an der Jauschenpforte einzuholen. Mavra stand noch lange Zeit mit feuchten Augen an dem verschlossenen Pförtchen, wiegte nachdenklich den Kopf, und empfand einen plötzlichen Ausbruch mütterlicher Zärtlichkeit für den ihr unbekannten Offizier. Kapitel 196 In einem unfertigen Hause an der Wawaka-Straße, in dessen Erdgeschoss sich eine Schnapskneipe befand, hörte man betrunkenes Geschrei. Auf den Bänken vor den Tischen in dem kleinen, schmutzigen Zimmer, saßen etwa zehn Fabrikarbeiter. Sie waren alle betrunken, mit Schweiß bedeckt, mit trüben Augen und sangen mit weit aufgerissenem Mund irgendein Lied. Sie sangen einzeln, mit Mühe, mit Anstrengung, augenscheinlich nicht deshalb, weil sie Lust zum Singen hatten, sondern um zu zeigen, dass sie betrunken seien und schwärmten. Einer von ihnen, ein hochgewachsener, blondlockiger Bursche in einem reinen blauen Rock, stand vor ihnen. Sein Gesicht mit einer feinen, geraden Nase wäre hübsch gewesen, ohne die beständig beweglichen Lippen und die trüben, finsteren, starren Augen. Während des Gesanges hörte man draußen auf der Vortreppe Geschrei und Schlagen. Hört auf, rief er befehlend und ging hinaus. Die anderen folgten ihm. Die Fabrikarbeiter, die in der Schenke sangen, hatten an diesem Morgen unter Anführung des hochgewachsenen Burschen dem Schenkwirt Leder aus der Fabrik gebracht, und dafür Brandwein erhalten. Als die Schmiedeknechte aus einer benachbarten Schmiede davon hörten, vermuteten sie, die Schenke sei geplündert worden und wollten hineindringen. Auf der Vortreppe entstand ein Streit. Der Schenkwirt schlug sich mit einem Schmied und in dem Augenblick, als die Fabrikarbeiter hinausgingen, riss sich der Schmied von dem Schenkwirt los und fiel mit dem Gesicht zur Erde. Ein anderer Schmied stürzte auf die Tür zu und fiel über den Schenkwirt her. Ein kleiner Mensch mit aufgeschlagenen Ärmeln schlug dem durch die Tür eindringenden Schmied ins Gesicht und rief mit wildem Geschrei Kameraden, zu Hilfe. Der erste Schmied erhob sich von der Erde mit blutendem Gesicht und schrie mit weinerlicher Stimme Hilfe. Mord. Man schlägt uns tot, Brüder. Eine Gruppe sammelte sich um den blutenden Schmied. Hast du noch nicht genug das Volk ausgeplündert? schrie einer den Wirt an. Warum schlägst du den Menschen? Der hochgewachsene Bursche, welcher auf der Vortreppe stand, blickte mit trüben Augen bald den Wirt, bald den Schmied an. Schurke. schrie er plötzlich den Wirt an. Bindet ihn, Kinder. Wozu einen Einzelnen binden? schrie der Schenkwirt. Er riss sich los von den Leuten, die auf ihn zustürzten, riss die Mütze vom Kopf und warf sie auf die Erde. Als ob diese Bewegung eine geheimnisvolle, drohende Bedeutung hätte, traten die Leute unschlüssig zurück. Ich weiß, was ich gehört. Ich gehe zur Polizei. Es ist niemand erlaubt zu plündern, schrie der Schenkwirt und hob die Mütze auf. Wir gehen auch, wir gehen auch, wiederholte der hochgewachsene Bursche und ging auf die Tür zu. Der blutende Schmied ging mit ihm, und die Fabrikarbeiter und anderes Volk folgten ihnen schreiend nach. Als das Gedränge sich immer mehr vergrößerte, schlich sich der Schenkwirt beiseite und kehrte nach Hause zurück. Der Anführer, welcher das Verschwinden seines Feindes des Schenkwirts nicht bemerkt hatte, sprach fortwährend. An den Mauern des Kreml hatte sich eine andere kleine Gruppe um einen Menschen in einem Friesmantel gesammelt, der in den Händen ein Papier hielt. Ein Ukas, ein Ukas wird vorgelesen, schrie die Menge und drängte sich um den Vorleser. Er blickte erschreckt die Menge an und las auf allgemeines Verlangen mit zitternder Stimme die Ankündigung von Anfang an. Morgen früh gehe ich zum durchlauchtigsten Fürsten, um mich mit ihm zu beraten und zu handeln und den Truppen zu helfen, die Bösewichte auszurotten. Wir werden ihnen den Atem ausblasen und diese Gäste zum Teufel schicken. Zum Mittag komme ich zurück, und dann werden wir handeln und die Bösewichte vertreiben. Alles schwieg. Niemand schien die letzten Worte verstanden zu haben. Das war alles viel zu einfach. Das war so, wie jeder von ihnen hätte sprechen können. Alle standen in weinerlichem Schweigen umher. Plötzlich lenkte sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Droschke des Polizeimeisters, der über den Platz fuhr, begleitet von zwei Dragonern. Der Polizeimeister hatte an diesem Morgen vom Gouverneur den Befehl erhalten, die Barken anzuzünden, und bei dieser Gelegenheit eine große Geldsumme erhalten, die er in der Tasche trug. Als er die Menschenmenge erblickte, ließ er halten. Was will das Volk? schrie er die Leute an, welche sich schüchtern der Droschke näherten. Was ist das für Volk? fragte er sie. Sie wollten nur die Ankündigung hören, Graf, sagte der Mann im Friesmantel. Es sind keine Aufrührer. Der Graf ist noch hier und wird Anordnung in Bezug auf euch treffen, sagte der Polizeimeister. Vorwärts, rief er dem Kutscher zu. Die Leute blieben stehen, drängten sich um diejenigen, welche gehört hatten, was der Beamte gesprochen hatte, und blickten der Droschke nach. Der Polizeimeister aber blickte sich ängstlich um, rief dem Kutscher etwas zu, worauf die Pferde rascher davonrannten. Das ist Betrug, Kinder, schrie die Stimme des hochgewachsenen Burschen. Lasst ihn nicht fort, Kinder! Er soll Rechenschaft geben! Haltet ihn! Haltet! schrien verschiedene Stimmen und das Volk lief der Droschke nach. Die Menge bewegte sich lärmend nach der Lubjanka-Straße zu. Was soll das heißen? Die Herren und die Kaufleute sind davongefahren und wir gehen hier zugrunde. Sind wir etwa Hunde? schrien verschiedene Stimmen aus der Menge. Kapitel 197 am Abend des 1. September kehrte Graf Rostopchin nach seiner Begrüßung mit Kutusow, erzürnt und beleidigt darüber, dass man ihn nicht zum Kriegsrat eingeladen hatte, nach Moskau zurück. Nachdem er zu Abend gespeist hatte, legte er sich angekleidet auf einen Divan und um ein Uhr nachts wurde er von einem Kurier geweckt, der ihm einen Brief von Kutusow brachte. Der Brief enthielt eine Aufforderung, einige Polizisten zu senden um die durchmarschierenden Truppen zu führen, die sich nach Resan zurückziehen werden. Diese Nachricht war Rostopchin nicht neu. Alle Generale, welche er auf der Durchreise gesehen hatte, hatten erklärt, es sei unmöglich, noch eine Schlacht zu schlagen. Dennoch erschütterte ihn diese Nachricht, die er plötzlich um Mitternacht in Form eines einfachen Befehls von Kutusow erhielt, aufs Tiefste. In der Folge äußerte Rostopchin in seinen Memoiren mehrmals, er habe damals zwei wichtige Zwecke verfolgt. Die Ruhe Moskaus zu sichern und die Einwohner hinauszuführen. Wenn man diese beiden Zwecke anerkennen will, so erscheint Rostopchin vorwurfsfrei. Warum wurden aus Moskau die Heiligtümer, Waffen, Patronen, Pulver, Getreidevorräte nicht fortgeführt? Warum wurden Tausende von Einwohnern getäuscht mit der Behauptung, Moskau werde nicht übergeben werden? Deshalb, um die Ruhe der Residenz zu sichern, lautete die Erklärung, die Rostopchin gab. Man braucht nur zuzugeben, dass die öffentliche Ruhe bedroht sei und jede Maßregel erscheint gerechtfertigt. Aber warum fürchtete Rostopchin für die öffentliche Ruhe im Jahre 1812? Welchen Anlass hatte er an eine Neigung zum Aufstand zu glauben? Die Einwohner waren geflohen, die abziehenden Truppen erfüllten Moskau. Warum sollte infolgedessen das Volk Aufstände anregen? Weder in Moskau noch im übrigen Russland ereignete sich beim Einmarsch des Feindes irgendetwas wie ein Aufstand. Am 1. und 2. September waren noch mehr als 10.000 Menschen in Moskau geblieben und es war nichts vorgekommen, außer der Ansammlung einer Menschenmenge im Hof des Gouverneurs, welche er selbst veranlasst hatte. Es wäre also jedenfalls noch weniger ein Volksaufstand zu erwarten gewesen, wenn Rostopchin nach der Schlacht bei Borodino, wo die Räumung der Stadt schon vorauszusehen war, Anstalten getroffen hätte, um alle Heiligtümer, Kriegsvorräte und Kassen fortzuschaffen und dem Volk offen angekündigt hätte, dass die Stadt geräumt werde. Rostopchin, ein hitziger, sanguinischer Mensch, hatte nicht den geringsten Begriff von dem Volk, das er zu regieren meinte, und glaubte es mit seinen Ankündigungen zu lenken. Die schöne Rolle eines Lenkers der Volksgefühle gefiel Rostopchin so sehr, dass die Notwendigkeit, sie aufzugeben, und Moskau ohne jeden heroischen Effekt zu verlassen, ihn ganz aus der Fassung brachte. Obgleich er wusste, dass Moskau aufgegeben werden musste, so tat er doch nichts in Bezug darauf. Die Einwohner zogen gegen seinen Wunsch davon, er war nur mit der Rolle beschäftigt, welche er sich vorbehalten hatte. Aber als die Ereignisse ihren wirklichen historischen Umfang annahmen, als die Worte sich ungenügend erwiesen, als die Bevölkerung ihre Habe verließ und aus Moskau hinausströmte, verlor seine Rolle allen Sinn. Er fühlte sich allein, schwach und verwirrt, ohne Boden unter den Füßen. Diese ganze Nacht erteilte Rostopchin Befehle, welche von allen Seiten von ihm verlangt wurden. Seine Umgebung hatte ihn nie so finster und reizbar gesehen. Nun, sage diesem Dummkopf, antwortete er auf eine Frage aus dem Domänenhof, er soll hier bleiben und seine Papiere bewachen. Was fragst du für Unsinn über die Feuerwehr? Sie hat doch Pferde, also kann sie nach Wladimir fahren, damit sie nicht den Franzosen in die Hände fällt. Erlaucht kam der Aufseher vom Irrenhaus. Was befehlen Sie wegen der Irren? Was ich befehle? Lasse Sie alle laufen, wohin Sie wollen. Wenn bei uns die Verrückten die Armee kommandieren, so ist es so der Wille Gottes. Auf die Frage nach den Verbrechern im Gefängnis schrie der Graf zornig den Direktor an Was? soll ich dir zwei Bataillone zur Bedeckung geben? Die sind nicht da, lasse sie alle laufen. Er laucht. Es sind auch Politische darunter. Mieszkow Veretschagin. Veretschagin? Ist er noch nicht gehängt? rief Rostopchin. Führe ihn her. Kapitel 198 Um neun Uhr morgens, als die Truppen schon durch Moskau zogen, kam niemand mehr, um Befehle vom Grafen zu verlangen. Alles, was flüchten konnte, floh von selbst. Diejenigen, welche zurückblieben, entschieden selbst, was sie zu tun hatten. Der Graf hatte Pferde verlangt, um nach Sokolniki zu fahren, und saß gelb und schweigend in seinem Kabinett. Der Polizeimeister, welcher der Menge entgangen war, und der Adjutant, der melden kam, dass die Pferde bereit seien, traten zu gleicher Zeit ein. Beide waren bleich, und der Polizeimeister meldete, dass draußen eine große Menschenmenge versammelt sei, die ihn sehen wolle. Rostopchin gab keine Antwort, stand auf, begab sich mit schnellen Schritten in seinen prachtvollen hellen Salon und ging auf die Balkontür zu, trat dann aber an ein Fenster, aus welchem er die Menge übersehen konnte. Der große Bursche stand in der vordersten Reihe und sprach mit strenger Miene und lebhaften Gebärden. Der blutende Schmied mit dem finsteren Aussehen stand neben ihm. Durch die verschlossenen Fenster vernahm man ein wildes Stimmengewirr. Ist die Equipage bereit? fragte Rostopchin. Zu Befehl, erlaucht, sagte der Adjutant. Was wollen die Leute? fragte er den Polizeimeister. Erlaucht, Sie sagen, Sie wollen den Franzosen entgegengehen auf Ihren Befehl und schreien auch etwas von Verrat. Es ist eine wilde Menge, erlaucht. Ich bin Ihnen kaum entgangen. Ich wage Ihnen vorzuschlagen. Gehen Sie. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe, schrie Rostopchin zornig. Dahin haben sie Russland und mich gebracht, dachte er. Wie es bei hitzigen Leuten oft geschieht, beherrschte ihn schon die Wut, während er noch einen Gegenstand dafür suchte. Dieser Plebster, dieser Abschaum der Bevölkerung, dachte er, will ein Opfer haben. Dieser Gedanke kam ihm in den Sinn, weil er selber ein Opfer haben wollte für seine Wut. Ist die Equipage bereit? fragte er nochmals. Zu Befehl erlaucht. Was soll mit Veretschagin geschehen? Er wartet an der Vortreppe erwiderte der Adjutant. Ah, rief Rostopchin, als ob er sich plötzlich erinnerte. Rasch öffnete er die Tür und trat auf den Balkon. Der Lärm verstummte, die Mützen wurden abgenommen und alle Augen richteten sich auf Rostopchin. Guten Tag, Kinder, sagte der Graf rasch und laut. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ich komme sogleich zu euch hinaus. Aber vor allem müssen wir einen Bösewicht abfertigen. Wir müssen den Bösewicht bestrafen, welcher am Untergang Moskaus schuld ist. Erwartet mich. Der Graf kehrte rasch ins Zimmer zurück und schlug die Tür zu. Die Menge durchlief ein zufriedenes Gemurmel. Er wird die Bösewichte alle abfertigen. Und du sagst, er sei ein Franzose. riefen verschiedene Stimmen. Nach einigen Minuten kam durch die Haustür rasch ein Offizier heraus, gab einen Befehl, und die Dragoner machten Front. Die Menge bewegte sich vom Balkon gierig nach der Vortreppe. Mit raschen, zornigen Schritten erschien Rostopchin an der Vortreppe und blickte sich hastig um, als ob er etwas suche. Wo ist er? rief er, und in demselben Augenblick sah man einen jungen Menschen mit langem, dünnen Hals und halb rasiertem Kopf, welcher aus einer Ecke des Hauses zwischen zwei Dragonern hervorkam. Dieser junge Mensch trug einen eleganten, mit einst blauem Tuch besetzten, abgetragenen Fuchspelz, und schmutzige Arrestantenbeinkleider, welche in schmutzige, herabgetretene, feine Stiefel gesteckt waren. An den dünnen, schwachen Beinen hingen schwerfällig Fesseln, die den schüchternen Gang des jungen Menschen hinderten. Nun sagte Rostopchin, stellt ihn dahin! Er deutete auf die unterste Stufe der Treppe. Der junge Mensch schritt schwerfällig auf die bezeichnete Stufe herab, wandte zweimal seinen langen Hals um, seufzte, und kreuzte seine feinen, wohlgepflegten Hände. Einige Augenblicke schwieg die Menge. Nur in den vordersten Reihen hörte man keuchen, stöhnen und schwere Schritte. Kinder, sagte Rostopchin mit metallischer Stimme, dieser Mensch da, Veretschagin, ist derselbe Schurke, der an Moskaus Untergang schuld ist. Der junge Mensch in dem Fuchspelz stand demütig und gebückt da, sein durch den halbrasierten Kopf entstelltes junges Gesicht, war mit hoffnungslosem Ausdruck zu Boden gerichtet. Bei den ersten Worten des Grafen hob er langsam den Kopf auf, blickte nach dem Grafen hinauf, als ob er ihm etwas sagen wollte. Aber Rostopchin sah ihn nicht an. Alle Augen waren auf Viretschagin gerichtet. Er hat seinen Kaiser und sein Vaterland verraten, hat sich Bonaparte verkauft. Er allein von allen Russen hat den russischen Namen beschimpft und seinetwegen geht Moskau zugrunde sagte Rostopchin mit scharfer Stimme. Aber plötzlich blickte er auf Vretschagin herab, der diese Stellung beibehielt, hob die Hand auf und schrie dem Volk zu: Richtet ihn, wie er es verdient hat. Ich übergebe ihn euch. Das Volk schwieg. Die Leute in den vordersten Reihen mit erschreckten, weit aufgerissenen Augen stemmten sich aus aller Kraft gegen den Druck der Hintenstehenden. Schlagt ihn nieder! Der Verräter muss untergehen und nicht mehr den russischen Namen beschimpfen, schrie Rostopchin. Schlagt ihn nieder! Ich befehle es! Beim Anblick der zornigen Gebärden Rostopchins, dessen Worte sie kaum vernehmen konnten, geriet die Menge in Bewegung, blieb aber wieder stehen. Graf! sagte die schüchterne und zugleich theatralische Stimme Veretschagins, als auf einen Augenblick Stille eingetreten war. Graf! Gott allein ist über uns. Sein Gesicht rötete sich, aber er konnte nicht aussprechen, was er sagen wollte. Schlagt ihn nieder, ich befehle es, wiederholte Rostopchin, der plötzlich ebenso bleich wurde wie Whretschagin. Die Säbel heraus, schrie der Offizier den Dragonern zu und zog selbst den Säbel. Eine andere, noch stärkere Welle wogte durch das Volk bis in die vordersten Reihen. Ein großer Bursche mit steinernem Gesichtsausdruck stand neben Schlagt ihn nieder, sagte der Offizier fast flüsternd zu den Dragonern. Einer der Soldaten schlug mit plötzlicher Wut Beretschagin mit dem stumpfen Säbel über den Kopf. Ah, schrie Beretschagin kurz und verwundert auf und blickte sich erschrocken um, als ob er nicht begriff, was mit ihm vorging. Ein ebensolcher Schrei der Verwunderung und des Entsetzens durchlief die Menge. O Himmel, rief jemand mit erschrockenem Ton, aber nach dem ersten Ausruf der Verwunderung schrie Verechagin vor Schmerz laut auf, und dieser Aufschrei war sein Untergang. Die aufs äußerste angespannte Grenze des menschlichen Gefühls, das die Menge noch zurückhielt, zerriss im Augenblick. Das Verbrechen war angefangen und musste vollendet werden. Das klägliche, vorwurfsvolle Stöhnen wurde erstickt durch das wilde, wütende Gebrüll der Menge. Der Dragoner wollte noch einen Streich führen. Verechagin stürzte mit einem Schrei des Entsetzens auf das Volk zu. Der große Bursche, an den er stieß, ergriff mit seinen Händen den dünnen Hals Verechagins und fiel mit ihm zugleich nieder unter die Füße der herbeistürzenden, wütenden Volksmenge. Die einen schlugen und rissen Verechagin, die anderen den großen Burschen und das Geschrei halberdrückter Leute und derjenigen, welche sich bemühten, den großen Burschen zu retten, erregte nur noch mehr die tolle Wut der Menge. Lange vermochten die Dragoner nicht, den blutenden, halbtotgeschlagenen Fabrikarbeiter zu befreien, und ungeachtet der wütenden Hast, mit der die Menge das einmal begonnene Verbrechen auszuführen sich beeilte, waren die Leute, welche Wertschagin schlugen, drängten und rissen, nicht imstande, ihn totzuschlagen. Die Menge drängte von allen Seiten, schwankte mit ihnen nach der Mitte, von einer Seite zur anderen und ließ ihnen keine Möglichkeit, ihn totzuschlagen oder niederzuwerfen. Mit dem Beil, mit dem Beil, der Verräter hat Christus verkauft und muß seinen Lohn haben. Mit dem Beil aber, rasch. Erst als der Unglückliche aufhörte, sich zu verteidigen und sein Geschrei in ein gleichmäßiges, gedehntes Stöhnen übergegangen war, trat die Menge von der auf dem Boden liegenden blutigen Gestalt zurück. Jeder trat näher, betrachtete, was geschehen war, und drängte sich mit vorwurfsvoller Verwunderung und Entsetzen zurück. O oh Gott. Was ist das Volk für ein wildes Tier? hörte man in der Menge. Und so ein junger Mensch, wahrscheinlich ein Kaufmann. O Himmel. Und der andere ist auch beinahe totgeschlagen. Ach, was für ein Volk. Fürchtet keine Sünde. sagten jetzt dieselben Leute, indem sie mit entrüsteten Mienen auf den Toten hinabsahen. Auf den Befehl eines diensteifrigen Polizeibeamten, welcher die Anwesenheit eines Leichnams auf dem Hof seiner Erlaucht nicht schicklich fand, zogen die Dragoner den entsetzlich entstellten Leichnam auf die Straße hinaus. Der blutige, mit Staub bedeckte, halbrasierte Kopf auf dem langen Hals schlug auf dem unebenen Fußboden auf. Das Volk zog sich scheu zurück von der Leiche. Als Viretshagi niederstürzte und die Menge mit wildem Geheul über ihn herfiel, sich drängte und schwankte, erbleichte Rostopchin plötzlich und anstatt zur Hintertür zu gehen, wo ihn sein Wagen erwartete, ging er ohne zu wissen, warum und wohin, mit gesenktem Kopf und raschen Schritten über den Korridor, der in die Zimmer der unteren Etage führte. Das Gesicht des Grafen war bleich und seine Kinnlade zitterte wie im Fieber. "Ihr erlaucht, hierher, Wo, wohin gehen Sie?", sagte hinter ihm eine zitternde Stimme. Rostopchin war nicht imstande, eine Antwort zu geben, wandte sich gehorsam um. Und ging nach der Richtung, die man ihm andeutete. An der Hintertreppe stand der Wagen. Das ferne Geheul der Menge hörte man auch hier noch. Graf Rostopchin setzte sich eilig in die Kutsche und befahl, nach seinem Landhaus vor der Stadt in Sokolniki zu fahren. Als er durch die Miesnitskaja-Straße fuhr und das Geschrei nicht mehr hörte, befiel ihn Reue. Eine Volksmenge ist schrecklich und widerlich, dachte er. Wie die Wölfe kann man sie mit nichts befriedigen, außer mit Fleisch. Graf, nur Gott ist über uns. Fielen ihm plötzlich die Worte Viretschagins ein und ein unangenehmer Frost überfiel seinen Rücken. Aber das war vorübergehend und Graf Rostotschin lächelte verächtlich über sich selbst. Ich habe andere Pflichten, dachte er. Noch viel größere Opfer müssten dem Allgemeinen wohlgebracht werden. Viretschagin war ein Verräter und durfte nicht ungestraft bleiben. Und so habe ich mit einem Schlag zwei Fliegen getroffen. Ich habe dem Volk ein Opfer zur Beruhigung gegeben. Und einen Bösewicht bestraft. Als er in seinem Hause angekommen war und verschiedene häusliche Anordnungen traf, hatte er sich vollkommen beruhigt. Nach einer halben Stunde fuhr er in raschem Lauf über das Feld von Sokolniki und erinnerte sich nicht mehr an das Geschehene, sondern dachte nur an das, was kommen werde. Jetzt fuhr er an die Jausche Brücke, wo, wie man ihm sagte, Kutusow war. Er bereitete diejenigen zornigen und scharfen Vorwürfe vor, welche er Kutusow für seine Enttäuschung sagen wollte. Das Feld von Sokolniki war ganz verödet und am Ende desselben, wo das Gelbe Haus stand, wie das Irrenhaus vom Volk genannt wurde, sah man verschiedene Gestalten in weißen Hemden und einige solche Leute, welche allein, schreiend und mit wilden Gebärden über das Feld liefen. Einer derselben kam auf die Kutsche des Grafen Rostopchin zu. Der Graf, der Kutscher und die Dragoner blickten mit Entsetzen und Neugierde nach diesen freigelassenen Wahnsinnigen und besonders nach dem, der ihnen entgegengelaufen kam. Auf seinen dünnen, hageren Beinen schwankend, in einem weißen, flatternden Schlafrock, lief der wahnsinnige Rostopchin entgegen und schrie ihm mit heiserer Stimme zu, er solle halten. Halt, sage ich, schrie er mit heftigen Gebärden. Als er den Wagen erreicht hatte, lief er neben ihm her. Dreimal hat man mich totgeschlagen und dreimal bin ich von den Toten auferstanden. Sie haben mich mit Steinen erschlagen, aber ich stehe immer wieder auf, schrie er. Der Graf erbleichte, wie in dem Augenblick, als die Menge sich auf Veretschagin stürzte und wandte sich ab. Fort, fort, schrie er dem Kutscher mit zitternder Stimme zu. Er fühlte, dass diese Erinnerung sich tief in sein Herz eingegraben hatte und dass ihre blutige Spur niemals verschwinden, dass im Gegenteil diese entsetzliche Erinnerung bis zu seinem Ende in seinem Herzen leben werde. Jetzt glaubte er seine eigenen Worte zu hören Schlagt ihn nieder. Warum habe ich das gesagt? Das habe ich ohne meinen Willen ausgesprochen. Ich konnte nicht anders. Er sah das erschrockene und gleich darauf wuterfüllte Gesicht des Dragoners und den Blick schweigenden Vorwurfs, welchen dieser junge Bursche in dem Fuchspelz ihm zugeworfen hatte. Aber ich habe es nicht für mich getan. Ich musste so handeln. Die Menge, der Bösewicht, das allgemeine Wohl, dachte er. An der Jauschenbrücke drängten sich noch immer die Truppen. Es war heiß. Kutusow saß erschöpft auf einer Bank bei der Brücke und spielte mit der Peitsche im Sand als der Wagen geräuschvoll vor ihm anhielt. Ein Mann in Generalsuniform trat mit halb erschrockenen, halb wütenden, unsteten Blicken auf Kutusow zu und redete ihn französisch an. Das war der Graf Rostopchin. Er sagte Kutusow, er sei hierher gekommen, weil Moskau und die Residenz nicht mehr seien, sondern nur noch die Armee. Es wäre alles anders gekommen, wenn euer Durchlaucht mir nicht gesagt hätten, sie werden Moskau nicht übergeben, ohne zuvor noch eine Schlacht zu schlagen, sagte er. Kutusow blickte ihn verstört an, als ob er ihn nicht verstanden habe. Rostopchin schwieg. Kutusow wiegte den Kopf und ohne seine forschenden Blicke von Rostopchin abzuwenden, erwiderte er leise, Ja, ich werde Moskau nicht übergeben, ohne eine Schlacht zu schlagen. Graf Rostopschin gab keine Antwort und entfernte sich rasch von Kutusow und seltsam, der Oberkommandierende von Moskau, der stolze Graf Rostopchin, nahm die Peitsche in die Hand, trat an die Brücke und begann mit lautem Geschrei die zusammengedrängten Banden auseinanderzujagen. Kapitel 199 Um 4 Uhr nachmittags rückten die Truppen Muras in Moskau ein. Hinter einer Abteilung Husaren ritt der König von Neapel mit großer Suite. Am Eingang der Stadt hielt der König, um Nachricht von der Vorhut zu erhalten, in welchem Zustand sich die im Zentrum Moskaus gelegene Burg der Kreml befinde. Einige in Moskau zurückgebliebene Einwohner sammelten sich um Mura und starrten mit schüchterner Neugierde die seltsame Erscheinung des langhaarigen, mit Federn und Gold geschmückten Königs an. Ist der das selbst, ihr Kaiser? fragten einige. Die Mützen ab, sprachen die Leute unter sich. Murat ließ durch einen Dolmetscher fragen, wo die russischen Truppen seien und ob es weit bis zum Kreml sei. Mit Mühe verstanden einige Leute diese Fragen und beantworteten sie. Ein Offizier kam von der Vorhut und meldete Murat, die Türen des Kreml seien geschlossen. Gut, sagte Murat und beauftragte einen der Herren seiner Suite, vier leichte geschütze aufzustellen und das tor beschießen zu lassen die artilleristen fuhren im trabe aus der kolonne hervor welche murat folgte und stellten sich auf dem platz vor dem kreml auf einige offiziere beobachteten den kreml mit fernrohren im kreml wurde zur abendmesse geläutet und dies hielten die franzosen für ein alarmzeichen einige infanteristen liefen zur kutafjeschen pforte der torweg war verrammelt Zwei Flintenschüsse krachten aus dem Torweg heraus, sobald ein Offizier mit einigen Soldaten sich näherte. Der General, der bei den Kanonen stand, rief dem Offizier noch ein Kommando zu und dieser kam mit den Soldaten im Lauf zurück. Dann hörte man noch drei Schüsse vom Kreml her. Ein Schuss traf einen französischen Soldaten am Bein und man hörte hinter der Barrikade hervor ein seltsames Geschrei verschiedener Stimmen. Auf den Gesichtern des französischen Generals der Offiziere und der Soldaten verschwand gleichzeitig wie auf Kommando der frühere Ausdruck ruhiger Heiterkeit und wurde durch den Ausdruck hartnäckiger Kampfbereitschaft ersetzt. Inzwischen waren die Rufe von der Pforte her verstummt, die Kanonen wurden vorgeschoben, die Artilleristen bliesen die Lunden an, ein Offizier kommandierte Feuer und zwei Schüsse donnerten nacheinander. Die Kartätschenkugeln prasselten auf den Steinen, Mauern, Balken, und zwei Rauchwolken verbreiteten sich über den Platz. Eine einzelne Menschenstimme antwortete von der Pforte her, und in den Rauchwolken erschien die Gestalt eines Mannes in einem Kaftan ohne Mütze. Er hielt ein Gewehr und zielte auf die Franzosen. Feuer, kommandierte der Artillerieoffizier, und zu gleicher Zeit ertönten zwei Kanonenschüsse und ein Flintenschuss. Wieder hüllte der Rauch die Mauern ein. Im Kreml rührte sich jetzt nichts mehr, und französische Soldaten mit Offizieren näherten sich der Pforte. Im Torweg lagen drei Verwundete und vier Tote. Zwei Männer in Kaftanen liefen längs der Mauern nach der Snamenka Straße hinab. Nehmt das weg, sagte der Offizier und deutete auf die Balken und Leichen. Wer diese Leute waren, hat niemand erfahren. Es hieß nur Nehmt das weg. Nur Thiers hat ihnen einige hochtrabende Zeilen gewidmet. Murat wurde gemeldet, dass der Weg frei sei. Die Franzosen marschierten ein und errichteten ein Lager auf dem Senatsplatz. Die Soldaten warfen Stühle zu den Fenstern des Senatsgebäudes auf den Platz hinaus und machten Feuer an. Andere Abteilungen marschierten am Kreml vorüber und verbreiteten sich in die Stadt. Überall richteten sich die Franzosen, da sie keine Einwohner vorfanden, nicht wie in einem städtischen Quartier ein, sondern wie in einem Lager, das sich in einer Stadt befindet. Obgleich abgerissen, hungrig und erschöpft, und bis zu einem Drittel ihrer früheren Zahl reduziert, marschierte die Armee in Moskau noch in guter Ordnung ein. Sie war noch eine kriegerische, drohende Macht. Aber es waren nur so lange Soldaten, bis sie sich in ihre Quartiere zerstreuten. Als diese Leute nach fünf Wochen Moskau verließen, waren sie schon keine Armee mehr, sondern ein Haufen Marodeure, von denen jeder eine Menge Sachen mit sich schleppte, die er für wertvoll hielt, ähnlich jenem Affen, welcher die Hand in einen engen Korb gesteckt hatte und eine Handvoll Nüsse erfasste, die Hand aber nicht loslassen wollte, um nicht die Nüsse zu verlieren und daran zugrunde ging. So mussten auch die Franzosen beim Abmarsch von Moskau zugrunde gehen, weil sie Beute mit sich schleppten. Zehn Minuten nachdem ein Regiment in einem Stadtviertel einmarschiert war, blieb nicht ein Soldat oder Offizier mehr übrig. Man sah nur Leute in Mänteln, die durch die Zimmer gingen, in den Küchen kochten und brieten. Solche Leute gab es überall viele, aber Soldaten waren sie nicht mehr. Die Offiziere wollten die Soldaten aufhalten, wurden aber unwillkürlich mitgerissen. In der Stellmacherstraße waren Läden mit Equipagen zurückgeblieben, und dort drängten sich jetzt Generale, um sich Kutschen und Kaleschen auszuwählen. Reichtümer gab es in großer Menge, überall gab es noch undurchsuchte Stellen, in welchen die Franzosen noch große Reichtümer vermuteten. Ganz ebenso wie das Wasser im trockenen Boden verschwindet, so verbreiteten sich die hungrigen Soldaten in der weiten, öden Stadt, und so verschwand die Armee und verschwand die Stadt, und nichts blieb übrig als Schmutz, Feuersbrünste, Trümmer und Marodeure. Kapitel 200 Erst am 2. September abends wurde auch der Stadtteil besetzt, in welchem jetzt Peter lebte. Nach den beiden letzten, in der Einsamkeit und unter ungewohnten Umständen verlebten Tagen befand er sich in einem Zustand, der dem Wahnsinn nahe war. Sein ganzes Wesen beherrschte nur ein Gedanke. Er verließ das Haus nur der täglichen Lebensbedürfnisse wegen. In die Wohnung von Bastejew war er nur unter dem Vorwand gefahren, die Bücher und Papiere des Verstorbenen durchzusehen, weil er Erholung von den Aufregungen des Alltagslebens suchte. Und diese fand er wirklich, als er in der tiefen Stille des Kabinetts mit aufgestützten Ellenbogen an dem staubigen Schreibtisch des Verstorbenen saß. Als er ausgegangen war, um einen Kaftan zu kaufen und dabei Rostovs begegnete, kam ihm der Gedanke, sich nicht zu schonen und vor dem Feinde nicht zurückzuweichen. Am anderen Tag zog er mit nach den drei Bergen. Als er nach Hause zurückkehrte und einsah, dass Moskau nicht verteidigt werde, hatte er die Empfindung, dass das, was vorher nur eine entfernte Möglichkeit gewesen, jetzt unumgänglich und unvermeidlich geworden sei. Er musste in Moskau bleiben, seine Habe verbergen, ein Zusammentreffen mit Napoleon suchen und ihn töten, um entweder unterzugehen oder dem Unglück ganz Europas ein Ende zu machen, das nach Peters Meinung nur von Napoleon herrührte. Der physische Zustand Peters stimmte, wie das immer der Fall ist, mit dem moralischen überein. Die ungewohnte grobe Nahrung, der Brandwein, den er in diesen Tagen trank, die Entbehrungen von Wein und Zigarren, die schmutzige Wäsche, die er nicht wechselte, die beiden Nächte, die er fast schlaflos auf einem kurzen Divan zugebracht hatte, alles das versetzte Peter in einen Zustand von aufgeregter Reizbarkeit, der sich dem Wahnsinn näherte. Es war schon zwei Uhr nachmittags und die Franzosen zogen in Moskau ein. Peter wusste das und anstatt zu handeln, dachte er nur an sein Vorhaben und überlegte alle Einzelheiten desselben. Ja, einer für alle. Ich muss es vollbringen oder untergehen, dachte er. Mit der Pistole oder dem Dolch? Fragte er sich. Nun, das ist ganz gleichgültig. Nicht ich, sondern die Hand der Vorsehung straft dich, werde ich ihm sagen. Nun und jetzt führt mich zum Tode. So sprach er vor sich hin mit düsterer, entschlossener Miene. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und auf der Schwelle erschien die ganz veränderte Gestalt Makkas, der sonst immer ein schüchternes Benehmen beobachtet hatte. Sein Gesicht war gerötet und entstellt, er war augenscheinlich betrunken. Als er Peter sah, zögerte er, fasste sich aber sogleich und ging mit schwankenden Schritten bis in die Mitte des Zimmers. Sie haben Angst bekommen, sagte er mit heiserer, zuversichtlicher Stimme. Ich sage, ich ergebe mich nicht. Ich sage, nicht wahr, Herr? Als er die Pistole auf dem Tisch erblickte, stürzte er darauf zu und lief damit auf den Hausflur hinaus. Gerassim und der Pförtner eilten ihm nach und wollten ihm die Pistole entreißen. Peter ging hinaus und sah mitleidig diesen halbwahnsinnigen Greis an. Zu den Waffen. rief Makar. Du wirst sie mir nicht entreißen. Aber ich bitte Sie, lassen Sie los. Ich bitte, Herr sagte Gerassim und wollte den Alten vorsichtig zur Tür zurückführen. Wer bist du? Bonaparte? schrie Makar. Das ist nicht schön, Herr. Bitte treten Sie doch ins Zimmer ein und ruhen Sie sich aus. Rühre mich nicht an, schrie Makar und schwang die Pistole in die Höhe. Zu den Waffen! Was an? flüsterte Gerassim dem Dwornik an. Sie fassten den Alten am Arm und zogen ihn zur Zimmertür. Man hörte auf dem Flur Geräusch, Lärm und trunkenes, heiseres Geschrei. Plötzlich vernahm man eine durchdringende weibliche Stimme von der Vortreppe her und die Köchin kam auf den Flur herausgelaufen. Sie sind da, Väterchen, wirklich, Sie sind da! Vier Reiter, schrie sie. Gerassim und der Dwornik ließen Maka los, während an die Eingangstür geklopft wurde. Peter beschloss, bis zur Ausführung seines Vorhabens, seinen Namen und Stand sowie seine Kenntnis des Französischen nicht zu verraten. Er stand an der Tür und wollte sich sogleich verbergen, sobald die Franzosen eingedrungen wären, aber eine unüberwindliche Neugierde hielt ihn fest. Es waren zwei Franzosen. Der eine war ein Offizier, ein hochgewachsener, schöner Mann, der andere schien sein Bursche zu sein, ein kleiner, hagerer, von der Sonne verbrannter Mensch mit stumpfem Gesichtsausdruck. Der Offizier ging voran, auf einen Stock gestützt, nach einigen Schritten schien er zu dem Entschluss gekommen zu sein, das Quartier sei gut. Er rief dem an der Tür stehenden Soldaten mit lauter Stimme zu, die Pferde hereinzuführen. Dann strich er mit martialischer Gebärde und hoch aufgehobenen Ellenbogen seinen Schnurrbart und berührte seinen Hut mit der Hand. Mein Gruß der Gesellschaft, sagte er vergnügt und blickte sich lächelnd um. Niemand antwortete. Sind Sie der Herr des Hauses? fragte er gerassim. Welcher erschreckt und fragend den Offizier ansah. Quartier, Quartier, sagte der Offizier und blickte den kleinen Mann herablassend und mit gutmütigem Lächeln an. Die Franzosen sind gute Kinder. Zum Teufel! Wir werden nicht zanken, Großväterchen. Aber spricht hier niemand Französisch? Er sah sich um und erblickte Peter bei der Tür. Wieder wandte er sich an Gerassim und verlangte, er solle ihm die Zimmer des Hauses zeigen. Herr nicht da! Ich nicht verstehen! Das meinige Ihnen! sagte Gerassim, der sein Russisch dadurch verständlicher zu machen suchte, dass er es wie ein sprachunkundiger Fremder aussprach. Der Franzose lächelte und ging hinkend bis zur Tür, bei welcher Peter stand. Peter wollte sich entfernen, aber in diesem Augenblick sah er, wie sich die Tür der Küche öffnete und Makar mit der Pistole in der Hand herausschlich. Mit der Schlauheit eines Wahnsinnigen betrachtete er den Franzosen, hob die Pistole in die Höhe und zielte. Zu den Waffen. schrie der Betrunkene und suchte mit dem Finger den Drücker der Pistole. Der Franzose wandte sich hastig um, und in demselben Augenblick warf sich Peter auf Makar und schlug die Pistole in die Höhe. Makar hatte endlich den Drücker gefunden, ein betäubender Knall ertönte, und alles war in dichten Rauch eingehüllt. Der Franzose erbleichte und stürzte zurück zur Tür. Peter vergaß seinen Vorsatz, nicht zu verraten, dass er Französisch spreche, und nachdem er Makar die Pistole entrissen hatte, eilte er auf den Offizier zu. Sind Sie nicht verwundet? fragte er französisch. Ich glaube nicht, erwiderte der Offizier und betastete sich. Aber diesmal war es nahe dran. Wer ist dieser Mensch? Ach, ich bin wirklich trostlos über das, was vorgefallen ist, erwiderte Peter hastig. Dies ist ein unglücklicher Wahnsinniger, der nicht wusste, was er tat. Der Offizier ergriff Makar am Kragen, welcher sich schweigend an die Wand lehnte. Räuber, das wirst du büßen, sagte der Franzose. Wir sind großmütig gegen Feinde, aber Verrat vergeben wir nicht, rief er mit düsterer Feierlichkeit. Peter bemühte sich, den Offizier zur Milde gegen den betrunkenen, tollen Menschen zu stimmen. Sie haben mir das Leben gerettet, rief der Franzose, die Hand ausstreckend. Sie müssen ein Franzose sein. Für einen Franzosen war diese Schlussfolgerung unzweifelhaft. Wer etwas Großes vollbrachte, konnte nur ein Franzose sein, und die Rettung des Kapitäns Rambal vom 13. leichten Regiment war ohne allen Zweifel eine große Tat, aber Peter hielt es für notwendig, ihn zu enttäuschen. Ich bin Russe, erwiderte er hastig. Tata, erzählen Sie das einem anderen, erwiderte der Kapitän lächelnd. Nun, Sie werden mir das alles erzählen. Sehr angenehm einen Landsmann zu treffen. Aber was machen wir mit diesen Menschen? wandte er sich an Peter wie an einen Genossen. Peter erklärte nochmals, wer Makar war, erzählte, dass man ihm soeben vergebens die Pistole entreißen wollte, und bat schließlich, sein Verbrechen unbestraft zu lassen. Sie haben mir das Leben gerettet. Sie sind ein Franzose, sagte der Kapitän mit einer gebieterischen Gebärde. Sie wollen, dass ich ihm verzeihe? Gut, ich verzeihe ihm. Führt diesen Menschen fort, rief er energisch den Leuten zu, nahm den für die Rettung seines Lebens zum Franzosen beförderten Peter unter den Arm und trat mit ihm ins Zimmer. Der Bursche, welcher während dieser Zeit sich in der Küche umgesehen hatte, trat auf den Offizier zu. Kapitän, in der Küche gibt es Suppe und Hammelbraten, sagte er. Befehlen Sie etwas davon zu bringen? Ja, und auch Wein, sagte der Kapitän.